Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Anlässlich des 75. Geburtstags von Frank Elstner sehen Sie jetzt das Beste aus 50 Jahren Farbfernsehen. Dazu begrüßen wir auch unsere Zuschauer in Österreich. Wir schalten jetzt um zu Top, die Wette gilt. Und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Samstagabend in Deutschland und Österreich. Erleben Sie jetzt Unterhaltung vom anderen Stern. 75 Jahre Frank Elstner. Top, die Wette gilt. Und Ihr Gastgeber ist Kai Pflaume. Willkommen Ihnen zu Hause, unseren Gästen hier im Studio in Berlin, all den Menschen, die sich heute hier versammelt haben, um den Mann hochleben zu lassen, um den es heute Abend geht. Herzlichen Dank an Birgit Schrowange für diese wunderbare Ansage. Sie wissen, Frank Elstner wird in diesem Monat 75 Jahre alt. Wir alle werten diesen tollen Applaus als große Vorfreude auf das, was heute Abend kommt. Er ist ein großer Fernsehmann, der Europas erfolgreichste Fernsehshow erfunden hat, uns viele unvergessliche Momente geschenkt hat, der aber darüber hinaus ein unglaublich liebenswerter Mensch und vor allen Dingen ein guter Freund ist. Meine Damen und Herren, heute Abend dreht sich alles nur um einen, um Frank Elstner. Der große Frank Elstner. Er ist der Erfinder der erfolgreichsten Fernsehshow Europas. Wetten, dass. Er ist der Grand Seigneur der Samstagabendunterhaltung, moderierte Klassiker wie Verstehen Sie Spaß. Er ist einfühlsamer Talkmaster, der in seinem Leben tausende bewegende Gespräche geführt hat. Er ist kreativer Erfinder unzähliger Showhits, die Millionen Zuschauer begeistern. Frank Elstner wird 1942 in Linz in Oberösterreich geboren, verbringt in diesem Haus die ersten Wochen seines Lebens. Die Eltern sind Schauspieler und mit 10 Jahren hat auch der kleine Frank seine erste große Rolle. Er wird die Stimme von Bambi. Ja, ich verstehe das, Mutter. Ich bin ein kleines Reh und du bist ein großes Reh, nicht wahr? Das siehst du. Die Schulzeit? Durchwachsen. Alle meine Lehrer, die ich jemals hatte, die mich durchs Abitur rasseln ließen, möchte ich herzlich grüßen an dieser Stelle. Frank Elstner rasselt 1963 durchs Abitur. 23 Jahre später interviewt er in einer eigenen Fernsehtalkshow die größten Nobelpreisträger unserer Zeit. Da sieht man auch, dass er eben nicht einfach in Anführungsstrichen nur die Unterhaltung beherrscht, sondern dass er sich eben auch journalistisch, zum Beispiel mit Wissenschaftlern, ganz, ganz schwieriges Gebiet, sowas hinzukriegen, auseinandersetzt. Doch seine Karriere beginnt bei Radio Luxemburg. 1964 heuert er hier an und wird beliebtester Moderator im deutschsprachigen Raum. 2 Jahre später hat Frank Elstner seinen ersten großen Fernsehauftritt als Co-Moderator der Show Spiel ohne Grenzen. Wir haben gestern Nachmittag auch mal ein kleines Trainingspensum auf dieser Bahn abgelegt. Ab 1974 moderiert er den Klassiker Die Montagsmaler. Guten Abend. Hund, Katze und Maus. Jawohl. Und dann erfindet er die Show seines Lebens. Wetten, dass. 1981 die Premiere. Ich melde mich heute mit meiner neuen Show Wetten, dass und ich hoffe natürlich, es gefällt Ihnen. Die Zuschauerzuschriften schon vor der ersten Sendung skeptisch. Wetten, dass diese Sendung ein Reinfall wird? Glücklicherweise nicht. Wetten, dass wird dank Frank Elstner zum Welterfolg. Wenn Frank Elstner im Fernsehen kam, wusste man, mit der Welt ist irgendwie alles in Ordnung. Er holt
die Menschen da ab, wo sie gerade sind. Ab 1981, parallel zu Wetten, dass, erschafft und moderiert Frank Elstner den ersten großen Jahresrückblick im deutschen Fernsehen. Menschen. Bis heute ein Dauerbrenner. Immer hat Frank Elstner ein Herz für den Nachwuchs und für junge Talente, wie zum Beispiel für Michelle Hunziker. Der erste Anruf, den ich aus Deutschland bekommen habe, war von Frank Elstner. Und er hat gesagt, warum kommst du nicht ins deutsche Fernsehen? Und dir habe ich das zu verdanken. Dankeschön. Auch der junge Günther Jauch hat Frank Elstner einiges zu verdanken. Frank Elstner machte ihn zum Nachfolger bei seinem Jahresrückblick Menschen. Günther, ich finde das super, dass Sie es übernehmen. Und ich glaube, Sie freuen sich schon wie ein Schneekönig. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Und als ich diesen Anruf bekam, als Sie sagten, ich habe gesagt, der soll das machen, bin ich natürlich erstmal aus allen Wolken gefallen. Und auch seine Nachfolger für seine Megashow Wetten, das sucht Frank Elstner persönlich aus. Aus dieser Tür tritt jetzt der Mann, der ab Herbst 1987 der Chef von Wetten, dass sein wird. Hier ist Thomas Gottschalk. Ich wäre nicht das, was ich bin, wenn du nicht gesagt hättest, lass das mal den jungen Gottschalk machen. Bis heute moderiert Frank Elstner über 1700 Sendungen. Jede einzelne Sendung füllt er mit dieser Leidenschaft aus, die ihn dann diese Show so besonders macht. Er ist ein einfühlsamer Moderator und Gastgeber. Man merkt einfach, Frank hat die Menschen gern. Du bist für mich ein großes Vorbild, Menschen Freude zu bereiten mit großem Anstand und mit großem Niveau. Ich ernenne dich hiermit zum König des deutschen Fernsehens und zum Mr. Fernsehen personally himself. So. Frank Elstner wird in seiner Karriere mit Fernsehpreisen überhäuft. Goldene Kamera. Bambi. Deutscher Fernsehpreis. Er erhält das Bundesverdienstkreuz und wird gewählt zum Oberösterreicher des Jahrhunderts. Frank Elstner. Danke für über 50 Jahre Fernsehgeschichte. Wir sagen danke, Frank, dass wir dich heute Abend hochleben lassen dürfen. Meine Damen und Herren, hier ist Mr. Fernsehen, hier ist Frank Elstner. Waren ja gerade 50 Jahre Frank Elstner ganz komprimiert. Und ich sehe hier so viele Menschen, die ich noch besser sehen würde, wenn sie sich jetzt hinsetzen würden. Ich sehe so viele Menschen, die mit mir an den Erfolgen gearbeitet haben, die mir geholfen haben. Denn das, was immer ihr heute Abend über mich erzählen werdet, das gilt nicht für eine Person alleine, sondern für ein Team. Unser Beruf ist ein Teamsport und ich freue mich, dass ich viele frühere Mitarbeiter hier sehe, die Redakteure bei mir waren, die mit mir gearbeitet haben, die mit mir um die Welt gezogen sind. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Und ganz besonders freue ich mich, dass mein Freund Norbert Blüm mit seiner Frau zu uns gekommen ist, obwohl er gerade erst operiert worden ist.
Lieber Frank, es gibt so viel Tolles zu zeigen, zu erzählen. Wir wollen mit dir heute Abend natürlich noch mal ganz großen Spaß haben. Wir wollen noch mal große Momente erleben. Wir wollen ja nicht nur zurückblicken. Wir haben ja ganz viel Spannendes vorbereitet für unsere Zuschauer hier in Deutschland, in Österreich, wahrscheinlich auch in der Schweiz. Wer weiß, von wo aus Sie uns alle zuschauen. Also hier stehen so viele Unterhalter, die alle einen einzigen Wunsch heute haben, dass Sie, liebe Zuschauer, zu Hause sich unterhalten und amüsieren. Und wie man das machen möchte, sich 3 Stunden nur mit mir zu amüsieren, das geht überhaupt nicht. Deswegen sind die alle gekommen, um mir hier zu helfen. Und ich freue mich, dass diese wunderbaren Nachwuchskräfte, Joko und Klaas, heute zu uns gekommen sind. Mit ihm habe ich mal große Politik gemacht. Blonde Frauen liegen mir sehr am Herzen. Das sieht man an meiner eigenen, die da vorne sitzt. Das heißt, das ist der Nachwuchs und das ist die aktuelle Blüte. Jetzt langsam. Nein, lieber Frank, es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die du noch nicht weißt, die heute Abend passieren. Das gehört zu so einer Sendung vielleicht dazu. Es sind aber alles tolle und schöne Dinge, da kann ich dich wirklich beruhigen. Du hast eben einen Ausschnitt gezeigt aus meiner allerersten Wetten, dass. Ja? Und ich kam raus und habe erst mal gemacht. Ja. Weil ich solche Angst hatte, dass mir erst mal ein Stein vom Herzen fiel. Und wenn Sie vorhin aufgepasst haben, das Erste, was ich gemacht habe, als ich kam, es geht mir genauso heute. Aber Frank, damals warst du noch zögerlich und skeptisch, ob es denn ein großer Erfolg wird. Wetten, das, was du ja gerade neu erfunden hast und dann am 14. Februar 81 zum ersten Mal ins deutsche Fernsehen gebracht hast. Heute wissen wir alle, es ist die erfolgreichste Fernsehshow Europas. Und darauf wollen wir jetzt unseren Blick lenken. Auch dank vieler Menschen, die heute Abend hier zu Gast sind, die dein Erbe fortgeführt haben. Und darauf wollen wir jetzt schauen, denn Wetten, das muss und darf natürlich heute Abend unbedingt eine Rolle spielen. Es ist der 14. Februar 1981, 20.15 Uhr, die erste Sendung Wetten, das. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich gerührt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist die Premiere eines Welterfolgs. Und das ist die erste Wette. Ja, die Zahl Pi, um die geht es jetzt. Und die müssten wir vielleicht erst mal erklären. Ich glaube nicht, dass Sie das jetzt verstehen würden. Das fängt ja gut an. Dieser Lehrer wettet, dass er 100 Nachkommastellen der Zahl Pi richtig nennen kann. Top! Die Wette gilt. 3,14159265358493 4639 3,14159 70679. Bravo! Die erste Wette gewonnen. Über 1000 weitere Folgen in der Geschichte von Wetten, dass. Mit Autos über Drahtseile fahren. Ist gut. Komm, fahr! Alle Kronen der Welt erkennen. Das ist die Krone von Kaiserin Farah Diba. Stimmt. Oder mit Zwillingsrädern nicht über hohe Eier fahren. Oh. 1985 balanciert Kandidat Anton Schäuble Getränkekisten auf dem Kinn. Ob die Wette gilt. Und schafft es. Genauso wie 20 Jahre später in der chinesischen Version von Wetten, dass. Die Erfindung von Frank Elstner wird auch ein internationaler Erfolg und in über 20 Länder verkauft. Wetten, dass. Bei Frank Elstner geben sich internationale Topstars die Ehre. Manche wie Jean-Paul Belmondo kommen sogar mit dem Helikopter. Oder sehen zumindest so aus. Frank Elstner macht Wetten, dass zur erfolgreichsten Fernsehshow Europas. 1982 taucht zum ersten Mal ein junger Blondschopf bei Wetten, dass auf. Thomas Gottschalk als Wettpate. Ein Jahr später darf er schon für Frank Elstner als Außenreporter ran. Hallo Thomas! Ich bedanke mich bei dir, dass ich einmal in meinem Leben im Olympiastadion in Berlin auftreten darf. Leider ist die Veranstaltung etwas schlecht besucht, sind noch 80.000 Plätze frei. Sag mal, trägst du da eine Breitwand-Mickey-Maus oder was ist das? Ja, so eine Art, ja. Macht breit, ne? 1987 ist es soweit. Thomas Gottschalk übernimmt die Show. Herzlich willkommen zur ersten Sendung
von Wetten, dass mit einem neuen Gesicht. Dankeschön. Auch bei Thomas Gottschalk gehen Topstars ein und aus. 1999 kommt sogar der deutsche Kanzler vorbei und stellt sich Beauty-Fragen. Ob die Haare gefärbt sind oder nicht. Nein. Also, es ist alles echt. Also wir hatten aber wirklich alles. Die Wetten weiter skurril. Oh, jetzt. Oh. Und spektakulär. 1997 versucht in Wien ein 15-Tonnen-Bagger, einen Turm hochzuklettern. Und, meine Damen und Herren, er macht einen Kopfstand. Er schafft es ihm. Super! 1999, Garmisch-Partenkirchen. Kandidat Toni Rosberger fährt die Olympiaschanze rauf. Um sie anschließend runterzuspringen. Jetzt fährt er noch die Stufe runter, das gibt's doch gar nicht. Oh, nein! Wahnsinn! Über 80 Meter! Unvergessen auch der Auftritt dieser schweren Jungs. Alle sprechen über die Brustmuskelzucker. Queen, another one bites the dust. Das hätte dem Freddie Mercury auch gefallen. Bis 2014 moderieren Markus Lanz, Wolfgang Lippert, Thomas Gottschalk und Frank Elstner 215 Mal Wetten, dass. Mit über 1000 Wetten. Alle Wetten, dass Shows zusammen haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz unglaubliche 3,7 Milliarden Zuschauer gesehen. Ein Erfolg, den es ohne ihn nicht gegeben hätte. Frank Elstner. Ich glaube, sag mal, das ist das Plakat von der ersten Sendung aus Düsseldorf, das wir da gerade gesehen haben. Und ich glaube, wenn Sie zu Hause jetzt nur halb so viel Spaß haben, wie Frank und unsere Gäste eben hier auf dem Sofa Spaß haben, als Sie die Bilder gesehen haben, dann haben wir jetzt schon alles richtig gemacht. Aber ich werde nie vergessen, Thomas, als du damals in diesem Stadion warst und kommentiert hast und plötzlich ein Flugzeug über das Stadion flog. Kannst du dich noch erinnern, was da passiert ist? Ja, klar, da hatte die Maria Schell mit Domingo etwas anmaßend gewettet, wenn sie ihre Wette verliert, dann tritt sie mit ihm in der Oper auf. Und Domingo hat etwas mit den Augen gerollt, aber nichts dazu gesagt. Und ich stand dann in einem Olympiagelände und es flog ein Flieger und der Ton war gestört. Und habe ich dann frech gesagt, das war Placido Domingo auf der Flucht. Also, das war auch ein Satz, der in die Fernsehgeschichte eingegangen ist. Absolut, absolut. Und wir müssen wirklich noch mal darauf zu sprechen kommen, denn dieser große Erfolg von Wetten, dass, den haben wir eigentlich einer schlaflosen Nacht zu verdanken. Ja, du bist nachts um eins aufgewacht, hattest plötzlich eine Idee im Kopf, hast sie an den Küchentisch gesetzt und hast sie aufgeschrieben. Das ist das Originalkonzept, handgeschrieben aus deinem Safe, dass du. Aber es ist sehr nett von dir, dass du die erste Seite zeigst, weil da schreibe ich noch einigermaßen gut. Ich habe mir dazu eine Flasche Rotwein aufgemacht und je länger ich getrunken habe, je größer wurde die Schrift. Man beachte bitte, zum Schluss schreibe ich ungefähr 3 Zentimeter große Buchstaben. Wir zeigen es auch hier nochmal, genau. Es wird immer größer. Ja. Und es sind, auch das sei gesagt, meine Damen und Herren, kurz vor Einschlafen. Und das sind, und das sei wirklich gesagt, es sind genau 2,5 Seiten, auf denen dieses Konzept notiert wurde. Da werden heute mehr. Da hinten hast du das sind ja noch Ergänzungen, die sind offensichtlich vom nächsten Tag oder der Stift war alle und es wurde dann in Blau weitergeschrieben. Aber wann wusstest du? Entschuldige, Frank. Erste Wette heute Abend, aber das sollte nicht im Tresor zu Hause bleiben. Das muss ins Haus der deutschen Geschichte. Die werden morgen anrufen und werden sagen, ja. da
Respekt. Mindestens. Hin. Das ist deutsche Geschichte. Also wenn ich dazu beitragen kann, dann gebe ich dir das nachher mit. Bei dir rufen die eher an. Nein. Lieber Frank, das kriegen wir hin. Sag uns bitte, wie bist du auf diese Idee gekommen, dass irgendetwas mit Wetten im deutschen Fernsehen erfolgreich sein kann? Ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Also eines ist bewiesen. Nachts um eins konnte ich nicht schlafen und stellte mir die Frage, warum wird eigentlich im deutschen Fernsehen nicht gewettet? Und dann bin ich in die Küche gerannt, die Rotweingeschichte kennst du, habe mich hingesetzt und 3 Stunden lang nur darüber nachgedacht, was passiert, wenn man im deutschen Fernsehen wettet, bloß nicht um Geld wetten, das erlaubt eine öffentlich-rechtliche Anstalt nicht und. Und dann, als ich länger darüber nachgedacht habe, später, als ich immer gefragt wurde, wie ist dir das da eigentlich eingefallen, fiel mir ein, dass ich ein Jahr vorher ein wirklich wichtiges Erlebnis hatte. Ich war mit meinem allerbesten Freund in London bei einem Hunderennen. Und wir haben auf den Außenseiter gesetzt und der hat gewonnen. Und wie viel hast du gewonnen? Wir haben fast 20.000 Mark damals gewonnen. Nein. Ja, und ich war noch nie beim Hunderennen. Ich habe nicht gewusst, dass man da so viel gewinnen kann. Das war unglaublich lustig. Und bei deinem Glück in der Liebe hast du auch vorher noch nie so gespielt wahrscheinlich. Ja, und dann auf jeden Fall scheint das die Ursache gewesen zu sein, weshalb ich mir die Frage gestellt habe, warum wird eigentlich nicht gewettet? Und das will ich allen Menschen, die Fernsehsendungen erfinden, gerne mit auf den Weg geben, dass man im Halbschlaf die besten Ideen hat. Der Nachteil davon ist, wenn man nach diesem Prinzip arbeitet, dann verkauft man 100 Ideen, aber es werden nur eine und genommen und 99 weggeschmissen. Das ist das Problem. Nun muss man sagen, dass die erste Sendung, der 15. Februar 1981, war jetzt nicht so, dass alle da vor Glück sofort hochgesprungen sind. Die Quote lag bei 16 Millionen und glaube 570.000. Mach mich jetzt nicht nervös. Das war für damalige Verhältnisse fast ein Flop. Mach mich nicht nervös. Das war nicht der 15., das war der 14. Ja, da war die Sendung, aber die Quote gab es ja erst am nächsten Tag. Ah, das stimmt. Ja. Und dann waren die Kritiken auch nicht gut. Die waren vorher. Aber das ist ja eigentlich erfolgversprechend. Ja, genau. Ja, aber der Mann, der mich entdeckt hat und der mich damals mit Wetten, das hier ins Fernsehen gebracht hat, der sitzt da vorne. Ich habe ihn vorhin schon gesehen. Der sieht immer noch ganz glücklich aus. Wolfgang Penck. Wolfgang, vielen Dank, dass du mal an mich geglaubt hast. Und ab welchem Moment wusstest du wirklich, das ist ein Hit? Wann konnte man das sicher sagen? Das kann ich dir sagen. 4 Stunden, nachdem ich es erfunden habe. Ich rief sofort meinen besten Freund an, den Dr. Walter, den ihr alle kennt. Ich habe gesagt, komm her, jetzt wird durchgeboxt. Dann habe ich im ZDF angerufen. Und dann habe ich Forderungen gestellt, habe ich gesagt, ich möchte mehr Kameras als alle anderen. Ich möchte nach Düsseldorf gehen, das ist die Hauptstadt von Radio Luxemburg. Da habe ich viele Zuschauer. Der Chef der Düsseldorfer Messe war ein Freund von mir. Da habe ich gewusst, der hilft mir. Und dann ging es los. Aber die Idee war ja noch nicht ausgegoren. Ich erinnere mich, in der ersten Sendung, ich habe die gesehen, kam eine Frau mit langen Haaren und hat gesagt, wetten, dass ich mir die abschneiden lasse. Ja. Und dann hat sie sie nicht abschneiden lassen. Also war noch ein anderes Spielkonzept durchaus dabei. Nein, das Schlimmste waren die Stühle. Die Stühle gingen rauf und runter, weil ich wollte auch wieder was Neues erfinden. Jedes Mal, wenn Gegner gegeneinander antreten, haben wir im Fernsehen immer diese Zahlen. Und das fand ich so langweilig. Dann habe ich gedacht, das muss doch viel besser sein. Und habe hydraulische Stühle bauen lassen. Und je nachdem an der Höhe, wie der Gast jetzt saß, sah man immer, ob der in Führung ist. Und als ich plötzlich den berühmten Schauspieler Kurt Jürgens in 2 Meter Höhe sah, wusste ich, was das für eine Scheißidee war. Hast du darüber nachgedacht, dass die Hydraulik noch nicht so ausgereift ist? Aber eines ist ganz unbestritten, und das ist ja ein Teil der Originalidee. Du wolltest Menschen wie du und ich einen absolut besonderen Tag, einen Höhepunkt in ihrem Leben bescheren mit dem Auftritt bei Wetten, dass. Und ich glaube, das ist dir mehr als gelungen. Denn jeder, der bei dir zu Gast war, der später bei Thomas war, bei allen anderen, die diese wunderbare Sendung präsentiert haben, der war natürlich hinterher ein Held. Ja, der wurde überall erkannt, der wurde überall angesprochen. Und so ging es auch, und das werden Sie uns gleich berichten, ja, so ging es Maria und Gertraud. Die beiden kommen aus Linz. Ja, sie waren 1986 im Dezember bei dir zu Gast mit einer unglaublichen Wette. Und Sie sollten sich diese Bilder unbedingt noch mal anschauen. Aber nicht die Augen verdrehen. Grüßt euch. Maria Gertraud kommt mit mir hier rüber. Du bist so eine Art Sender. Ja. Deine Schwester ist der Empfänger.
Und ihr habt eine Art Geheimsprache entwickelt mit den Augen. Ist das richtig? Ja, stimmt. Also ich kann dir jetzt irgendwas aufschreiben. Ja. Du sagst nichts, du blinzelst deine Schwester an und deine Schwester sagt sofort, worum es geht. Ja. So eine Art Knastologensprache. Gut. Und wie es mit der Knastologensprache aussieht, das zeigen sie uns heute noch einmal. Wir wollen freuen uns sehr auf Maria und Gertraud aus Linz. Herzlich willkommen. Hallo, ihr zwei Linzer. Da freue ich mich schon, dass ich euch wiedersehe. Hallo. Gertraud, grüß dich, herzlich willkommen. Und ihr könnt das immer noch. Ah, ja, das wäre. Das sind die Töchter. Oder? Ja, 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 ja. Hallo. Nein. Hallo. Kommt ein Stück, kommt mit rüber. Aber ist das nicht Wahnsinn? Man sieht an diesen Damen überhaupt nicht, dass die Zeit vergeht. Die beiden waren damals, als sie bei dir zu Gast waren, 15 und 16 Jahre alt. Sie waren also sehr, sehr jung. Jetzt sind sie nur noch sehr jung. Ja? Es ist 31 Jahre hier. Ja? Und es war ein ganz besonderer Auftritt für euch, weil er mit so viel Aufregung verbunden war. Ihr kommt aus einem kleinen Dorf, darf man genauso sagen, vom Bauernhof, da habt ihr gelebt. Da war euch langweilig, dann hattet ihr irgendwann die Idee mit der Augensprache und habt das dann an Wetten, dass geschickt und dann wurdet ihr eingeladen. Was ist dann passiert? Naja, dann sind wir eben zur Sendung gekommen und das war für uns ein Riesenerlebnis. Es war der erste Flug, die erste Reise und die vielen prominenten Menschen und also ganz toll. Haben wir das gefunden, ja. Ja, die Sendung damals fand in der Entertainment-Hauptstadt Hagen statt, meine Damen und Herren. Da habt ihr 4 Tage verbracht. Natürlich hat es damals noch nicht diese Kommunikationsmöglichkeiten von heute. Das heißt, ihr wart auf 4 Tage quasi von zu Hause abgeschnitten, konntet mit niemandem sprechen zu Hause und hattet dann viel zu erzählen. Mhm. Ja, absolut. Wir haben da Joe Cocker kennengelernt, mit ihm ein bisschen gefeiert. Aha. Ja, war ganz, ganz toll, ja. Ja. Und es gab zu Hause auch eine Zäsur mit dem Auftritt der Töchter, denn da wurde eine Anschaffung getätigt. Die Eltern haben sich fernsehmäßig verbessert. Wir haben einen Farbfernseher bekommen. Wir hatten bis dahin noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher und unser Vater hat einen Farbfernseher gekauft. Tja, immerhin. Das hast du dir so gedacht, ne? Und welche Erinnerung habt ihr an Frank? Wie habt ihr ihn damals erlebt? Ja, Frank war zu uns ganz, ganz toll, liebevoll, wie ein Vater zu uns. Wir waren doch sehr jung und er hat uns immer beruhigt, geht bald schlafen, morgen ist dann die große Sendung, aber dass ihr ausgeschlafen seid. Aber heute das nicht mehr sagen, ja? Jetzt habt ihr extra einen Farbfernseher, heute ist er schwarz-weiß. Ja. Also, wir werden sehen, wie es läuft. Jetzt sage ich euch erstmal, worum es in dieser Wette geht. Denn ihr vier seid ja die Wettpaten heute. Also ihr müsst gleich tippen. Glaubt ihr, dass Maria und Gertraud das immer noch können? Aber ihr sollt natürlich erstmal erfahren, worum es in dieser Wette geht. Gertraud Weigel und Maria Moser aus Linz in Österreich wetten, dass sie sich ihnen unbekannte Texte ausschließlich mit den Augen übermitteln können. Das heißt, Maria rollt die Augen und Gertraud liest in den Augen von Maria. Klingt total verrückt. Ihr habt 4 Versuche, 3 davon müssen richtig sein. Okay. So, ihr dürft mal Platz nehmen. Und was machen die 4, wenn sie verlieren? Das müssen wir gleich hören. Erstmal müssen wir hören, was sie tippen. Was glaubt ihr? Schaffen die das oder schaffen die das nicht? Na, ich habe mich immer geärgert, wenn die Kandidaten gesagt haben, na klar, schaffen die das. Na klar, das ist ja völlig... Also ich sage, die schaffen es nicht, weil es dann spannender wird und weil sie sich besonders anstrengen. Außerdem kann natürlich sein, dass sie inzwischen Kontaktlinsen haben. Man weiß ja, das ja. Ist ja schön, ne? Und du bist offensichtlich der Klassensprecher für euch 4? Nein. Also ihr müsst euch einigen. Was glaubt ihr, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Ja, wenn der Gottschalk sagt, sie schaffen es nicht, dann... Wenn ihr verliert, dann knutscht... Der alte Misanthrop. Was machst du hier nicht? Günther knutscht mit dir, ich knutsch mit Michelle. Aha. Wie siehst du jetzt nicht? Aber es soll ja eine Strafe sein. Nein, ich habe. Also, ihr habt gehört, was sie sagen. Das soll euch Motivation und Ansporn sein. Aber was macht ihr, wenn ihr mit eurem Tipp, sie schaffen es nicht, falsch liegt? Also, was macht ihr, wenn sie es doch schaffen? Ich hätte einen eher skurrilen Vorschlag und hoffe, dass sie es schaffen, damit es dazu nicht kommt. Ich weiß, dass Frank Elsner ein Riesenfan von ABBA ist. Ja. ABBA, die, glaube ich, ein Jahr nach seiner ersten Sendung dann auch ihre Karriere aufgehört haben. Ich glaube, Agnetha war mal in der Sendung, aber ABBA ist bei Wetten, dass nie aufgetreten. Aber sie waren bei mir mal in Luxemburg. Bäh. B.
Bäh, okay. Und inzwischen liegt die Gage, die man denen zahlen würde, wenn sie noch mal auftreten würden, bei 1 Milliarde Euro, wow, die man denen zahlen. Und die haben immer Nein, Nein, Nein gesagt. Wir vier würden dann, gell, Agneta, Annafried, Björn, ah. Ah. Wir machen hier die halbe Nummer. Super. Aber er hat sich das heute Nacht ausgedacht, so wie du bei Wetten, das. Wobei, wobei ich persönlich ja, es noch lustiger fände, wenn du Agneta wärst. Die Rollen sind noch nicht verteilt. Ja, okay, super. Also wir haben das Wettangebot angenommen. Ihr, ja, ihr beschert schon, aber uns wir? Das ABBA-Revival, wenn ihr mit eurem Tipp falsch liegt. Das heißt, wenn Gertraud und Maria es schaffen, dann sehen wir euch vier am Ende der Sendung als ABBA. Okay. Ja, noch nie habe ich Gästen so sehr die Daumen gedrückt wie in diesem Moment. Das tue ich eigentlich immer, aber jetzt also noch mit. Einmal fester. Frank, wir schauen uns das hier aus der Nähe an. Dürfen wir auch näher treten? Oder? Ja, ihr könnt das von da verfolgen. Ne? Nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommt, ihr würdet da Einfluss nehmen. So, wir werden euch, ich werde diese Worte notieren, ja, ne, und dann werde ich sie Maria zeigen und du wirst sie nur mit den Augen an Gertraud übermitteln. Und ich passe hier auf, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Sehr gut, mach's dir bequem. Ich habe mich lange auf diesen Moment gefreut, jetzt ist er gekommen. Ich kann nicht sagen, dass ich als Kind davon geträumt habe, weil es war eigentlich immer unerreichbar, aber jetzt darf ich es sagen, meine Damen und Herren. Ihr seid bereit? Ja. Dann sage ich jetzt, top, die Wette gilt. So, ich zeige das Ihnen zu Hause und ich zeige das Maria, aber Gertraud hat natürlich keine Ahnung. Ja? Verstanden? Und bitte. Wir schauen heute natürlich noch einmal mehr genau hin, dass es da keinerlei anderen Kontakt gibt. Gertraud liest intensiv. Ja. In den Augen von Maria. Wer so mit den Augen rollen kann. Osterferien. Osterferien. Richtig. Stimmt. Jawohl. So, wir haben ja gesagt, 4 Versuche habt ihr. 3 müssten richtig sein. Wir sind dem Comeback von ABBA schon einen Punkt näher gekommen. So, jetzt mal ein bisschen was Längeres. Geht auch was in Latein? Hier ist der zweite Begriff, das zweite Wort. Ja? Und bitte. Frühlingserwachen. Das ist richtig. Frühlingserwachen. Noch einen, dann erleben wir heute einen internationalen Höhepunkt. Aber Maria, eins möchte ich so gerne noch fragen dürfen. Ja, bitte. Bei Frühling, da sind ja 2 Pünktchen auf dem Ü. Ja. Wie macht man mit den Augen die Pünktchen? Da gibt es keine Pünktchen, das ist UE. Ah. Man muss sich nur zu helfen wissen. Und das dritte und letzte. Ich finde, den ABBA-Auftritt, den müssen wir uns alle verdienen. Ist das gut? Ist das gut? So.
Ich kann euch stundenlang noch zugucken, insofern nehmt euch Zeit. Wir haben Zeit, ja. Bitte. Okay. Das ist toll, wie die das machen. Schau. Schau mir. Da ist Lippenlesen echt langweilig dagegen. Schau mir in die Augen, Kleines. Damals wie heute. Kommt nach unten. Super, super. Ganz toll. Ganz toll, dass wir das noch hören. 30 Jahre gewünscht. Aus Linz. Ja. Super, das ist jetzt ein bisschen tragisch für uns. Ja, herzlichen Glückwunsch an Maria. Und natürlich mussten Sie das noch mal 31 üben. 31 Jahre lang. Aber wenn man es beobachtet, versteht man, wie es geht. Also letztendlich... Aber entschuldigen, sehe ich das richtig, dass Sie zum Beispiel manchmal mit den Augen wirklich in unterschiedliche Richtungen... Sie können schielen, oder? Ja, aber begrenzt. Begrenzt. Aber nicht chameleonartig. Also nicht mit zwei Augen in verschiedene Richtungen schauen. Das geht nicht. Nein. Ja, aber mit so. Ja. Barbara, willst du es mal ausprobieren? Beim Weh. Ja, also ich habe... Nein, nicht mit dem Mund. Nee, ach so, ich habe alles mit dem Mund. Tut mir so Ihr leid. Könnt das ja gerne zu Hause ein bisschen perfektionieren. Vielleicht... gut. Gib mal eine Hausaufgabe. Was sagst du? Ich sage, ich will mich wieder aufs... Sofa. Also, wenn ihr das dann perfektioniert habt, sehen wir euch dann zu Franks 80. wieder. Da freuen wir uns heute schon drauf. Aber euch beiden herzlichen Glückwunsch, Maria und Gertraud. Danke. Schöne Grüße Wette nach Österreich. Gewonnen, Wette gewonnen und viele Grüße in Franks Geburtsstadt. Großen Applaus für Maria und Gertraud. Und Sie dürfen sich freuen, meine Damen und Herren, denn jeder unserer Gäste hat zu den unterschiedlichen Kapiteln von Franks Schaffen heute seine ganz persönlichen Top 5 mitgebracht. Und den Anfang macht Thomas Gottschalk mit seinen Top 5 zu Wetten, dass. ...1981, Stadthalle Hagen. Wettpate, der junge Mike Krüger. Und zwar wette ich, dass... Herr Künstler aus der Schweiz mit seinen vier Kollegen einen 8 Tonnen schweren LKW auf 4 kleine Biergläser stellt, ohne dass die kaputt gehen. Frage top. Die Wette gilt. Leo ab. René ab. Das ist eigentlich die Urwette, wo man die Idee von Wetten, dass schildert. Und das ist die, die einem auch immer einfällt. Und auch mir noch, nach wirklich vielen Jahren, Wetten, dass war die immer die erste, die mir eingefallen ist. Dani ab. Dani stopp. Emil ab. Emil stopp. Da draußen wird gejubelt. Der LKW steht, liebe Zuschauer, auf 4 Biergläsern. Platz 4. 14. Februar 1981, die allererste Sendung. Ein Mann und seine braune Lederjacke. Behalten Sie die Jacke an jetzt beim Aufblasen? Ziehen Sie aus, sonst platzt die Jacke. Ja, ziehen Sie doch mal aus. Ja. Barbara. Wow. Das war der erste von vielen, vielen Aufbläsern, die mir begegnet sind. Von Schlauchbooten über Feuerwehrschläuchen wurde bei mir alles aufgeblasen, was man aufblasen kann. Top, die Wette gilt, Herr Osner. Den Anfang machte eine handelsübliche Wärmflasche. Ja.
Faszination, die Grundidee, blieb immer die gleiche. Irgendjemand hat eine Schnapsidee gehabt und die Nation hat zugeschaut mit dem Gefühl, geht's oder geht's nicht. Die nächste Schnapsidee auf Platz 3. Berlin 1987, Frank Elstners letzte Sendung. Ich wette, dass Thomas Hartmann einen Bumerang so werfen kann, dass er damit einen Apfel auf seinem Kopf trifft. Auf den ersten Blick sah es ja so aus, als wäre das Günter Jauchs Fernsehdebüt. Top, die Wette gilt. Er hat ja 3 Versuche. Ja! Irgendeiner, der gesagt hat, ich werfe den Bumerang und fange dann mit dem Kopf wieder auf. Das ist genau mein Geschmack gewesen. Leider hat der Frank da doch schon einiges abgearbeitet gehabt. Platz 2. In Wien sehen 17 Millionen Menschen eine Wette, die gar nicht abgesprochen war. Schauspieler Karl-Heinz Böhm ruft zu einer Spende für Menschen in Äthiopien auf. Was wäre denn, wenn jeder von uns eine Summe, die er wirklich entbehren kann, nämlich 1 Mark, überweist? An diesem Samstagabend wird die Idee von Menschen für Menschen geboren. Das war in der Tat ein großer Moment bei Wetten, dass? Und hat auch auf mich noch seine Auswirkungen gehabt. Kannst du Erfolgsmeldungen bringen oder ist es immer nur der Tropfen auf den heißen Stein? Das hat mal die Mutter Teresa so wunderbar gesagt. Auf Englisch heißt das Drop in the Sea, also ein Tropfen ins Meer. Und da hat sie mal drauf gesagt, naja, es ist schon ein Tropfen ins Meer, was ich mache. Aber wenn es den Tropfen nicht gäbe, dann gäbe es das Meer nicht. Da hat er einen ganz besonderen Ernst an den Tag gelegt. Und es war auch keine Show. Und auch Frank hat natürlich mir immer die Ernsthaftigkeit von Karl-Heinz Böhm bestätigt, der dann im Grunde sein Leben von diesem Moment an einfach in den Dienst dieser Sache gestellt hat. Im Jahr 2001 besucht Frank Elstner Karl-Heinz Böhm in Äthiopien und unterstützt ihn vor Ort. Bis heute hat die Stiftung Menschen für Menschen über 5 Millionen Äthiopiern geholfen. Und das nur, weil Karl-Heinz Böhm Deutschland eine Wette anbot. Und das ist Platz 1. Ich zeige Ihnen den größten Darsteller, den es jemals bei Wetten, dass gegeben hat. Das ist unser Bagger. Baggerwetten bei Wetten, dass. 39 gab es davon in der Geschichte der Show. Wetten, dass ohne Stahlmonster nicht vorstellbar. Dadurch, dass da immer schweres Gerät reingekommen ist und die Leute eine Faszination an Baggern haben, schon also von Kindesbeinen an, wenn man Baustelle spielt, wurde das immer sehr beachtet. Top, die Wette gilt. Und das war die Premiere. Basel 1983. Millionen Fernsehzuschauer fiebern mit, als ein Bagger ein Feuerzeug anmachen will. Unglaublich. Und ich erinnere mich auch, in einer meiner letzten Sendungen in Mallorca kam wieder ein Bagger reingefahren. Frank Elstner war im Publikum und ich habe ihn noch mal in die Arena gebeten, um quasi ihm die letzte große Baggerehre zu geben. Und ich bin überzeugt, wenn Frank und ich irgendwann unter die Erde kommen, wird es einen Baggerfahrer aus Wetten, dass geben, der sagt, ich übernehme die Sache. Möge der Gott und die Medizin dafür sorgen, dass das auch lange hin ist. Aber die Adresskartei ist natürlich nach wie vor gut gefüllt. Aber es gibt auch Baggerfahrerinnen. Ja, das wäre dir noch lieber. Ja. Die grät dich dann wieder aus. Ich möchte auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, meine Damen und Herren, eine definitiv lebensverlängernde Maßnahme werden Sie heute Abend noch sehen. Und das dürfen Sie nicht verpassen. Die 4 als Aber. Wir haben nur für Sie noch mal als kleine Vorbereitung ein Foto. Oh, oh, oh. Da liegt die Latte hoch. Wir sind jetzt schon gespannt, wer sein wird. Vielleicht auch so. Frank, du wirst es verstehen. Und alle lieben es ja sowieso. Man kann eine solche Sendung für dich nicht machen, ohne einen Bagger ins Studio zu holen. Und da die auch heute noch nicht ganz von alleine fahren, freuen wir uns, dass 2 heute hierher gekommen sind, die sich eine neue Idee extra für heute Abend für Top, die Wette gilt, überlegt haben. Und sie werden uns gleich davon berichten. Ja, und wir werden von ihnen hören, was passiert ist, seit
1986, wo Sie in Basel deine Gäste waren. Herzlich willkommen, hier sind Rudi Wilmen und Horst Kamps aus Nettetal. Der Wendekreis hat sich in den letzten 30 Jahren nicht deutlich verkleinert. Insofern ist es schon mal eine hohe Kunst, den Bagger hier überhaupt ins Studio reinzubringen. Aber Horst betreibt das natürlich mit absoluter Perfektion. Man muss natürlich auf einer bestimmten Position stehen, dass dann auch alles so funktioniert, wie es geplant ist. So, die beiden kommen runter. Ich will nicht zu viel verraten, Frank, aber es hat was mit Bierflaschen zu tun. Hallo. Rudi, herzlich willkommen. Rudi ja. Und Horst. Das so, ist jetzt 30 Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Genau, damals ist der Horst noch vom Bagger runtergesprungen, heute hat er die Stufen genommen. Aber guck mal, was er noch hat. Er hat noch ein Original-Pullover. Original. Original-Pullover. Ich ziehe ihn aber nicht nach. Frank, komm auf meine rechte Seite. Es gibt nur ein kleines Problem mit diesem Pullover. Er ist irgendwann mal zu heiß gewaschen worden. Er passt ihm nicht mehr. Was ist denn aus euch geworden? Was machst du? Ich bin nach wie vor tätig als Bauingenieur. Und, also er ist dem Baugewerbe treu geblieben. Und Rudi? Ich darf noch 9 Monate den Standort des Rhein-Maas-Berufskollegs in Nettetal leiten. Ja. Also ist Lehrer. Und dann gehe ich in Pension. Ja. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habt ihr ja Wetten, das nicht in so gute Erinnerung, weil ihr habt damals knapp verloren. Ja. Für alle, die es nicht mehr im Kopf haben, es ging damals um Elfmeterschießen mit der Baggerschaufel. Ja, ihr seid dagegen Uwe Rahn angetreten, Borussia Mönchengladbach, deutscher Nationalspieler. Und ein Schuss wurde gehalten und das war für euch die Niederlage. Der zweite ging genau in den Winkel, Querlatte auf die Linie. Der Frank Elstner war ja unser Trainingspartner in den Proben. Er hat ja selber erleben können, dass der Bagger wirklich funktioniert und trifft. Ja, ich war auch sehr enttäuscht damals. Ich habe gedacht, die haben Pech gehabt oder der Bagger ist kaputt gegangen. Seid ihr dadurch bei euren Freunden irgendwie unangenehm aufgefallen? Absolut nicht. Nein. Wir haben ernsterweise. Aber was habt ihr euch jetzt ausgedacht für heute? Wir müssen noch mal einen kleinen Schritt zurückfangen. Denn es wird dir aufgefallen sein, dass es ja noch gar keinen Wettpaten gibt. Ja. Ja, und ohne Wettpaten können wir ja diese Wette nicht spielen, weil es muss ja jemand dagegen halten. Alles da? Ja. Du hättest mich auch als Wettpaten nehmen können. Das hätte ich machen können, aber es gibt da einen, der wollte diese Rolle sehr gerne übernehmen, ja, weil ihm Wetten, das immer besonders viel Freude gemacht hat. Aha. Ja, ich bin mir sicher, du kennst ihn, ich bin mir sicher, du magst ihn und ich bin mir noch sicherer, dass du dich an ihn erinnerst, denn er war bei dir zu Gast am 16. April 1983 in Augsburg. So, und jetzt sag mir, von wem ich rede. 1983. Es war drei Tage vor deinem Geburtstag. Dritte Jahr. In Augsburg haben wir in einer Halle gespielt. Da war nebendran so ein Turmhotel. Ja. Und da mussten die Lichter... Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich darf dir so viel verraten. Das Turmhotel hat dabei keine Rolle gespielt. Denn die internationalen Stars haben meistens nicht übernachtet. Frank, es war ein internationaler Star und es ist ihm eine große Freude und Ehre, heute Abend dabei zu sein. Ein Engländer? Nein. Amerikaner? Nein. Franzose? Ja. Da hatte ich nur zwei. Der eine war in Innsbruck, das und war der Belmondo. Andere war in und Augsburg. Der andere, jetzt erzähl du mir nicht, dass jetzt Alain Delon kommt. Hier ist der Wettpate für die Baggerwette, meine Damen und Herren. Hier ist Alain Delon. Nein! Alors, c'est tellement gentil. Je suis très heureux que vous soyez là. I'm honored. Merci beaucoup. I'm honored. Je suis honoré d'être avec toi ce soir. C'est incroyable que tu es venu. C'est ton public à l'heure de l'heure. Bienvenue. Bonsoir. Guten Abend. Rudi, Alain, ich nehme hier mal den Pullover ab. Ja. Oh mein Gott. Das ist... Alors?
Haben die Franzosen auch so eine besondere, liebevolle Beziehung zu Baggern, Mr. Delon? Oui. Ja, ja. Oui, ils en font des peintures à la télé. Ja, das gibt es immer wieder mal. Auch tatsächlich, es gibt auch eine Weltmeisterschaft der Baggerfahrer in Frankreich. Aber so im Fernsehen wie hier, das habe ich noch nie gesehen. Und wenn ich mich richtig erinnere, Alain, hast du damals so viel Freude gehabt bei Wetten, dass, dass du sogar gesagt hast, diese Sendung will ich gern nach Frankreich bringen. Ist das noch in deiner Erinnerung? Natürlich erinnere ich mich daran. Und wir können das machen, wann immer du möchtest. Du kommst zu mir. Ja, okay, das probieren wir. Das wird probieren wir, auf jeden Fall. Da habt ihr euch gemerkt, ja. En France, on a des pelleteuses. Also wir haben natürlich auch solche schönen Bagger in Frankreich. Non, on n'a pas des Frank Elstner. Aber Frank Elstner haben wir nicht in Frankreich. Ah, démerde-toi. Also, sieh zu, dass du zu uns kommst. Aber dafür gibt es Alain Delon und den gibt es nur ein einziges Mal. Und er wird jetzt miterleben, wie unsere beiden Baggerfahrer hier ein kleines Wunder vollbringen wollen. Jetzt kommen wir nämlich zur Wette. Okay. Rudi Willmann und Horst Kamps aus Nettetal wetten, dass sie in 2 Minuten 30 10 von 12 Bierflaschen alleine mit der Schaufel ihres Baggers öffnen. En 2 minutes 30 secondes, 10 bouteilles de 12. Alors, deux fautes sont permis. I believe they can do it. Ich glaube, das können die. Ja? I really believe they can do it. Ja, ich glaube wirklich, das können die. Also, Alain guckt euch an und sagt, ihr könnt es. Also. It's easy, not, without no tradition, it's easy. The way they look. Also so wie die aussehen, so stolz und so gut, so stark, die können das. Ja. Also wir drücken euch auch die Daumen. Also, Alain Delon glaubt an euch. Ihr nehmt bitte alle Vorbereitungen vor. Und wir sprechen jetzt mit Alain Delon darüber, was er tut, wenn er mit seinem Tipp daneben liegt. Also er hat gesagt, Rudi und Horst können es. Wenn sie es nicht schaffen, Mr. Delon, dann haben wir uns etwas für sie ausgedacht. Schauen Sie doch mal das zum Beispiel an. Wo ist Didi Hallervorden? Ich freue mich sehr. Ich freue mich. Ja, das war Didi Hallervorden. Das war Teil einer Saalwette. Die Rolle ist aber besetzt. Aber wir werden Ihnen jetzt zeigen, was wir für Sie vorbereitet haben. Meine Damen und Herren, hier ist Didi Hallervorden. Hey, Franz. Süße Idee. Enchanté de faire votre connaissance. Toll, dass ich Sie kennenlernen. Ja, Didi Hallervorden ist natürlich auch häufig in Frankreich. Deswegen, Moment. Es ist sehr gefährlich, was Sie da gerade sehen. Ich sehe, Didi, heute heißt es für dich Honig auf dem Kopf. Ja. Schicke Friese, die du da hast. Ja, natürlich. Ja. Also, wie früher. Hey, Alter, hast du meine Mark für mich? Lieber Alarm, Dieter Hallervorden hat etwas Besonderes aus Frankreich mitgebracht. Das ist... Pont Vecchia heißt es. Das ist der. C'est un des plus grands fromages. Ja, einer der köstlichsten Käse in Frankreich. Ist ein toller Käse, aber das ist der zweitstinkendste Käse der Welt. Wissenschaftlich belegt. Wissenschaftlich belegt. Bloß zulassen, nicht aufmachen. Ich würde aus diesem Duft kein Frauenparfum machen. Wir hätten gerne auch den stinkendsten Käse der Welt geholt, aber der ist momentan verboten. Insofern haben wir uns für den zweitstinkendsten Käse. Wenn Sie falsch getippt haben, dann müssten Sie hier mal eine intensive Geruchsprobe nehmen und wenn Sie möchten, dürfen Sie auch kosten. Ja? Und bis dahin muss das unter Verschluss bleiben. Ja? Aber dazu brauchen wir für einen Franzosen noch ein Stück Baguette. Das kommt mit Sicherheit, aber so weit sind wir noch nicht. Und wenn ich gewinne, was passiert denn dann? Wenn Sie gewinnen, sind Sie erlöst, dann müssen Sie nichts tun. Musst du ihn essen. Ja, genau. Das wäre dann eine ganz neue Sendung. Ja? Das wäre eine ganz neue Sendung. Das können wir machen. Wenn ich gehe. Okay. Dieter, du bleibst bei uns. Ja, okay. Ja? Wir schauen jetzt, ob Rudi und Horst bereit sind. Der Flieger wartet, oder
Haben Sie noch was vor heute Abend? Nein, ich schaue mir an, wie lange Sie noch Zeit haben. 2:30 sagten Sie. Ja? So, wir gehen ja einmal lang, wir gucken noch mal. Das sind wirklich handelsübliche Bierflaschen, meine Damen und Herren. Nicht, dass Sie denken, hier ist irgendwas gefummelt. Schauen Sie ruhig, die sind also fest verschlossen, so wie es sein soll. Didi, ich esse den Käse auf, ich habe den gern. Ja? Ja, natürlich. Okay. Es ist nicht jedermanns Sache. Alain, darf ich Sie mit hier rüber bitten? Rüber, ja, wir gehen aus dem Schwenkbereich. Wenn Horst und Rudi uns jetzt sagen, dass Sie bereit sind. Rudi, bereit? Ja. Horst ist bereit. Dann sage ich jetzt, top, die Wette gilt. Schließen. So, höher. Wow. Höher, öffnen. Rüber. Stopp. Etwas tiefer. Noch ein bisschen tiefer und schließen. Rüber, etwas tiefer. Weiter kommen. Und jetzt hoch. Ja. Hoch, höher, öffnen, rüber. Wir sind jetzt rüber. Etwas tiefer, stopp, tiefer, etwas öffnen. 1,45. Tiefer. Etwas tiefer noch, etwas schließen. Hoch. Sehr gut. Öffnen. Und rüber. Alain Delon ist sehr daran interessiert, dass es funktioniert. Etwas tiefer. Etwas tiefer. Und jetzt langsam schließen. So. Hoch. Öffnen. Rüber. Stopp, etwas tiefer. Stopp, etwas öffnen. Etwas tiefer. Komm noch ein bisschen ran und jetzt hoch. Sehr gut. Rüber. Das war die sechste Flasche. Rüber. Wir haben noch eine Minute. Stopp, etwas tiefer. Langsam schließen. Oh, das wird... Ja, los, schließen, hoch. Sehr gut. Rüber, ihr müsst Gas geben. Rüber. Stopp, etwas tiefer. Schließen. Hoch, öffnen. 36 Sekunden für zwei Flaschen. Etwas tiefer. Etwas höher und schließen. Jawohl. Noch eine. Wow! Lass mich mal riechen. Horst, komm runter! Für Käseliebhaber genau das Richtige. Jetzt kam ich gar nicht mehr dazu. Ich hatte mich eigentlich vorbereiten wollen für die Käseaktion, aber da hat Alain Delon mich überrascht. So schnell war ich dann doch nicht. Mr. Delon, vielen Dank. Es war eine große Freude mit Ihnen. Ich war zu spät, ich war zu langsam. Nein, Glückwunsch an unsere beiden Sieger. Endlich hat es geklappt. Traumabewältigung bei Top, die Wette gilt. Horst und Rudi aus Nettetal. Eine super Geschichte. Das war eine super Geschichte. Und Alain Delon bleibt natürlich bei uns, Dieter Hallervorden bleibt bei uns und Frank Elstner sowieso. Und euch darf ich herzlich Danke sagen. Viel Spaß noch. Ihr werdet natürlich den Rest der Sendung verfolgen. Großen Applaus für die beiden. So, ich kann mit euch beiden jetzt eigentlich gut gemeinsam auf das nächste Kapitel schauen, das wir jetzt aufschlagen wollen. Denn Paola Felix hat sich für dich noch mal in die Tiefen der deutschen Fernseharchive begeben und hat ihre Top 5, Verstehen Sie Spaß, für dich zusammengetragen, okay. Frank. Verstehen Sie Spaß mit Paola und Kurt Felix. Ja, wenn ich diese Bilder sehe, muss ich sagen, schön war die Zeit.
Und dass diese Sendung heute noch im Programm steht, die ja der Kurt kreiert hat, das freut mich ganz besonders. Seit 1980 ist Verstehen Sie Spaß einer der großen Fernsehklassiker und sorgt für Schadenfreude bei den Zuschauern und verdutzten Gesichtern bei den Reingelegten. Nein, das kann nicht wahr sein. Oh nein, nein, nein. Nein, 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 nein. 2002 hat Frank Elstner die Moderation übernommen. Frank war für Verstehen Sie Spaß genial, die perfekte Besetzung. Nur der Papst wäre besser gewesen, hat der Kurt mal gesagt. Nirgendwo wird heute Abend so gelacht wie bei uns. Und dazu 7 Jahre lang ließ er sich einiges einfallen. Zum Beispiel eine kühle Erfrischung für Stefan Mors. Oder das Horrorschließfach. Und natürlich die tückische Glasscheibe. Aber bitte mit. Platz 5. Das Wasserbett. Ein gemütlicher Bummel am Wochenende durchs Möbelhaus. Das kann zum Verhängnis werden. Jedenfalls, wenn man ein neues Wasserbett sucht. Da hat der Frank so richtig schön zugeschlagen. Ja, und ich muss sagen, nass ist immer lustig. Trotz ihres unfreiwilligen Barts haben auch diese Damen sehr gelacht. Platz 4. Im schicken Sportwagen zum Kundentermin. Hinterm Steuer freut sich der Mitarbeiter, dass er den Wagen vom Chef fahren darf. Der ist heute nur Beifahrer und der Lockvogel. Ah, jetzt kommt ein Hammerfilm. Ha! Das Cabrio wird ausgetauscht und schon nimmt das Unglück seinen Lauf. Kommen Sie schnell. Das ist doch Ihr Cabrio da unten. Moment. Du Heimatland. Der Wagen vom Chef, versunken in einer Pfütze. Wie hat das der Frank wohl gemacht? Man weiß es nicht. Das bleibt sein Geheimnis. Wo ist mein Auto jetzt? Hinter dem Wasser. Bitte? Ja. Trotz, dass das Handbremse angezogen wurde? Ja. Ich hab in der Pfütze. Nicht klar. In dieser Pfütze? Ja. Sie machen Witze. Nein, ich mache keine Witze. Irgendwo in dieser Pfütze muss das Auto doch sein. Wo ist er hin? Den meinen Sie jetzt? Den Mann, der hinein ist. Der war doch keiner. Entschuldigen Sie bitte. Hier sehen wir die Schuhe von ihm. Er ist gerade hineingelaufen. Gehen Sie mal raus. Was für ein Arbeitstag. Ja, verstehen Sie Spaß. Eine Sensation. Platz 3. Das ist ein Klassiker. Immer wieder lustig. Ja, denn diese Drehtür hat keinen Ausgang. Stimmt. Denn was Mike Krüger in München auf einer Fahrt ins Hotel zu sehen bekommt, stinkt ihm gewaltig. Stopp. Das müssen wir mal kurz fotografieren. Sie müssen es im Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf. Das gibt eine richtig fette Klage. Und schon ist die Tube auf. Und wen ruft man jetzt an? Hallo Hase. Richtig, die Ehefrau. Ich bin in München und München ist zu plakatiert mit riesigen Plakaten. Mike Krüger, Erotikland München. Wenn es um Erotik geht, habe ich den richtigen Riecher mit einem riesigen Foto von mir. Ja, ein Geistesgestörter. Wie die Nase des Mannes, so sein Johannes, steht da drüber als Spruch. Wir brauchen ganz schnell eine einstweilige Verfügung, dass diese Plakate hier runterkommen. Und dann natürlich Klage. Und zwar richtig, damit die es auch merken. Schauen Sie, da bist du gelähmt. Ja, klar. Ja. Das ist unfassbar.
Und auch bei der Auflösung ist Mike Krüger noch nicht wirklich gut drauf. Hier steht mein bisher noch Freund Frank Elstner, der jetzt aber nicht mehr mein Freund ist. Schöne Grüße. Super Geschichte, vielen Dank. Eine super Geschichte. Und wir sagen vielen Dank an Paola Felix und heißen Sie herzlich willkommen zusammen mit Karl Dallen. Paola, herzlich willkommen. Trois fois, toujours, à Luxembourg et ensuite. Mein Karl. Hallo. Ihr Lieben, was für eine wunderbare Geschichte. Frank, wie lange hat es gedauert, bis du Mike wieder eingefangen hattest? Also, der Mike hat mich heute noch angerufen und sich furchtbar entschuldigt, dass er heute nicht kommen konnte. Er sitzt selber in einem Studio. Er hat mir in der Zwischenzeit verziehen, aber du hast völlig recht, es war eine der schönsten Geschichten, die wir je gedreht haben. So, bitte, nehmt Platz. Die Bank ist groß genug, hier finden wir alle ein Plätzchen. Lieber Frank, du sollst es vor allen Dingen bequem haben, das ist das Wichtigste. Das waren so wunderbare Filme. Man kann wirklich gerade über diese einfachen Späße wie mit der Drehtür so herrlich lachen. Ich erinnere mich an die 100. Sendung, Verstehen Sie Spaß? Die lief während deiner Zeit, du hast ja fast 10 Jahre Verstehen Sie Spaß auch moderiert. Und der Kurt hat nämlich die Drehtüre damals mit in die Sendung gebracht. Es ist so simpel, einfach, es ist eigentlich ein Klassiker. Und es fällt mir immer ein, wenn ich durch eine Drehtür gehe, auch jetzt heute wieder im Hotel. Ich will mich immer versichern, dass es wirklich da rausgeht. Ich kann nur hoffen, Paola, dass der Kurt uns jetzt sieht und sich freut, von all dem jetzt noch mal zu hören. Denn ich muss dir ganz ehrlich sagen, dein Mann hat mir so viel geholfen und hat mir so viele Tipps gegeben. Wir waren so oft in der Schweiz wandern, als ich gesagt habe, ich übernehme das, kannst du mich weiter beraten. Und er hat so ein Gespür für Gags und für Dinge, die Spaß machen. Ich werde auch nie vergessen, wie er einmal mit einem Damenstrickmuster einen Stadtplan verkauft hat und die Leute sich dieses Strickmuster da angeguckt haben. Nee, ein Schnittplan war das. Ein Schnittplan von Burda-Moden, glaube ich. Genau. Und dann sind die immer diesen Schnitten entlang gegangen und dachten, das ist die Hauptstraße und das ist die Nebenstraße. Und da ist die Tasche. Paola, genial, genial. Glücklicherweise hat er nicht nur ein gutes Gespür für Gags, sondern auch für Frauen. Ja, und du bist ein Charmeur. Nein, aber Frank, was ich sagen will, weil du so gerade jetzt über Kurt gesprochen hast, jeden Applaus, den ich entgegennehmen darf, der gilt auch dem Kurt, das weiß ich. Den teile ich immer mit Kurt. Alando, sind Sie auch mal von der versteckten Kamera erwischt worden? Sind Sie mal reingelegt worden von der versteckten Kamera? Non, jamais. Nein, ich glaube nicht. Möchten Sie gerne mal? Ich denke, es ist ja mal Zeit, oder? Ja, würden Sie gerne mal, also die Sendung gibt es ja in Deutschland immer noch, Guido Kanz präsentiert sie ja mittlerweile erfolgreich. Ja, es sind wirklich ganz ungewöhnliche Situationen normalerweise. Also sehr, sehr witzig, was wir da gesehen haben. Und gerade in eurer Zeit, Paola, da war Karl Dall aus Verstehen Sie Spaß natürlich nicht wegzudenken. Unser Filmvorführer. Ja. Ich habe die Filme vorgeführt, ja. Auch die Leute zum Teil. Schön heute hier. Frank, meinen riesigen Dank, sage ich mal, bevor er nicht fragt, wie wir uns kennengelernt haben. 1979, da waren wir alle total gefrustet. Du auch, Tommy. Da waren wir irgendwie so bei unseren Rundfunksendern nicht mehr so gelitten. Und da hat Tommy gesagt, ich gehe zu RTL, Hörfunk. Und da war er dann und dann habe ich das der Presse auch erzählt, das hast du gelesen und das fandst du so gut, dass du mich auch eingeladen hast. Ja. Dann habe ich 3 Jahre lang Rundfunk gemacht, das waren schon die Vorläufer meiner Talkshows und das habe ich dir so ein bisschen mit zu verdanken. 2 Leute muss ich mich bedanken, Alfred Biolek und du, die meine Fernsehkarriere mit geebnet haben. Ja, der Frank hat das, ja Frank, das muss man ja sagen, Frank, du hast ja nicht nur ein gutes Gespür für gute Ideen für Fernsehshows gehabt, sondern du hast ja auch viele Menschen entdeckt. Er hat sofort erkannt, du bist ein Radiotyp, Karl Dall. Da war das überhaupt nicht. Weil sich das Gesicht dann nicht so verschleißt.
Ja. Also ich komme da nämlich gerade drauf, weil auch noch ein anderer heute hier zu Gast ist, der dir ganz viel zu verdanken hat. Auch der ist in Verstehen Sie Spaß aufgelegen. Simon Perrault, von ihm rede ich. Ist er hier? Ja, der ist hier. Oh. Ja. Der iPad-Magier, Simon. Zeig dich mal, Simon. Ja, da oben sitzt er. Der Simon hat eine ganz erstaunliche Karriere gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon mal habt zaubern sehen. Er ging nach Amerika und hat mit seinem iPad Dinge zustande gebracht. Die Leute sind fasziniert gewesen, hatte Millionen von Kontakten im Internet auf einmal, wird in Las Vegas in der Zwischenzeit engagiert. Und Günther Jauch nickt so kräftig, er kennt ihn ganz bestimmt. Habt ihr ihn schon mal in der Sendung gehabt? Das sind unglaubliche Sachen. Also man sieht irgendwie einen Schluck Bier auf dem iPad und dann fließt wirklich das Bier da unten raus. Und dann kann man so einen kleinen Zapfhahn dran machen, so unfassbar. Also Simon Perrault, demnächst bestimmt auch wieder irgendwo auf der Bühne. Ich wollte euch aber fragen, man lebt ja als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, eigentlich ein bisschen immer mit dem Gedanken, versteckte Kamera, irgendwo kann es einen immer erwischen. Günther, hat es dich denn schon mal erwischt? Mich hat es auch erwischt. Da war ich bei der am AZ-Telefon, Abendzeitung München, eingeladen. Und da wird man dann bestürmt normalerweise telefonisch und ausgefragt. Und ich sitze da wie ein Idiot und keine Sau ruft an. Dann fängt man an zu grübeln. Ich habe in letzter Zeit zu viel gemacht. Oder ich bin schon wieder auf dem absteigenden Ast und hin und her. Und dann stellte sich, dann rief er noch an, beschimpfte mich irgendwie am Telefon. Das habe ich aber an der Stimme sofort erkannt, dass da was nicht stimmte. Meine Stimme haben wir verfremdet da, aber trotzdem hast du das. Er sagt, Jauch hat das was mit Gülle zu tun. Ja, so in die Richtung ging das. Das war für mich aber insofern auch eine besondere Sendung, als ich dann natürlich live da auftreten sollte. Und an diesem Tag wurde aber unser erstes Kind geboren. Stimmt. Da habe ich gesagt, beim besten Willen. Ja. Und dann stand Paola und Kurt Felix und haben gesagt, der Günther ist also jetzt gerade Vater geworden. Und dann haben einen so riesigen Bären. Und den haben wir bis heute. Er heißt Paola. Nein. Und immer wenn es irgendwann mal einem Kind schlecht ging, wurde Paola mit dazugelegt. Bis heute. Das habe ich bis heute nicht gewusst. Schick mal ein Foto von Paola. Ja, gerne. Aber man weiß natürlich auch, wenn man vor der Kamera steht, irgendwann erwischt es einen mal, selbst wenn man die größten Vorkehrungen trifft. Und so ist es dir dann auch ergangen. Da hattest du selber noch gar nicht so viel beruflich mit der versteckten Kamera zu tun. Aber Kurt Felix hat natürlich nichts unversucht gelassen. Ja, und da wurde wirklich ein Masterplan ausgeheckt. Genau. Das Schlimme ist, ich muss euch das wirklich sagen, ich habe mit jedem gewettet, mich legt man nicht rein. Ich kenne die Mechanismen, ich weiß, wie man nicht reingelegt wird. Und heute muss ich sagen, jeder kann reingelegt werden. Ich wette, jeder kann reingelegt werden und der kann aufpassen, wie er will. Er ist als Nächster dran und einer der Nächsten ist Alain Delon. Da wirst du dir persönlich noch was einfallen lassen, oder? Da wird Frank noch mal aktiv. Also, ja, das ist okay. Wir werden das gespannt verfolgen. Also, Paola, sag uns, was ihr euch damals überlegt habt. Ja, also der Kurt wollte sich einfach... Du hast zu denen gehört, die gesagt haben, mich erwischt ihr nie. Zu denen hast du gehört. Und dann hat das natürlich den Kurt erst recht kribbelig gemacht. Und der hat sich überlegt, wie schleiche ich in die Live-Sendung Wetten, dass und lege Frank Elsner rein. Mhm. Und der hat sich verbündet und hat eine Wette so konzipiert, es war eine richtige Wette, aber so, dass er dann mit rein kann, wenn die Wette gewonnen wird. Ja, das Schlimme war, Paola, das Schlimme war, er hat sich völlig normal unter einem falschen Namen beworben bei uns und wir hatten eine harte Prüfung immer, welche Wette nimmt man? Du weißt das, Thomas, noch genau. Man hat nicht jede Wette angenommen und diese Wette ist durch die Prüfung durchgerutscht und plötzlich hatte ich eine Wette in der Sendung, wo ich dachte, es kann nicht wahr sein. Aber wir wollen vielleicht nicht länger jetzt davon erzählen, sondern wir wollen es uns ja angucken. Ja, okay. Ja? Und wenn wir Karl Dahl hier haben, damals Filmvorführer, wir haben eine Filmvorführmaschine hier, lieber Karl. Klar. Ja, wollen wir? Alles klar, danke. Moment, Stufe. Ja, Moment.
Vielen Dank. Können Sie behalten, den. Ja, ja. Ja. Das ist ja quasi betreutes Filmvorführen hier, ja. Was wir hier gerade machen. So, alles gut? Oh, guten Abend, Herr Blüm. Wie geht's Ihnen? Ja. Ihre Gattin. Ihre Karl. Das ist die Richtige. Derzeit, Karl. Also, ja. Hörst du mich? Ja, Paola, Paola muss das Kommando geben. Hm? Karl, Film ab. Richtig. Film läuft. Hm? Hier wird gerade die eigentlich unmögliche Mission Wir legen Frank Elstner reingeboren. Unter falschem Namen reicht Kurt Felix offiziell bei Wetten, dass eine Hubschrauberwette ein. Und Frank Elstner beißt an. Fleißig wird im Vorfeld trainiert. Damit am Showabend alles klappt. Wetten, dass mich Frank Elstner jetzt nicht mehr erkennt. Wettpate war Boris Becker, damals süße 18. Ich wette, dass Bernd van Donnick mit einem Hubschrauber eine Flasche entkorkt und Wein in 4 Gläser einschenken kann. Man hat mir gesagt, das sei sowas wie eine fliegerische Sensation, wenn's klappt. Also hieß es für Kurt Felix und den Piloten, top, die Wette gilt. Die Sensation gelingt. Ein Grund zum Feiern. Am besten mit einem ordentlichen Schluck. Was Frank Elstner nicht weiß, in der Flasche ist Essig. Anstoßen tue ich mit Ihnen jetzt auf jeden Fall, und zwar auf Ihren Sieg. Deswegen werde ich jetzt mal meine Regel durchbrechen. Ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol vor oder während einer Sendung getrunken, aber jetzt ist es ja dann langsam egal, ne? So. Das war's. Oh. Ja. Und erst nach diesem Schlückchen erkennt Frank Elstner, wer gerade mit ihm angestoßen hat. Ich habe eine der wichtigsten Wetten der letzten 5 Jahre für mich persönlich verloren. Ich habe einmal mit meiner gesamten Familie gewettet, der Felix legt mich nie rein. Jetzt kommt er hier an, schön verkleidet, ja, sieht gut aus wie selten. Kurz, Sie sollten immer so auftreten. Ja, ja. Und ja. Gibt mir puren Essig zu trinken. Also man braucht nur den richtigen Plan, dann kriegt man jeden. Wie ist es euch denn gelungen, diese wirklich strengen Kontrollen zu umgehen? Die waren sehr streng. Also hinter der Wette, der Kurt ist nie in Erscheinung getreten. Das war unser Freund, der Art Fuhrer, der ist im Wallis, der kannte diesen Piloten, einen exzellenten Piloten. Und die haben da oben das geübt. Und es ist von Wetten, dass wirklich eine Delegation ins Wallis gereist und hat sich vergewissert, dass die Wette gewonnen werden könnte. Also das war nicht einfach so eine leichte Sinn. Entschuldige, das war deine große Angst, ne? Als Kurt Felix dann da auftauchte, dass du sagst, die Menschen könnten daran zweifeln, dass alles echt ist bei Wetten. Ja, ich hatte Angst, dass die Glaubwürdigkeit von Wetten, dass verloren geht. Der Thomas hatte ja auch mal so einen Moment, als die Buntstiftlutscher kamen. Ja, aber das war keine versteckte Kamera. Ja, aber in solchen Momenten hast du natürlich Angst, dass der Inhalt der Sendung nicht mehr ganz ernst genommen wird. Ich hatte Todesangst damals. Wobei, du hast wahrscheinlich viele Momente erlebt, wo du dachtest, es ist versteckte Kamera. Ja, ja, klar, ich bin ja auch nicht so genau wie Frank, also der Frank leidet an sowas. Ich dachte, Hauptsache lustig. Ja, oft denkt man, es ist versteckte Kamera und das ist nur goldene Kamera. Ja, genau, und das ist gar nicht so. Unter dem Motto Wetten, dass man Spaß versteht, ja, oder? Ja, das ist wohl genau. Ja. Ja. Frank. Also wenn die Wette nicht gewonnen... Das wäre ja noch die zweite Frage gewesen. Was wäre dann gewesen? Dann würde man bis heute nichts wissen davon. Ja, dann wäre das nie aufgelöst geworden. Wäre also, nie rausgelöst. Also wie schön, dass ihr gewonnen habt. Ja, genau. Sonst hätten wir diesen wunderbaren Film hier nicht zeigen können. Und wir wollen gleich noch einen wunderbaren Film zeigen. Karl Dall hat ihn ja eben schon begrüßt. Norbert Blüm ist mit seiner Frau Marita heute Abend hier bei uns zu Gast. Es ist ja auch ein Meilenstein in der Geschichte von Verstehen Sie Spaß. Aber, Frank, vorher möchten wir uns bei Alain Delon bedanken. Das hat ja Geschichte bei Wetten, dass. Und auch wenn diese Sendung heute Top, die Wette gilt, heißt, die internationalen Stars sind im Grunde nie bis zum Ende der Show geblieben. Und da gab es einen, der hat den Anfang gemacht. Erzähl mal ganz kurz die Geschichte, weil ich weiß, du hast nie gesagt, um wen es da ging. Es war mal ein großer internationaler Filmstar, der mir durch seinen Manager mitteilen ließ, 20 Minuten vor Beginn der Sendung,
dass er nur 5 Minuten auftreten kann und dann sofort wieder weg muss. Und dann habe ich zu ihm gesagt, zu dem Manager, das ist nett, dass Sie mir das jetzt sagen, aber Sie brauchen gar nicht so lange warten, Sie können gleich fahren. Und dann ging der... Wo war das? Das war in Kiel. Und der hatte ein Privatflugzeug, in der Nähe von Kiel gibt es einen kleineren Flughafen, und wollte da kommen, Hallo sagen und wieder abdampfen. Und ich dachte an unser Publikum, kannst du nicht jemanden holen, die gleich wieder loswerden. Und als der Manager merkte, ich meine das ernst, ging der zurück zu seinem Hollywood-Star und hat gesagt, ja, wir brauchen gar nicht mehr auftreten. Und 8 Minuten kam er und sagte, ist überhaupt kein Problem, wir bleiben gerne eine Stunde. Nein, ist das toll. Ja, man muss manchmal ein bisschen härter sein. Ja. Und ich erinnere mich schon an Wetten, dass Sendung, wo man dann ganz zum Schluss noch mit Dieter Thomas Heck und ich weiß nicht, irgendwie... Iris Berben wahrscheinlich, weil die war sehr oft da. Im Zweifel Iris Berben, das ist ja noch, saß man da dann so und alle anderen, Hugh Grant war weg, Leonardo DiCaprio war weg, alle aber waren ich schon bin zu Hause. Aber ich bin immer bis zum Schluss geblieben. Ja, aber das haben wir angerechnet. Die waren schon zu Hause. Aber kannst du dich noch erinnern, Thomas, in Mallorca mit Naomi Campbell, als sie da nicht immer die ganze Zeit zu spät gekommen ist, und hast du dich auch bei ihr verabschiedet, live, und hast gesagt, ja... Geh nach Hause. Genau. Bleib doch zu Hause. Also bei mir gab es immerhin ein Happy End. Möchtest er ist geblieben und er hat einen riesen Applaus gekriegt. Und ich weiß, dass der Alain auch ein bisschen früher weg muss. Und eigentlich finde ich es ganz toll, dass er so lange geblieben ist. Und jetzt verrate ich euch auch, wer es war. Sag, wer war es? Sein Vorname fängt mit R an und sein Familienname mit G. Ryan Gosling. Nee. Richard Gere. Oh, Richard Gere. Ja, und das Schöne an Richard Gere ist, jetzt kommt das Happy End. Als ich ihm hinterher sagte, was war das eigentlich für ein Theater, sagte er, ich habe den Manager schon gefeuert. Ja. So ist es. Also haben wir das aufgeklärt. Wir sagen, du sagst, herzlichen Dank an Alain Delon, dass er heute Abend hier nach Berlin gekommen ist, dir die Ehre erwiesen hat und heute Abend hier mit uns in dieser Sendung war. Meine Damen und Herren, alles Gute. Es war eine große Freude. Ein ganz großer des internationalen Kinos. Alain, je t'accompagne. Dankeschön. Merci beaucoup. Bonsoir. Alain Delon. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, dass Frank jetzt vielleicht nicht wieder zurückkommt. Ja? Oh, ein Glück. Meine Sorge war unbegründet. Ich hatte Sorge, dass du vielleicht nicht zurückkommst, dass wir ohne dich weiterfeiern müssen. Aber das müssen wir zum Glück nicht. Und du möchtest dir natürlich auch das nicht entgehen lassen, was jetzt kommt. Karl hat schon den nächsten Film eingelegt. Es ist wirklich ein Höhepunkt. Ja, Norbert Blüm mit seiner Frau Marita, die der Lockvogel war. Darf ich einen Satz dazu sagen? Unbedingt, auch zwei. Marita, ich bedanke mich heute ganz besonders. Du warst mit mir unter einer Decke. Ne? Und du hast mir versprochen, wir kriegen diese Geschichte hin. Mhm. Und jetzt kann ich Ihnen nur sagen, amüsieren Sie sich an unserem ehemaligen Bundesarbeitsminister. Die Ehe hat sie aufs Spiel gesetzt. Karl, film ab! Der Film läuft! 1995 macht Bundesarbeitsminister Norbert Blüm mit seiner Frau Urlaub in Finnland. Was er nicht weiß, sie ist Frank Elstners Lockvogel. Im ganzen Wagen hat sie heimlich Sekt und Schnaps versteckt. Der Minister wird unfreiwillig zum Alkoholschmuggler. Bei der Ankunft hält sie der Zoll auf. Natürlich alles Schauspieler. Sind Sie Deutsch? Ja. Bitte, wem gehört die Tasche da? Die gehört mir. Ich möchte das sehen. Bitte, können Sie aussteigen, bitte? Okay. Ja, Sie auch, bitte. Kommen Sie her. Norbert Blüm wähnt sich in Sicherheit. Er weiß ja nichts vom Prickelwasser im Auto. Bitte. Bitte schön. Pause, bitte. Okay.
Und Marita Blüm redet sich raus. Ich wollte mit dir eine Party feiern. Tja, nur dumm, dass es damals noch Einfuhrbeschränkungen gab. Und bei diesen Mengen versteht der Zoll eben keinen Spaß. Haben Sie noch mehr? Was ist das? Das ist eine Teekanne. Was ist da drin? Das ist kein Tee-Nauwert. Himmel, das ist Schnaps für uns. Das ist da überhaupt. Habe ich nicht gewusst. Er hat es nicht gewusst. Da muss man ihn sagen. Ja, ne, ich würde nie, so gerade als Arbeitsminister, darfst du sowas nicht leisten. Aber das war ja nicht abzusehen. Es gibt ja eine Möglichkeit. Sie könnten das durch Sozialdienst machen. Wenn Sie die beide das machen, das dauert nur 2 Stunden. Das ist doch spitze. Irgendwie sind sie doch nett. Findest du nicht? Im Land der tausend Seen kann man schnell baden gehen. April, April. Eine wirklich unglaubliche Geschichte. Frau Blüm, guten Abend. Ja. Und das Schlimmste war ja, da war eine Frage, da hat er gesagt, Strafe, 3 Tage Gefängnis. Mhm. Leider kann ich Sie nicht mitnehmen. Sie haben einen Diplomatenpass. Ich nehme Ihre Frau mit. Und da habe ich Gott sei Dank Glück gehabt und habe gesagt, entweder gehen wir beide oder niemand. Mhm. Stell Sie mal vor, ich hätte gesagt, Marita, hau mal 3 Tage. Ich hole dich in 3 Tagen wieder ab. Ich hätte mich ja blamiert für den Rest des Lebens. Aber Gott sei Dank habe ich gesagt, beide oder niemand. Ja, sehr gut haben Sie das gemacht. Sagen Sie, wie schwer ist Ihnen das gefallen, Ihren Mann da so an der Nase rumzuführen? Leicht ist mir das gefallen. Ach, das ist ja gut zu wissen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Da ist ja auch einiges an Vorbereitung notwendig. Ja, ich war sehr aufgeregt, weil das Schiff legte um 5:30 morgens in Helsinki an. Und dann ging es ja gleich los. Dann war die Ausfahrt. Und ich musste da auf die Brücke, musste ja noch verkabelt werden. Ich dachte, wir gehen da jetzt, bleib jetzt im Auto. Und ich sage, ich verteile schnell noch Trinkgelder. Ich war so aufgeregt, dass das irgendwie, glaube ich, war froh, als wir endlich raus waren. Ja, Entschuldigung mal, ich war auch so dumm. Ich musste ja abgelenkt werden von dem Auto. Ja. Da kam der Kapitän und hat gesagt, ich zeige Ihnen mal meine Radaranlage. Ich denke, ist der wie nett, wie freundlich. Ich dachte, der hat die ganze Überfahrzeit gehabt, Radar. Warum muss ich jetzt mit hochgehen? Das sind die ersten Wagen schon runtergefahren. Aber haben Sie an keiner Sekunde irgendwie ein Gefühl gehabt, da stimmt irgendwas nicht? Ich meine, da hinzugehen und den Polizeiwagen da zu waschen. Nein, da war doch eine geschickte Einlage. Wir hatten 2-3 Jahre vorher mein Problem mit der Polizei, weil wir zu schnell gefahren sind. Und das ist ja in Finnland. Sie oder er? Nein, ich. Er ist gerade gefahren. Und das hat sich, ist ja in Finnland richtig teuer. Das habe ich dem Frank erzählt. Das stand dann im Drehbuch. Dieser der Zollbeamte sagte dann irgendwann so zwischendurch so nebenbei, sagte der, ja, achten Sie unsere Gesetze nicht. Und das waren alles so Dinge, die das für ihn natürlich. Ja. Das glaubwürdig gemacht. Der ist zu dem Polizeiwagen gekommen und kommt zurück und sagt, Sie achten wohl unsere Gesetze nicht. Ich sage, wieso? Ja, Sie haben die Geschwindigkeit überdreht. Das hört sich ja an, als hätte er gerade vom Polizeifunk erfahren, dass ich ein Verbrecher bin. Also, ein großer Spaß. Herzlichen Dank für den Besuch. Einen schönen Abend heute noch mit uns. Ich sehe viele Menschen, die Frank auf seinem Weg begleitet haben. Ich sehe Caroline Reiber, die Frank auch viel zu verdanken hat. Er hat Teleass für Sie erfunden und Sie haben das natürlich mit großem Erfolg und lange gemacht. Und es ist sicher sehr besonders, heute diesem Abend beizuwohnen. Also erstmal die Montagsmaler, das war ja schon Hofbräuhausmalen. Da kommen wir noch zu. Dann Teleass, dann natürlich all die anderen Sendungen und wunderbar immer Menschen der Woche. Ja. Also, wir haben heute Abend noch so viel vor und freuen uns natürlich mit Ihnen gemeinsam drauf, wünschen viel Spaß. Aber jetzt, Kai, meine darf ich ein Kompliment machen an dieser wunderbare Caroline. Wir haben mal eine Sendung produziert, Teleass, du hast es gerade eben gesagt. Da dauerte der Abend viel länger als der heute Abend hier und der wird schon ziemlich lange sein, weil wir ein fürchterliches Gewitter hatten.
Und ich als Produzent dieser Sendung bin verrückt geworden, weil ich dachte, so lange kann man ein Publikum nicht im Studio behalten. Und wer blieb freundlich, lächelnd, gut gelaunt, bis nachts um eins? Meine Caroline. Und was Frank machte, ich glaube, mit der Genehmigung von Wolfgang Penck, du hast allen Zuschauern dann noch die Taxiheimfahrt bezahlt. Ja, das stimmt leider. Oha, wir machen mal schnell weiter, meine Damen und Herren. Wie viele Leute waren da damals im Publikum? So viel wie heute Abend. Okay. Ja, hier fährt ja zum Glück die Bahn aus Berlin-Adlershof. Und der Flughafen ist ja auch nicht weit. Ja, also, wir wollen uns jetzt einem neuen Kapitel widmen. Und wir haben natürlich wahnsinnig viel recherchiert jetzt im Vorfeld dieser Sendung. Und dabei ist uns ein ganz interessanter Fakt der Fernsehgeschichte aufgefallen. Es gab niemanden, der in Frank Elstners Sendung Das unglaubliche Quiz der Tiere öfter zu Gast war als Barbara Schöneberger. Wir wissen noch nicht warum, aber wir werden es erfahren. Und freuen Sie sich, meine Damen und Herren, denn Barbara Schöneberger konnte natürlich aus eigenen Erlebnissen berichten, als sie ihre Top 5 Tiersendungen zusammengetragen hat. Tiere sind die große Liebe von Frank Elstner. Ach süß. So wie in der großen Show der Naturwunder mit Ranga Yogeshwar. In der Sendung Elstners Reisen ist Frank Elstner die Rettung bedrohter Tierarten wichtig. Und er kuschelt sogar mit Orang-Utans. Hallo. Es ist okay. Oh, wie süß. Dabei erlebt er auch brenzlige Situationen. In Sri Lanka verschafft sich ein Elefant Platz, mitten durch Frank Elstners Autokonvoi. Wenn ihr nicht dabei wärt, würde ich jetzt höchstwahrscheinlich in die Hose scheißen. Hat er das gesagt? Höchstwahrscheinlich in die Hose scheißen. Also, Herr Elstner. In der Sendung Das unglaubliche Quiz der Tiere hat Frank Elstner so einiges mitgemacht. Er gähnt schnell nach Hause. Ja, ja, dafür übernimmt natürlich keiner vorher die Verantwortung, dass nicht auch mal einer zubeißt. Von 2007 bis 2011 musste man in dieser Sendung eben auf alles gefasst sein. Die eigentlichen Stars waren aber immer die Tiere. Und da gab es gefährliche und nicht ganz so gefährliche. Ein gern gesehener Gast in der Show war Barbara Schöneberger. Hier kommen ihre Lieblingsmomente aus dem unglaublichen Quiz der Tiere. Platz 5. Ein Schwergewicht erleichtert sich. Als das Flusspferd Jedi zu Gast war, hatte es, na sagen wir mal, ein dringendes Bedürfnis. Ich glaube, es gibt keine Sendung, in der ich jemals war, wo Tiere drin vorkamen, wo nicht ausgiebigst geschissen, gekackt und gepinkelt wurde. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, wir haben 3 Stunden lang das Studio gelüftet. Tja, wo viel reingeht, da kommt eben auch viel raus. Platz 4. Immer wieder versuchten Prominente, Tierstimmen zu imitieren. Das war die zufriedene Kuh. Das war die zufriedene Kuh. Mensch, da guck mal her. Ja, Peter Klöppel ist natürlich nicht zu Unrecht ganz oben bei RTL. Ich meine, das sind Einstellungskriterien gewesen, wo man damals gesagt hat, Nachrichten ist okay. Aber was sind deine Zusatzqualifikationen? Auf Platz 3. Die Tierbabys beim unglaublichen Quiz der Tiere. Also wenn Tierbabys zu sehen sind, die dann auch noch aus einer Milchflasche trinken, das ist natürlich, ich meine, da gehen die Quoten so hoch. Vielleicht. Auf jeden Fall ging es mit Barbara Schönebergers Muttergefühlen durch, als sie 2008 zu Gast war. Mir schießt gleich die Milch ein. Ach herrje, aber vor Barbara Schönebergers Krallen war auch kein Tierbaby sicher. Das bin ich ja auch. War ich in jeder Sendung? Oh Gott, ja. Und die Tierbabys waren aber auch alle so süß. Platz 2. Ich bin so froh, hier kommt mein Streichelzoo. Lustig, aber auch gemein. In jeder Sendung mussten die Promis Tiere mit verbundenen Augen erfühlen. Vor allem für die Damen nicht ganz einfach. Nein, ist nicht eklig. Dreh die Hand doch einfach mal um. Also was da im Kopf abgeht, das finde ich mit Abstand die anspruchsvollste Game-Show-Situation. Aber ich mache es natürlich trotzdem immer wieder gerne, weil ich grusel mich ja auch so wahnsinnig gerne. Also, ihr müsst
Und auch Verona Poth quiekt wie ein... Ein Hase? Nein. Und Günther Jauch hatte wohl nicht ganz verstanden, dass er Tiere erfühlen soll. Ein Wiener Würstchen. Günther Jauch kennt dieses Tier, denn er hat für dieses Tier einmal eine Patenschaft übernommen. Ach, na also, was ist es? Irgend so eine Gurke, ne? Nicht irgend so eine Gurke, sondern die... Seegurke. Die Seegurke. Ja, richtig, ja. Das ist meine Gurke? Nein. Auf Platz 1. Dauergast und eigentlich das gefährlichste Tier aller Sendungen. Schnappt der? Nein. Manchmal. Oh. Nein. Nein. Das ist gut. Frank Elstner traf es aber noch viel härter, denn sein Co-Moderator hatte wohl was gegen ihn. Also, ich lade Sie herzlich ein beim unglaublichen Glücksspiel. Der kriegt den ganzen Kopf von Frank Elstner in seinen Schnabel. Aber das konnte Tierliebhaber Frank Elstner dem frechen Pelikan bestimmt verzeihen. Bei Tieren und kleinen Kindern weiß man nie, was einen im Fernsehstudio insbesondere erwartet. Es ist einfach unberechenbar. Ja, da hast du völlig recht. Aber so ein Pelikan ist verhältnismäßig harmlos. Der hat nur vorne am Schnabel hat der so eine Biegung mit einem Zacken dran. Ah. Und wenn du den erwischst, da hast du natürlich Pech gehabt. Aber glücklicherweise war er schnell wieder versöhnt. Dieter, hast du auch schon so schwierige Erfahrungen mit Tieren sammeln müssen? Glücklicherweise nicht. Aber was ich loswerden möchte, weißt du, Frank, erst dann so viele Ideen, so viel Verstand, so viel Humor, so viele herrliche Sendungen und bei all diesem Erfolg ein so absolut herrlicher Mensch geblieben, eine Seele von Mensch, das ist vielleicht ein kleiner Kniefall schuld. Oh, nein, nein. Vielen, vielen Dank. Auch die Interviews, die ich mit dir geführt habe, super. Vielen, vielen Dank. Eine ganz besondere Geste natürlich, Respekt von einem Kollegen, das ist das, was im Grunde am schwersten zu erlangen ist. Ne? Und ich habe solchen Respekt vor ihm und seiner Theaterleistung. Ich finde es so toll, dass man in den heutigen Zeiten noch ein Theater führt, wo es so schwierig zu finanzieren ist, wo du jedes Mal ausverkauft haben musst, wo du wenig staatliche Unterstützung kriegst. Und dann trotzdem zu sagen, ich arbeite und stopfe mein gesamtes Geld, was übrig bleibt, in junge Schauspieler, das ist eine hohe Leistung. Dankeschön. Barbara, du warst da so oft beim unglaublichen Quiz der Tiere. War es einfach die Jugend und du brauchtest das Geld oder war es tatsächlich Leidenschaft? Geld habe ich gar nicht genommen. Ich wollte nur kleine Tiere sehen tatsächlich. Ich erinnere mich, ich habe letztens einmal, hat mir glaube ich das Hamburger Abendblatt oder so, das war vor 10 Jahren oder 15 Jahren, haben mich gefragt, was willst du mal machen? Wenn du dir einen Tag lang aussuchen darfst, was du machen willst. Dann habe ich gesagt, ich möchte in irgendein Tierheim oder irgendwo und Hundewelpen auf dem Arm haben. Dann habe ich einen ganzen Nachmittag Hundewelpen auf dem Arm gehabt. Das war natürlich ganz, ganz, ganz toll. Und damals war es für mich auch eine einfache und billige Möglichkeit, an junge Tiere ranzukommen. Mhm. Ja. Aber ihr hattet noch eine Möglichkeit. Ihr hattet nämlich die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Die Sendung war ja gedacht für die Deutsche Fernsehlotterie. Mhm. Und ihr habt da zu ordentlichen Preisen gearbeitet, nämlich so gut wie umsonst, damit möglichst viel Geld in die Fernsehlotterie kommt. Mhm. Und ich habe zur Fernsehlotterie eine ganz eigene Beziehung. Ja. Als ich ein junger Diskjockey bei Radio Luxemburg war mit 22 Jahren, habe ich den Vater und Erfinder der Fernsehlotterie, Jochen Richard, kennengelernt. Und damals gab es noch so diesen berühmten Spruch, mit 5 Mark sind Sie dabei. Und dann habe ich zu dem gesagt, wollen wir nicht ein bisschen Werbung machen für Sie? Ich sage über Radio Luxemburg immer, dass man mit 5 Mark dabei ist. Und Sie machen ein bisschen Werbung, wie toll der Sender Radio Luxemburg ist. Dann hat er gesagt, ja, wenn du das machst, dann darfst du die erste Sendung moderieren. Und so habe ich meinen ersten Job gekriegt. Praktisch veranlagt. Ja, Christian Kipper, der Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie, ist ja heute auch bei uns. Der ist hier zu Gast. Wird sich sicherlich auch über das freuen, was er heute Abend so hört. Und natürlich auch, dass du so gute Erinnerungen dran hast. Und weil er gerade seine Zeit anspricht als 22-jähriger Diskjockey bei Radio Luxemburg. Viele glauben ja immer, der Thomas wäre für die Extravaganz im deutschen Fernsehen vor allen Dingen optisch zuständig.
Aber Frank hat es auch ganz schön krachen lassen. Warst du mal in der Bravo? Wahrscheinlich einige Male. Ja, ja, ich war ab und zu in der Bravo, aber ja. Frank war ja vor mir, er war ja mein Star. Ja, und war mal ein Star? Na, er war mein Star. Ach so, ich habe verstanden, er war mal ein Star. Nee, ich habe jetzt eine Bitte an die anwesenden Damen hier auf dem Sofa. Augen zuhalten. Guckt mal weg. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein. Es, ja, es gab da eine Fotostory über Frank Elstner in der Bravo gab es. Ja, ich sage nur, ich habe sofort wissen, an wer euch Tom diese Bilder Jones gedacht, hat. Meine Damen und Herren. Schauen Sie sich dieses Bild an. Nein! Oh, das wäre heute ein Riesenproblem. Das sieht auch nach Felldecke. Super. Was haben Sie dir denn versprochen, für, dass du dieses Bild machen lässt? Du, ich war damals Bravo-Disc-Jockey und die brauchten irgendein paar Bilder. Ich weiß nur, ich glaub, dass ich im Anschluss an dieses Bild bekam ich sehr viele Liebesbriefe von Männern. Oh! Das ist nachvollziehbar. Ja, bis zum Ende des Satzes habe ich noch gedacht, na ja, aber... Ja? Nein, aber das war natürlich unglaubliche Geschichte. Aus heutiger Sicht, würdest du es noch mal machen? Nein. Nein, auf keinen Fall. Nein. Ich würde mich schon gar nicht auf den Fell legen. Auf keinen Fall. Also, liebe Barbara, du hast uns wunderbare Ausschnitte mitgebracht. Das waren für dich natürlich immer besondere Sendungen. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Sendung, die sicherlich neben Wetten, dass zu denen gehört hat, die dir am allermeisten Spaß gemacht haben, weil ich weiß, lieber Frank, wie gerne du spielst. Ich spreche von den Montagsmalern. Ja, das ist ja der Hammer gewesen. Die Montags. Die habe ich 72 Mal gemacht und furchtbar gerne gemacht. Und als ich sie übernommen habe, hieß die Sendung Punkt, Punkt, Komma, Strich. Das fand ich einen doofen Titel. Ja. Und dann habe ich gesagt, wir nennen das Montagsmaler. Und jetzt kommt das Geheimnis von den Montagsmalern. Ab dem zweiten Jahr liefen die Dienstag. Genau. Damit hatte wiederum Thomas Gottschalk zu tun, der deinen Sendeplatz am Montag mit seiner Sendung Telespiele übernahm. Also saß ich dir schon immer im Nacken, also, weil Didi das vorher gesagt hat. Ich bin ja nun nicht für Demut und große Bescheidenheit bekannt. Aber Frank, ich muss dir das an dieser Stelle auch sagen. Wenn du nicht irgendwann gesagt hättest, ich bin durch mit Wetten, dass und auf die Schnapsidee gekommen wärst, mir das zu übergeben, wäre mein Leben völlig anders verlaufen. Das ist ein Glücksfall gewesen. Aber dass du, der ja gesehen hat, was noch in dieser Sendung drin war, der meine Karriere verfolgt hat, mir immer wieder auch Komplimente gemacht hast. Du warst ja nicht ein Hauch von Neid oder von, dass man sagen könnte, ach, ich hätte das Ding noch weitermachen sollen. Ich habe immer gesagt, der muss doch sehen, Menschenskinder, ich habe da zu früh mit etwas Schluss gemacht. Du warst immer so fair und du hast völlig recht. Es gibt, und man neigt dazu, in solchen Fernsehen nur Nettigkeiten zu verbreiten, es gibt keinen feineren und netteren Kollegen im deutschen Fernsehen als dich. Ja. Also jetzt, da muss der Günther durch. Danke dir. Danke. Danke. Und das mein Problem ist. Möchtest du jetzt auch noch eine Liebeserklärung loswerden, ja, Günther? Aber ich meine, wenn wir untereinander, wenn wir Fernsehen schauen oder sonst was, hast du den Idioten gesehen, hat schon den Anfang vergeigt. Und dann so, guck mal, wie die dann reingekommen ist, das kannst du doch gar nicht machen. Also so geht es unter Kollegen natürlich schon. Und von Frank Elstner. Also nicht überall. Naja. Wir über dich aber schon. Und also in Bayern sagt man so nett, Leid ausrichten, ja, wenn man dann irgendwie sich so ein bisschen auch über andere hebt. Und Frank Elstner, habe ich in den ganzen Jahren nicht einmal gehört, dass er irgendwann schlecht über einen Kollegen gesprochen hat. Im Gegenteil, Frank Elstner ist, da muss ich wirklich sagen, ist der Einzige, der die Angewohnheit hat, Menschen anzurufen und sich bei ihnen zu melden, nicht wenn sie gerade einen großen Erfolg gehabt haben, sondern wenn es denen schlecht geht, wenn sie entweder durch die Boulevardpresse gerade laufen, wenn sie einen Schicksalsschlag getroffen hat, wenn sie mit irgendeiner Sendung Pech gehabt haben, dann ist auf einmal Frank Elstner am Telefon und meldet sich und baut einen wieder auf. Und da ist er wirklich auch der Einzige, den ich kenne. Und er hat oft genug sich da bei mir gemeldet. Ganz. Also jetzt müsst ihr aber wieder eine Kurve finden. Ja. Ja, aber im Prinzip sprechen die mir nur alles nach, bloß eben länger formuliert. Ja, ja, genau. So, jetzt kriegen wir die Kurve zum neuen Kapitel, die Montagsmale.
Ja, ein großer Spaß für die ganze Familie, für alle Generationen. Wir haben schon gesehen, jeder, der Fernsehen macht, der weiß, es gibt eine einfache Formel. Für eine erfolgreiche Sendung braucht man vor allen Dingen Tiere. Du musst in diese Richtung sprechen, da sitzt der Intendant des SWR. Ja, auch der des NDR. Ja, aber der vom SWR hat die Rechte von den Montagsmalern. Okay. Ja. Nur eben so mal so als ein bisschen. Wir werden das gleich mal testen, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist und ob der Spaß sich heute noch transportiert. Super Aber Idee. Vorher wollen wir uns die Top 5 eines ganz lieben Kollegen anschauen, der sich dieses Themas angenommen hat und der ein großer Fan der Montagsmaler ist. Ich rede von Bernhard Hoecker. Das, was ich mit Frank Elsner verbinde, das sind einfach die Montagsmaler. Achtung, Spiel ab! Erinnern Sie sich? Und Katze, Maus! Da, 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 da. Die Montagsmaler mit Frank Elsner. Guten Abend. Von 1974 bis 1979 moderierte Frank Elsner die beliebte Show, in der einer malt und drei andere raten, was. Man sieht Menschen auf einem Bildschirm und dann Punkte, die verschwinden. Diese Uhr, die so langsam rückwärts läuft, das fand ich total abgefahren. Blitz, Blitz! Blitz ist gut. Und wenn wirklich gar nichts mehr ging, gab es ja zum Glück noch die berühmten... Hund, Katze, Maus! Für mich ist Montagsmaler die Top-Sendung. Es ist für mich eigentlich Elsner-Maler oder Montags-Elsner. Und es gibt so ein paar Highlights, die ich wirklich klasse finde. Platz 5 gehört den Kindern. Zum ersten Mal hatten auch sie ihren Auftritt im Fernsehen. Spiel ab! Die Kinder sind die, die wirklich immer am begeistertsten sind. Die haben geschrien, die haben gebrüllt, die haben wirklich gekämpft. Ja, und Nebenrollen waren schon damals nicht jeder Kindssache. Ich habe zwei Hauptrollen gespielt. Einmal mit dem Dieter Haller von. Bescheidenheit ist eine Zier. Haben Sie sie erkannt? Richtig, Schauspielerin Julia Biedermann aus der Serie Ich heirate eine Familie. Als Tochter Tanja gab sie Filmvater Peter Beck einige Rätsel auf. Genau wie Platz 4 den Zuschauern. Auf die Frage nach dem Namen der Sendung, als sie von Montag auf Dienstag rutschen sollte. In Deutschland gab es nur noch ein Thema. Wenn die Montagsmaler dienstags laufen, verdammt noch mal, können wir sie noch Montagsmaler nennen? Im kommenden Jahr werden ja die Montagsmaler dann am Dienstag laufen. Und da haben wir also gefragt, sollen wir uns umbenennen, sollen wir Montagsmaler heißen und, und. Die Resonanz war riesig, die Vorschläge eindeutig zweideutig. Die Modimimas, die Freizeitmaler, die Fernsehmaler und Elsners Pinsel. Und das Ende vom Lied? Der neue Name heißt ab Januar die Montagsmaler. Als er das sagte, ging wirklich Erleichterung durchs Volk. Bernhard Hoeckers Platz 3, als Frank Elsner im blauen Bock auftrat. Das ist einer der ganz wenigen Momente, wo wir den Frank singen hören. Denn am Montag, ja, am Montag malen wir ganz ungeniert, wenn man froh die Montagsmaler für das Publikum serviert. Eine Woche im deutschen Fernsehen. Die geht so schnell vorbei. An ganz bestimmten Tagen, lassen Sie uns das mal sagen, sind wir glücklich dabei. Wenn's mit der Gesangskarriere nichts wird, gibt's ja immer noch... Hund, Katze, Maus. Hund, Katze, Maus, Moribel. Hund, Katze, Maus. Hund, Katze und... Maus. Jawohl, Hund, Katze, Maus. Damit landen wir auf Platz 2. Wenn er dabei war, strapazierte er die Lachmuskeln. Roberto Blanco. Guck tief in die Glas. Guck in die Glas. Wie heißt das genau? Tief in die Glas anschauen. Ja. Also ich fand das einfach sehr, sehr lustig, wie er da so dann völlig ausrastet, die Schuhe wegwirft, anfängt zu tanzen. Und da muss ich sagen, lieber Frank, lieber Herr Elsner, da sind Sie für einen Moment, haben Sie die Kontenance verloren. Ganz ruhig bleiben, sonst musst du wieder in den Busch. Das gäbe heute ganz andere Reaktionen. Ja, Frank Elsner weiß, mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen. Und damit zu Bernhard Hoeckers absolutem Platz 1. Ein legendärer Moment in der Geschichte der Montagsmaler ist natürlich, ich möchte es umschreiben mit, die Panne. Es war der 8.11.1976, der Tag, als in Folge 24 die Technik versagte. Und das live. Darf ich mal hier ganz kurz stoppen? Das sind so die schönen Momente in der Sendung, über die man sich sehr freut, liebe Zuschauer.
Dieses Gerät ist nicht eingeschaltet, es funktioniert auch nicht. Jetzt haben wir hier ein Problem. Er drückt immerhin jetzt auf einen Bildausfall. Ja, ich sag's nur. Da helfen auch Sie nicht weiter. Und Katze, Maus. Ein Profi muss her. Das ist unser Obertechniker, er hat den Spitznamen Waldi. Waldi, ich danke dir. Ich kann ihm bloß sagen, der hat jetzt mindestens 180 Blutdruck. Ja, was macht er als Moderator? Er geht hin und widmet die Sendung um und macht aus dem Rätsel- und Speed-Quiz macht er eine Talkshow. Wenige Minuten später, das Problem ist behoben. Probier doch mal, ob es auch wirklich funktioniert hier, dieses Gerät. Ihr könnt nicht sehen, das beruhigt mich ungemein. Oder auch nicht. Das ist... liebe Fernsehzuschauer, bleiben Sie noch ein bisschen hier. Jetzt ist hier noch ein Gerät kaputt. Das soll uns überhaupt nicht kratzen. Wir machen hier weiter Talkshow. Ich komme wieder zu euch. Männertalk, Runde 2. Erst nach weiteren 10 Minuten die Erlösung. Gelingt diesmal der Start der Spielrunde? Jetzt kriege ich wieder ein Zeichen. Es soll wieder eins der Geräte gehen. Geht es? Ja. Und dann sage ich, Spiel ab, erste Runde. Es klappt, es klappt. Pass auf, du. Bäume, Bäume! Ja, und das gehört zu einem Baum. Ah, fast. Wie viele Punkte habt ihr gekriegt? 18. 18 unter erschwerten Umständen. Danke euch. Das hat er so souverän gemacht, dass er... Ich meine, er hat sogar die goldene Kamera dafür bekommen. Seien Sie uns nicht böse für so eine Panne. Es ist eine Live-Sendung, sowas kommt mal vor. Tschüss, vielen Dank. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist Bernhard Hoeker. Guten Abend. Nehmen wir in die Mitte. Ja, gehen wir hier zwischen. Bernhard. Alles gut. Ich freue mich sehr. Gerne. Vielen Dank für die schöne Ausbildung. Komm zu uns. Bernhard, komm mal. Komm. Hattest du sowieso vor, Frank zu küssen, oder hatte das gerade mit dem Foto zu tun, Nein, das war, du gesehen hast? Dieser Moment, der war so schön, und da habe ich mir gedacht, den genieße ich einfach noch ein paar Mal. Aber ich muss einen Nachtrag hier noch Wir müssen einmal über den Busch noch reden. Also hier, wir haben ja gemerkt, auch hier unter den Gästen, aber auch im Publikum war großes Hallo, als du zu Roberto Blanco gesagt hast, du kommst wieder in den Busch. Also wäre heute das Ende eines Moderators, glaube ich. Ja, aber wegen geografischer Unkenntnis, weil der kommt ja aus Kuba. Ja. Also nachdem wir hier jetzt die ganze Zeit so viel Lobhudeleien über mich ergießen, was ich natürlich toll finde, aber wir wollen es ja nicht übertreiben, muss ich natürlich auch über die schlechten Momente meiner Karriere sprechen. Und der Thomas kann das sehr gut verstehen, weil wenn wir versuchen, schlagfertig zu sein, sind wir immer auch Opfer manchmal der zu schnellen Schlagfertigkeit. Aber das war mein Roberto, Roberto Blanco war wie deine Eierstöcke, kannst du dich erinnern? Und das sind Sachen, die passieren einfach. Dafür kann man sich nur entschuldigen. Wenn das heute passiert, wäre das noch 100-mal schlimmer. Also da wäre ich rausgeschmissen worden von meinem Sender. Ich habe mich entschuldigt bei ihm, wir sind dicke Freunde geworden. Und das ist vorbei, aber das war der Tiefpunkt meiner Karriere. Mhm. Oh. Oh. Aber Roberto hat es überlebt, alle anderen haben es auch überlebt. Das ist, ich meine, wenn man das heute sieht, kann man genauso drüber lachen wie damals, dass es nicht mehr politisch korrekt ist. Und gerade Roberto, das aber ist man wirklich ja auch eine... nicht ins Showgeschäft, um die ganze Zeit politisch korrekt zu sein. Ja, klar. Also man lacht ja immer dann, wenn es eigentlich unkorrekt wird. Du schon, Günther, oder? Naja, nee. Also ich glaube, irgendwann ist Ihnen auch mal passiert, ist Ihnen mal rausgerutscht, da sind irgendwie 10 Negerküsse, haben Sie gesagt. Und dann ging schon ein Oh. Und dann haben Sie gesagt, ich möchte mich nicht dran gewöhnen, dass ich statt Negerkuss jetzt nur noch Mohrenkopf sagen darf. dann ging es noch weiter. Da habe ich auch gedacht, das wird schon immer schwierig. Und heute muss es, glaube ich, Schaumküsse heißen. Ja, ne? Schaumküsse. Ganz politisch. Ja. Ist der Herr Jauch eigentlich der Einzige unter den Kollegen, mit dem Sie sich noch siezen, Herr Elstner? Ich glaube, wir sind geistig so nah verwandt, dass wir uns eigentlich duzen. Aber wir haben auch beide eine Krawatte heute Abend angezogen.
Und dann hat man so einen gewissen Respekt so einer Person gegenüber. Ich kann die jetzt endlich ausziehen. Der Günther tut das vielleicht auch. Du hast das Mikrofon drin. Vorsicht, ah, das Mikro drin. Ja. Wieder nichts. Wieder nichts mit Lockerheit. Alterserscheinung. Hast du Glück, dass hier einer mitdenkt, doch? Und Günther, sonst wärst du von jetzt an ohne Ton gewesen. Da ich der fast 20 Jahre ältere bin, schenkst wenn du Lust hast, duzen wir uns ab heute. Ja. Ja. So machen wir. Lang hat es gedauert. Darf ich dir meine Krawatte schenken? Dankeschön. Die wird mich dran erinnern. Sehr gerne, Günther. Ja? Herrlich. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Jetzt sind schon drei Leute, die ihn duzen. Ne? Ja. Der Gottschalk, deine Frau und Herr Elster. Bernhard, wir haben ja gerade von deiner Leidenschaft für die Montagsmale gehört, aber auch sonst ist dir Spiel ja nicht fremd. Du bist jemand, der gerne spielt. Was macht denn für dich diese Faszination Montagsmale aus? Ja, Herr Pflaume, es ist so, dass, du hast noch eine Krawatte an. Bei uns hat das eine andere Geschichte, dass wir uns sitzen. Es ist tiefer. Nein, ich finde, ich mag es einfach, wenn man es schafft, ein Spiel in den Fernseher zu bringen, der die Menschen zu Hause mitfiebern lässt. Und wir haben da zu Hause gesessen und haben das mitgebrüllt. Ich meine, das war völlig sinnlos, weil das natürlich niemand gehört hat, außer den Nachbarn. Aber das ist wirklich, man sitzt da gerade, also damals als Kind hatte ich natürlich mehr Sympathie mit den Kindern, diese komischen erwachsenen Männer, die kannte ich überhaupt nicht, aber mein Vater fand die toll. Und wir haben dann immer hingebrüllt, natürlich auch Hund, Katze, Maus, Esel, Tier kam bei uns immer noch dazu. Und hatten einfach einen Riesenspaß. Und so, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Aber es war egal. Ja. Aber auch für dich muss das ja ein großes Kompliment sein, dass diese Idee für diese Fernsehsendung gibt es ja heute auch auf allen mobilen Endgeräten, wie das heißt. Also da gibt es ja viele, viele erfolgreiche Apps heute auch, die genau diese Idee aufgegriffen haben. Ja, aber ich möchte mich nicht mit fremden Ideen schmücken. Es ist nicht deine Idee gewesen. Ja. Montagsmaler, der Titel ist von mir. Ich habe dafür gesorgt, dass Kinder zum ersten Mal im Abendprogramm auftreten durften. Aber die Idee hatte ein Amerikaner, das hieß früher Graffissimo. Dann hat es ein Oberlehrer aus der Pfalz nach Deutschland transportiert. Und der war eigentlich der Erfinder von Punkt, Punkt, Komma, Strich. Also nicht alles, was wir heute Abend hier sehen, ist auf meinem Mist gewachsen. Dann einigen wir uns darauf, es wäre ohne dich kein Erfolg geworden. Und wir werden jetzt gemeinsam mal schauen, ob diese simple, aber so schöne Idee auch heute noch funktioniert. An einem Samstagabend im deutschen Farbfernsehen. Darf ich mitspielen? Ja, unbedingt. Oh. Ja? Ich bin eigentlich der jetzt am traurigsten ist, weil ich darf nicht mitspielen, weil ich leite das Spiel, aber ihr alle dürft mitspielen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam in unser Montagsmalerstudio gehen. Pass auf hier. Wer fängt an? So, als allererstes müssen wir natürlich die Teams aufteilen. Und wir haben uns gedacht, es gibt eine einfache Möglichkeit. Wir machen das Team Wetten, dass Moderatoren. Thomas und Michelle, kommt ihr zu Frank? Okay. Gegen das Team Hund, Katze, Maus. Fangen wir an. Ja? Und Frank, du bist die Maus. Wird dir aber aufgefallen sein, ja? Einer fehlt noch. Ihr seid ja nur drei im Moment und die anderen sind ja zu viert. Und wir wollen ja gleiches Recht für alle. Also haben wir uns gedacht, wir vervollständigen dieses Team mit einem, der auch am heutigen Abend und in dieser Sendung nicht fehlen darf. Du wirst mir zustimmen. Hier ist Wolfgang Lippertz. Oh. Wolfgang. Moment mal, ganz kurz. Wolfgang Lippert, meine Damen und Herren. Also ich muss sagen, Frank, er kommt gleich zu dir. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht gewesen. Herr Wolfgang, ich bin von dir, ehrlich gesagt, andere Auftritte gewesen. Hier, schau noch mal ganz kurz. Guck mal, das habe ich eigentlich gedacht, sehen wir heute Abend garantiert. So, ich versuch's. Gehst du noch mal hinter? Ja. Ich möchte dich gerne noch mal ansagen. Das schafft er doch. Wolfgang, bist du bereit? Moment. Wolfgang Lippert, meine Damen und Herren, guten Abend. Das war doch gespielt. So, jetzt aber. Ich freue mich, dich zu sehen. Meine Knie sind wunderbar. Fällt so wie früher. Pferd oder in Bad Segeberg? Nicht Bad Segeberg, Storkeberger. Macht nichts. Weil ich regelmäßig vom Pferd. Ah, ja, da kommen ja sehr viele Pferde vor. Ich bin geübt.
Falls du einen Kniespezialisten kennst, der Thomas kennt einen. Thomas, ja? Kennst du einen? Ja. Ja. So. Der Wolfgang spielt mit uns. Ich darf euch bitten, das Team wetten das. Ja? Oh, ich hab Michelle. Die Reihenfolge verhauen. Ja? Grüß dich. Thomas, ja, okay. Wolfgang, mein Gott. Bitte schön. Komm du in Bist die Mitte. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Die Gäste, das ja, Team Hund, Katze, Maus, okay. Geht aufs Gästesofa. Okay. Wolfgang, komm neben mich. Habt ihr euch schon geeinigt, wer als erstes malt, Frank? Ja, ich sitze jetzt schon hier, also mal ich als erstes. Okay, dann komm direkt zu mir. Frank mal zuerst. Also ihr wisst, wie das Spiel geht. Nein, sag mal doch. Ja. Also redet möglichst viel. Okay? Du malst und wir erkennen, was ich male. Und wenn ihr irgendwas Bescheides sagen. Ja. Moment, Frank. Konzentration. Bitte nicht selbstständig die Umschläge öffnen. Das sind unsere Umschläge. Das sind eure zwei Umschläge und du darfst dir jetzt einen aussuchen. Hier muss alles mit rechten Dingen zugehen. Umschlag 1 oder Umschlag 2? Den. Gut, es ist Umschlag 2. Öffentlich-rechtliches Fernsehen, erstes deutsches Fernsehen. Und wie viel Zeit haben wir? 2 Minuten insgesamt. Ja. Und ihr wisst, wenn ihr es geraten habt, dann müsst ihr rennen. Sofort, ja. Die Wohin Zeit ist wichtig. Ja. Zu dir. Und vorne rum dann wieder hinten anschließen. Anna, komm, und da kommt ihr. Ja. So, Frank ist im Besitz des Lichtgriffels. Ja, der Telestrator ist auch eingeschaltet. Ja. Und die Zeit läuft mit dem ersten Begriff. Ich dachte, er hatte schon Angst, du malst los, ohne den Begriff zu kennen. Frank, spiel ab. Okay. Okay. Ein Baum. Ein Baum, ja. Ein Baum. Nein, ihr seht es bei Geburtstagen zum Beispiel auch. Geburtstag? Ja, richtig. Stift da lassen, nächster. Okay, was muss ich machen? Hund, Katze, Maus. Brille! Brille richtig, nächster! Brille, ach so. Weiter? Warte, warte. So. Schirmmütze. Baum, Tisch. Ja, im Fernsehstudio haben wir das auch. Kamera! Richtig! Kamera! Fernsehkamera! Oh, Thomas, du Armer. Oh Gott, warte, was ist das Ding hier? Ja. Was ist das? Sieht man da schon was? Nee, falsch. Nee, noch nicht bis jetzt. Falsch rum, Thomas, der Strich. Ein Strich, eine Beule. Nein, ein Tier. Ein Tier, eine Schnecke. Schnecke. Ja, richtig, nein. Schnecke ist richtig. Nächster. Schnecke ist das? Eine Schnecke. Frank, komm. Eine Schnecke. Aber gut. So, hier ist der. Wer hat das erraten? Hier, gucken, Konzentration. 2 Punkte, 3 Punkte, ein Strich. Ja. Oh Gott. Ja, da ist er einfach. Was ist das? Was ist das? Lesen. Was ist das? Lesen. Punkt, Strich. Nein. Lies doch mal genau. Und dann Punkt, Komma, Strich. Punkt, ja, richtig. Punkt, Komma, Strich. Ja, natürlich. Was soll ich da machen? Oh ja, hey, Chaka. Warte, ein Tür. Nein. Ein Bett. Was? Bier ist richtig, aber fehlt noch was? Ein Bierkrug. Bierglas, ja, ja, das lassen wir gelten. Ja, sehr gut. Okay. So. Oh, nein. Warte. Das ist doch ganz einfach. Nein. Doch. Okay. Natürlich. Der Mond. Kreis, die Sonne. Mond. Ein Karussell. Eine Arena. Thomas, du kennst das. Und der Frank auch. Ein Fahrrad. Frank auch. Fahrrad? Na. Kann man eine Arena, ein Fußballplatz. Na, was? Ein DJ hat's gebraucht. Eine Schnecke. Eine Schallplatte. Richtig. Schallplatte. Einen haben wir noch. Thomas, schnell. Schnell. Ich hatte das immer verkehrt rum. Jetzt ist die Zeit vorbei. Ein Tor. Noch eine Schnecke. Zeit vorbei. Was ist das? Ein Aber so schön, Elefant? Ein Elefant wäre es gewesen. Das hast du super gemacht. Ja. 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 Aber leider erst nach Ablauf der Zeit. Wie viel haben wir denn? Ja. Also das waren 7 Punkte für euch. Also 7 Begriffe, die ihr gut gezeichnet und jetzt richtig erraten habt. Jetzt seid ihr dran und macht doch bitte schönes jetzt zu toppen. Das Beste war gerade, ihr zeichnet einen Elefant und einer schreit noch eine Schnecke. Also so. Wir haben uns sehr amüsiert. Gut. Dann tauschen wir mal. Danke. Noch eine Schnecke. Wollen wir mal sehen. Ja, du magst es. Du bist gleich der Erste. Ja, ja. Ihr seid bereit? Ja. Ja? Ja. Herr Jauch, bereit? Putzen. Hm? Ist nicht sauber, Herr Jauch, oder nee, was? Nee, ist nicht. Nee. Schlecht geputzt. Ja? Ist Staub oder hat einer... Ich kümmere mich gleich drum. Gut. Nein, Staub. Prima. Nur Staub. So, dann auch für euch 2 Minuten Zeit. Schaut gut hin. Bernhard, hier ist der erste Begriff. Spiel ab! Eine Schnecke. UFO. Dose. Tasse. Nein. Eine Geburtstagskarte. Ja, Geburtstagskarte. Sehr gut.
So. Hund, Katze, Maus, ne? Decke. Mantel, Krawatte. Richtig, sehr gut. Oh, Barbara, eine. So, jetzt. Schwarzes Loch. Günther, falsch rum, der Stift. Eine Person, ein Mensch. Das ist das Mikrofon. Richtig. Was? Richtig, Mikrofon. Wahnsinn, ich das bin geht ja aber super. Schneller als erwartet. Ich hab's toll gezeichnet. Oh. Ja, Wahnsinn. Oh, nein. Paola. Nein, komm. Wie mache ich denn das? Paola, lass krachen, das geht. So, Eistüte. Pizzastück. Nein. Das ist Dekolleté. Der nein. Eistüte. Nein, nein. Dekolleté stimmt, aber es ist der Begriff ist ein anderer. Ach so. Den sage ich nicht, den sage ich nicht, den sage ich was, nicht. Was ist Pamela Anderson eine? Ein Busenwunder. Nein, was anderes als eine Sexbombe. Richtig. Gott, ich habe von Pamela Anderson noch nie gehört. Sonst rennt der Herr Hoeker sich von Haufen. Sexbombe. So, weiter geht's. Ja, ich bin ja dabei. Ein Wurm. Ein Dinosaurier. Nein. Eine Hand. Nein. Eine Sonne. Nein. Ein Atomkraftwerk. Nein. Eine Pizza. Es geht um Tiere. Ein Tier, ein Zoo. Nein. Viele. Welche Tiere malt er da? Ich weiß es auch. Eine Schnecke. Das ist auch nicht zu erkennen, was du da malst. Das ist völlig klar. Das ist... Hund, Katze, Maus. Ja. Richtig. Sag ich doch. Das ist nicht zu erkennen und dann weißt du es. Danke. Naja. Das sagt man nicht. Fahrrad. Auto. Nein. Zwei Fahrräder. Es ist deutlich größer als ein Fahrrad. Ein Auto, ein Bagger. Ja, ein Bagger, aber es geht um einen Teil des Baggers. Das ist Bagger. Schaufelbagger. Richtig, ja, Baggerschaufel. Baggerschaufel, ja. Und schnell, komm, Günther. Baum. Strich. Nein, es wäre... Vorsicht hier. Es wäre die Musikbox, wäre es gewesen. Das kann nicht sein, dass wir nur sechs haben. Das kann nicht sein. Und damit gewinnt das Team Wetten, das mit 7-6. Tut mir leid, Barbara. Oh, ihr seid nicht so nur besser, sondern auch schöner als wir. Seid nicht traurig. Das ist das einzige Problem mit Barbara Schöneberger. Sie spielt unglaublich gerne, aber sie kann nicht verlieren. Deswegen geht sie auch nicht so gerne. Du versuchst immer wieder voll rein. Mit so viel Enthusiasmus. Aber egal. Also, meine Damen und Herren, es hat großen Spaß gemacht. Ja, also vielen Dank an euch. Wir hoffen natürlich, Sie zu Hause hatten auch Spaß an unserer kleinen Montagsmalerrunde. Und jetzt schlagen wir das Buch an einer neuen Stelle auf, an einer Stelle, die dir immer besonders wichtig war, weil sie dir besonders viel Spaß auch gemacht hat, wo du dich als Journalisten gesehen hast, wo du deine Neugier auf Menschen befriedigen konntest, sie nach ihren Geschichten befragen konntest. Günther Jauch hat die Top 5 aus dem Kapitel Talkshows zusammengetragen. Da bin ich gespannt. Frank Elstner, er hatte sie alle. Tausende bewegende Interviews hat er bisher geführt. Ein genialer Talkmaster. Es begann 1981. In Menschen ließ er die Highlights des Jahres noch einmal aufleben. Seine Talkshow Menschen der Woche war 15 Jahre lang für viele Zuschauer ein Pflichttermin am späten Samstagabend. Dort plauderten hochkarätige Politiker und Entertainer gerne mal aus dem Nähkästchen. Bei Die stillen Stars interviewte Frank Elstner weit über 100 Nobelpreisträger aus aller Welt und machte daraus große Momente. Zu seinen Interviewpartnern gehörte auch Glenn Seaborg, der Entdecker des Plutoniums und Miterfinder der Atombombe. Haben Sie damals eigentlich gewusst, wie gefährlich Plutonium ist? Ich würde sagen, zu Beginn unserer Arbeit erkannten wir nicht, wie wichtig das Element Plutonium werden würde. Packende Interviews brachten ihm die Sympathien des Publikums und den Respekt der Kollegen ein. Das ist eine Kunst. Platz 3 der Interview-Highlights. Schauspiellegende Heinz Rühmann bei Menschen 1982. Herr Rühmann, ein Fernsehstudio steht auf und freut sich mit Ihnen über diesen Geburtstag. Heinz Rühmann überhaupt ins Fernsehen zu bekommen, das ist wirklich eine große Nummer gewesen. Dieses Vertrauen, das man zu Ihnen hat, das das Publikum immer zu Ihnen hatte, das muss Sie ja auch mit sehr viel Stolz erfüllen. Ja, es hat sich vor allen Dingen im Laufe der letzten Jahre verstärkt und das macht mich sehr glücklich.
Die Leute lieben ja Heinz Rühmann. Und ich weiß wiederum von anderen, dass Heinz Rühmann nicht leicht zu nehmen ist. Ich hatte schon ein bisschen Angst vor dem Gespräch mit Ihnen, weil Sie für mich so ein großes Tier sind. Und insofern ist das bestimmt nicht leicht gewesen, mit dem fertig zu werden. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir diese Angst genommen haben. Und das hat er richtig gut gemacht. Platz 2. Der Superstar der Samstagabendunterhaltung aus dem DDR-Fernsehen. Live zu Gast bei Frank Elstner. Im April 1989. Mein Kollege Wolfgang Lippert. Man muss sich vorstellen, das war doch noch ein gutes halbes Jahr, bevor die Mauer fiel. Das fand in West-Berlin statt, in der Deutschlandhalle. Und da kommt der Lippert in diese Sendung vom Elstner. Und ich weiß, dass er sich das natürlich nicht vorher hat absegnen lassen. Wolfgang Lippert hatte in der DDR ein Visum für West-Berlin erhalten. Die Voraussetzung: keine öffentlichen Auftritte und schon gar nicht im Westfernsehen. Doch genau da wollen die beiden Moderatoren eine politische Botschaft aussenden. Jeder Schrebergartenbesitzer in Berlin weiß, wenn also die Kirschen über den Zaun hängen, dann freut sich der Nachbar dran. Ich habe mich an ihn sehr gefreut. Es ist wichtig, dass Ost und West miteinander reden. Ich meine das auch. Das war im Grunde, das war große Politik, die er da gemacht hat. Vielleicht schaffen wir es mal, dass es eines Tages nichts Besonderes ist, wenn sich zwei wie wir in einer Sendung treffen. Alles Gute. Tschüss. Wolfgang Lippert, danke sehr. Vielen Dank. Auf dem ersten Platz der Moderatoren-Albtraum. Wetten, dass? Das ist für mich der genialste Ausschnitt. Der österreichische Bundeskanzler Fred Sinowatz ist zu Gast, als plötzlich das hier passiert. Hier, Sekunde mal. Moment. Umweltaktivisten stürmen auf die Bühne. Man weiß nicht, was wollen die? Sind die gewalttätig? Die Aktivisten protestieren gegen den geplanten Bau eines Wasserkraftwerks in den österreichischen Donauauen. Ich möchte hierzu Folgendes sagen: In meinem Studio wird keiner rausgeschmissen. Bravo, ja. Sehr gut. Ich habe das damals gesehen. Das ist für mich lebenslang ein Vorbild geblieben, wie man mit solchen Situationen umgeht. Davon profitiert Günther Jauch 20 Jahre später, als ein Student in seine Live-Sendung platzt. Halt, es geht doch nicht. Halt. Moment. Holen Sie den Mann bitte zurück. Hier wird keiner einfach aus der Sendung wie in der Ukraine rausgehauen. Ich habe mich erinnert, was Frank Elstner damals gesagt hat, habe auch sinngemäß gesagt, bei mir wird keiner rausgeschmissen. Frank Elstner vermittelt spontan und wird so für alle Zeit zum Vorbild für den Umgang mit Störern in einer Live-Sendung. Da haben sich die Störer am Ende mit einer Verbeugung noch verabschiedet. Ich danke Ihnen sehr, meine Herren. Bitteschön. Es da am Ende allen recht zu machen und aus so einer Geschichte rauszukommen, das ist eine sehr hohe Kunst. Da hat er uns gezeigt, wie es geht. Ich habe meine ganze Karriere darunter gelitten, dass nie in meiner Sendung einer rausgeschmissen werden muss. Sie haben es doch nicht mal versucht, ne? Hat sich bei dir nicht mal Greenpeace von der Decke abgeseilt? Ja, aber die sind von selber geblieben, die wurden nicht rausgeschmissen. Also, nein, die gegen FCKW waren wegen deines Haarsprays. Ja. Also, aber Frank, sag mal, dieser Moment, das ist dir sicherlich für ewig in Erinnerung geblieben, weil man ja in dem Moment, wo da jemand auf die Bühne stürmt, ja gar nicht weiß, was da jetzt passiert, was der vorhat. Ja, also ich bin sehr gelobt worden von den Kollegen und finde das auch lieb von euch. Das hätte auch daneben gehen können. Es hätte auch etwas ganz anderes aus mir in dem Moment herausfallen können. Ich habe Glück gehabt, dass ich im richtigen Moment richtig entschieden habe und das Richtige gefühlt und zu Worten gebracht habe. Aber wenn man immer wüsste, dass man das richtige Wort sagt, dann hätte man es leichter. Denkt an Roberto. Ja. Ich weiß nicht, Frank, wie es dir, jetzt klappt das, wie es dir gegangen ist, hast du sofort realisiert, worum es da eigentlich ging, was da auf dem Transparent stand? Wahrscheinlich nicht. Und so war das bei meinen Störern auch. Es ist eine gefährliche Geschichte, zumal natürlich in so Fernsehsendungen die Sicherheitsdienste angewiesen werden. Schnappt euch die sofort, gerade wenn da auch Politiker, da kann ja was Schlimmeres draus entstehen. Und dann zu sagen, halt, macht das nicht, ist es schwierig. Ich habe mir schon gedacht, wenn der Bundeskanzler aus Österreich kommt,
dann kann irgendetwas passieren. Das schwebte irgendwo in meinem Hintergrund. Und deswegen habe ich ja auch vermittelt, dass es zu einem Gespräch kommt. Und zu dem Gespräch kam es dann auch. Und ich bin froh, Ende gut, alles gut. So können wir es stehen lassen am meisten. Was ist gewesen, als du von deinem Besuch aus West-Berlin zurückkamst? Denn es war ja ganz klar ausgemacht, keine öffentlichen Auftritte. Das war eine Auflage mit der Reiseerlaubnis. Aber du hast die missachtet und warst dann bei Nase vorn. War das deine Idee? Hast du ihn kontaktiert oder wie seid ihr da zusammengekommen? Komm, erzähl du es zuerst. Wie war es? Also, mein Telefon klingelt in Ost-Berlin und dass in Ost-Berlin ein Telefon zu dieser Zeit klingelte, war schon eine kleinere Attraktion. Und dann war jemand dran und der sagte, guten Tag, mein Name ist Frank Elstner, in dieser wunderbaren Art, wie er das eben immer getan hat. Jetzt dachte ich, das kann überhaupt nicht sein, dass mich Frank Elstner anruft und ich dachte, dass mich irgendeiner meiner Kumpels veräppelt und habe dann gesagt, hier ist Inge Meisel, wer ist denn da wirklich? Und da hat dann Frank gesagt, hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen und gesagt, ich rufe aus Luxemburg an und ich möchte, dass Sie gerne... dass sie in meine Sendung kommen, Nase vorn. Dann habe ich gefragt, wann das ist und habe ihm dann auch gesagt, dass ich versuchen werde, dort zu erscheinen. Mhm. Aber ich kann es nicht versprechen, weil das war eine ZDF-Sendung und Wolfgang Penck sitzt da oben und der weiß ganz genau, wie die DDR über das ZDF damals gedacht hat. Der Unterhaltungschef des ZDF sozusagen. Also ich hätte niemals die Erlaubnis bekommen und habe mir einen Pass besorgt für einen Theaterbesuch in West-Berlin und bin dann bei Frank da in die Sendung geschneit. Und interessanterweise waren wir wirklich ein bisschen wie Propheten, weil es stand noch nicht so richtig fest, wohin diese Reise geht. Das war im April 89, müssen wir dazu sagen. Im April 89 und deine Worte mit diesen Kleingärtnern, das hat eigentlich das Bild so haargenau getroffen. Und ich weiß, du hast damals noch entschieden, dass ich diese Nacht noch in West-Berlin bleiben darf. So was durften Moderatoren damals noch machen. Einfach zu sagen, der kann noch bleiben. Aber ich kann euch sagen, ihr dürft heute Nacht auch noch in Berlin bleiben. Ja. Also nicht, dass ihr denkt, ihr müsst alle noch einfahren. Ich meine, so außer der Reihe, also die haben mich nicht gleich wieder weggeschickt. Und da haben wir beide Arm in Arm auf dem Dach des Interconti Hotels gestanden und wirklich geweint vor Rührung, weil das so besonders war. Also das war einfach irre. Er kam auf die Bühne und hat das Publikum so gerockt, da ist mir überhaupt erst klar geworden, was das für ein Entertainer ist. Wir wissen ja auch nicht genau, was sind wir eigentlich. Also der Günther würde bestimmt nicht sagen, er ist Entertainer, der gerne Treppen runterrennt und von Ballettmädchen begleitet wird. Aber Zweiteres eher als Ersteres. Aber der Wolfgang ist das. Der Wolfgang kann singen, der kann Erna tanzen, kommt. Der kann lustig sein. Erna kommt, war sein großer Hit. Und ich habe ihn einfach bewundert. Aber Frank, sag mal eins, du hast ja später auch noch mal in einer Sendung ein politisches Statement direkt an Erich Honecker gerichtet. Und das ist ja nicht normal für einen Menschen, der eine Unterhaltungssendung präsentiert, dass man aufsteht und sagt, so, jetzt mache ich mal zwischendurch auch was Politisches. Das war dir aber immer auch wichtig. Ja, also ich glaube, dass wir in unserem Beruf nicht politisch sehr aktiv werden sollten, solange wir Unterhaltung machen. In einer Unterhaltungssendung wollen die Zuschauer das eigentlich nicht haben. Aber wenn man nach seiner Meinung gefragt wird, dann kann man seine Meinung preisgeben. Und das habe ich eigentlich immer gerne getan. Du hast dir immer besonders viel Mühe gegeben, auch besondere Gäste einzuladen, die auf der einen Seite gar nicht so gerne in Unterhaltungssendungen gingen, auf der anderen Seite auch ein bisschen als schwierig galten. Thomas hat auch seine Erfahrung mit Götz George gemacht. Für dich war das wirklich ein Höhepunkt, als Heinz Rühmann bei dir zu Gast war. Heinz Rühmann ist ein ganz wunderbarer Schauspieler gewesen, der in herrlichen Filmen gespielt hat, aber er war nicht ganz einfach. Und viele haben mich gewarnt und haben gesagt, sei bloß vorsichtig mit dem und der hat nicht sehr viel Humor. Und dann bin ich mit ihm Abendessen gegangen, bevor er in der Sendung war. Und Rühmann hat mir bei diesem Abendessen gesagt, er kennt meine Arbeit und er hätte noch den einen oder anderen Tipp für mich, wie ich mich verbessern könnte. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja prima, erzählen Sie doch mal. Sagt er, nein, das mache ich nicht in einem Restaurant, dafür brauchen wir einen Extratermin, dafür will ich mir auch Zeit nehmen. Und dann ist er leider zu früh gestorben. Oh, zu dem Gespräch kam es nie. Oh, und das bedauere ich. Was hätte aus dir werden können? Das hätte aus mir werden können. Komm, ja. Ist so okay.
Er war ja später noch bei mir und hat gesagt, was ich eigentlich dem Elstner erzählen wollte, erzähle ich jetzt Ihnen. Ich erzähle dir es nachher weiter. Günther, ich glaube, eine besondere Verbindung zwischen euch beiden besteht ja auch zum Thema Menschen. Menschen 81 war die erste Sendung dieser Art. Irgendwann, so wie du Thomas dann irgendwann Wetten, dass übertragen hast, hast du gesagt, der Günther, der ist der Richtige für die Menschensendung. Das ist für dich jedes Jahr. Und ich habe festgestellt, das fand ich ganz interessant, das ist die einzige Sendung gewesen, in der du am Anfang auf die Bühne gekommen bist und immer das Sakko geschlossen hattest. In allen anderen Sendungen war das Sakko immer offen. Aha, das hat aber mit meinem Bauchumfang zu tun. Nein, garantiert nicht, garantiert nicht. Also die Menschensendung habe ich sehr gerne gemacht und ich glaube, der Günther hat sich auch wahnsinnig gefreut, als er hörte, er kann das übernehmen. Unfassbar. Ich muss nur fairerweise sagen, ich habe die Sendung nicht erfunden, sondern ich habe sie aus der Taufe gehoben. Das Ganze ging auf eine Idee zurück, da kommt wieder der berühmte Wolfgang Penck ins Gespräch. Zusammen mit dem Regisseur Dieter Pröttl hat er gesagt, warum machen wir eigentlich nicht mal einen Jahresüberblick? Und ich bin sehr froh, dass der Dieter jahrelang mit mir die Sendung gemacht hat. Hat er bei dir auch noch Regie geführt? Ja, hat er auch noch gemacht. Und ich war natürlich komplett überrascht und geplättet, dass ich diese Sendung machen durfte. Und sie gehört immer noch zu meinen Lieblingssendungen und ist tatsächlich die einzige Sendung, vor der ich das ganze Jahr über einen riesen Respekt habe und immer nervös bin. Ich bin bei dieser Sendung immer nervös und ich mache sie im nächsten Jahr zum 30. Mal hintereinander und jedes Mal habe ich da einen unglaublichen Adrenalin-Schub. Heute heißt sie ja Menschen, Bilder, Emotionen, ja, in deiner Ausgabe. Ja. Und das, was ja bis heute eben auch beibehalten wurde, waren ja diese Rubriken, die es da gab. Ne? Es gab den Song des Jahres, die Hits des Jahres, die Menschen auf der Straße nachgesungen haben. Es gab natürlich die Menschen, die besonders tolle Sachen erlebt haben. Aber es gab natürlich auch immer die Pechvögel des Jahres. Und wir wollen jetzt uns noch mal einen gemeinsamen Ausschnitt angucken aus dem Jahr 85. Vier junge Menschen, die 27 Stunden in einem Fahrstuhl gefangen waren. Vier Freunde zu Gast beim Jahresrückblick Menschen. Sie sind damals die Pechvögel des Jahres. Es ist das Erlebnis, an das jeder schon mal gedacht hat, wenn er Fahrstuhl gefahren ist. Die drei Jungs sind mit dem Mädchen im Fahrstuhl stecken geblieben. Anja, Sie sagen jetzt mal, wie lange Sie im Fahrstuhl waren. Es waren genau 27 Dreiviertelstunden. Und das machte Schlagzeilen. Zu viert gefangen in einem Fahrstuhl, über 27 Stunden lang. Die Zeitschrift Bravo machte dazu sogar eine ganze Fotostory. Wie sah es aus nach der ersten Stunde? Ja, nach der ersten Stunde ging das eigentlich noch. Wir fanden das noch recht amüsant, muss ich sagen. Und nur wir haben uns so langsam unsere Gedanken gemacht, wie kommen wir hier raus? Sie drücken auf den Alarmknopf, rufen nach Hilfe, doch nichts passiert. Wie war es nach der zweiten Stunde, Anja? Ja, wurden alle schon langsam ein bisschen nervös. Versucht, uns bemerkbar zu machen durch Rufe, Laute halt. Stunden vergehen, niemand bemerkt die vier. Es war ein Feiertag dazwischen, es waren Nächte dazwischen, es war kalt, es war Januar. Einer hat gefroren wie ein Schneider. Wer war das von euch? Keine Jacke mitgehabt. Genau, im Auto gelassen. Habt ihr die Jacken getauscht? Ja. Die Jungs treten den Stromkasten kaputt, um die Elektronik kurz zu schließen. Die Tür lässt sich zwar öffnen, aber der Fahrstuhl steckt genau zwischen zwei Stockwerken fest. Nach fünf Stunden, nehme ich an, wird irgendeiner von euch mal die Nerven verloren haben und auch geweint haben. Nach und nach fingen wir alle mal an zu weinen. Der Druck war einfach so stark, um wieder rauszukommen aus dem Fahrstuhl. Dann die Rettung. Die Gastwirtin des Kegelzentrums entdeckt und befreit die Gefangenen. Nach über 27 Stunden. Und hier sitzt einer der vier. Andreas Schmidt. Beiden haben sich gerade begrüßt und haben gesagt, 30 Jahre, also sogar 32 Jahre ist es her. Unglaublich. Unglaublich, lange Zeit. Ja. Aber es ist eine Geschichte, die ist natürlich immer geblieben, weil es wahrscheinlich eben auch eine spannende Erfahrung war und ein unvergessliches Erlebnis, in dieser Sendung zu Gast zu sein. Ja, das war es auf jeden Fall. Das war ganz was Tolles. Das erste Mal geflogen, das erste Mal Berlin, die Mauer stand noch. Wir haben... Ich war heute mit meiner Frau noch beim Checkpoint Charlie, da haben wir noch mal geguckt, was sich alles verändert hat. Das war so toll. Ist denn aus diesem gemeinsamen Erlebnis damals
eine enge Freundschaft entstanden? Hat man da bis heute Kontakt, weil einen sowas so zusammenschweißt? Oder wie sieht das heute aus? Naja, ich habe ja meine Frau kennengelernt und wir sind dann relativ schnell Eltern geworden. Und wir sind dann umgezogen und irgendwann nach ein paar Jahren hat sich das so ein bisschen verlaufen und wir haben jetzt heute eigentlich gar keinen Kontakt zu. Und Kai Pflaume wäre nicht Kai Pflaume, wenn er sich dafür nicht so irgendetwas ein richtiges Kai Pflaume hätte einfallen lassen. Ja. Oh, findest du? Ja. Ja. Meinst du, ich soll jetzt sagen, so in der Tradition, dass wir auch einmal über Rudi Carrell heute Abend gesprochen haben, ja? Lieber Andreas, lass dich überraschen. Hier ist Thomas Goss. Hallo, Herr Birz. Hallo. Freut mich sehr, Sie wiederzusehen. Ganz und hier toll. Ist Ihr Leidensgenosse. Thomas Andreas. Hey. Und ich glaube, der andere hieß Frank. Frank Lehmann, kann das sein? Jawohl. Hallo, Frank Lehmann. Hallo, Herr Lehmann. Schön, ihn noch mal treffen. Ja, freut mich auch. So lange her. Da sind die Jungs. Grüß dich. Ja, gar nicht. Ja, doch. Aber ich muss sagen, so 27 Stunden im Aufzug gefangen zu sein, das tut offensichtlich gut. Also, hier müssen wir uns treffen. Ja, hier müssen wir uns treffen. Ja. Wenn ihr jetzt alle darauf wartet, dass Anja kommt, die hat nach den 27 Stunden mit euch wirklich die Nase voll gehabt. Ja. Ja. Also wir haben gesagt, wir machen eine Männerrunde heute Abend raus. Also siehst, Frank, auch die drei, den dreien hat der Besuch bei dir nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Also wirklich ein Wiedersehen nach 30 Jahren heute Abend hier bei Top, die Wette gilt. Vielen Dank, dass ihr heute Abend unsere Gäste seid. Ich glaube, ihr habt noch ein bisschen was zu besprechen heute Abend. Wir trinken einen nachher. Das machen wir. Ja, wir hocken uns zusammen. Also, bis nachher. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank an euch. Danke. Dankeschön, euer Applaus. Vielen Dank. Ja, bis später. Frank Elstner, nicht nur als Showmaster die Nummer 1, sondern auch als Erfinder. Seine Leidenschaft, Spielshows. Heraus kamen Sendungen wie Telehass mit Caroline Reiber und Peter Rapp, das erste Quiz überhaupt zum Fernsehen oder Flieg mit RTL, der ersten Reiseshow aus einem fliegenden Flugzeug. Hier zum Beispiel wird der Ton gemacht. Oder auch Mann, oh Mann. Bei Peer Augustinski mussten echte Kerle ihren Mann stehen und gingen oft dabei baden. Liebe Girls, tut eure Pflicht. Das habe ich geliebt. Ich auch. Das durfte ich immer nicht gucken, habe ich trotzdem geguckt. Du durftest das gucken? Hat sich niemand drum gekümmert, was ich geguckt habe. Peer Augustinski. Warum eigentlich? Ich wollte gerade sagen, ich habe genau das gleiche gedacht. Das ist eher so eine Show für Frauen gewesen. Ne? Warum haben wir uns das angeguckt? Weil die Show extrem erfolgreich war. Sie wurde in über 20 Länder verkauft und war somit der Exportschlager Made in Germany. Der ist ja ein großer Fernsehmacher. Ne? Der hat in einer Schlagzahl Shows etabliert, wie niemand danach oder davor. Also das ist wirklich, glaube ich, eine der größten Fernsehlegenden, die wir in diesem Land haben. Das sind aus Sicht von Joko und Klaas die fünf schönsten Spielshows mit Frank Elstner. Auf Platz 5 Nase vorn. Frank Elstner präsentiert Menschen, die die Nase vorn hatten und stellt außergewöhnliche Erfindungen vor. So wie hier das erste Faxgerät. Wenn in diesem Moment jetzt jemand mit uns telefoniert in Peking oder in New York, dann kann er jedes Bild sofort hierher übermitteln. Nur damit Sie wissen, die von Telefax noch nichts gehört haben, was das für eine Technologie ist. Er machte Prominente nass. Ein Wettschwimmen mit hochkarätigen Stars live in der Sendung. Das schaffte damals nur Frank Elstner. Birgit, nicht locker lassen. Mike Krüger ist der Erste, Birgit Schrobange und dahinter der Weltmeister Rainer Henkel. Und ganz am Schluss Bertie Vogt hinter Hella von Sinnen. Trotz Zoff mit den Zahnärzten, wer brachte Bundesarbeitsminister Norbert Blüm dazu, sich live im Studio von einem echten Zahnarzt auf den Zahn fühlen zu lassen? Richtig, Frank Elstner bei Nase vorn. Zahnarztlied für Sie. Ja, ich muss bohren. Das ist natürlich blöd. Ne? Es gibt so ein paar Berufsgruppen, mit denen man sich nicht verscherzen kann. Ja, absolut, ja. Zahnärzte, Proktologen. Herr Dr. Wimming, Sie waren super! Und was wäre eine Spielshow ohne Preise? Richtig, langweilig. Und damit es genau das nicht wird, hat Frank Elstner für die Übergabe einer New York-Reise jemand ganz Besonderen. Und das sagt uns jetzt Mr. Trump aus New York persönlich. Was? Mr. Trump aus New York? Hallo, Frank. Hallo, Berlin. Welcome to New York.
the home of the world famous Plaza Hotel. I own the hotel and you're all gonna have a fantastic time. Finde ich auch beeindruckend, wie man mit einem Wortschatz von 50 Worten. Von 50 Worten amerikanischer Präsident werden kann. Platz 4 geht an Jeopardy. Sage und schreibe 851 Mal hat Frank Elstner das Quiz auf RTL moderiert. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie und ich wünsche Ihnen 30 unterhaltsame Minuten mit Köpfchen. Da habe ich mein ganzes Wissen her aus der Sendung. Es war das erste tägliche Quiz im deutschen Fernsehen, das so lange lief. Das Ungewöhnliche an dieser Show, die Frage ist die Antwort. Also dann stand da irgendwie Nudeln. Und die Frage ist dann... Worauf habe ich Hunger? Zum Beispiel. Neben Prinz und Bauer die dritte Figur des Kölner Dreigestirns. Was ist die Jungfrau? Ja. Eine nicht immer leichte Aufgabe. In schallender Form verabreicht, schmeckt diese Frucht alles andere als süß. Die Ohrfeige. Was ist die Ohrfeige? Richtig, Reinhold. Was ist Strip-Poker? Nein. Wer ist Knick-Knatterton? Richtig. Immerhin, von Prag haben wir wieder was dazugelernt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Platz 3 ergattert Spiel ohne Grenzen. Der Straßenfeger der 60er und 70er Jahre, der live in 10 Ländern ausgestrahlt wurde. 1966 hat Frank Elstner hier seinen ersten großen Fernsehauftritt. Mit 24. Diese Wegen sind gar nicht einfach zu fahren. Da war er noch gar nicht im Stimmbruch, der Frank Elstner, so wie er gerade gesprochen hat. Lustige Wettkämpfe, internationale Teams. Bis 1974 moderierte er die Mutter aller Spielshows. Dieses Pferdsprungspiel haben wir also völlig abgewandelt. Bei unserem Pferd wird rüber gelaufen. Das Ergebnis? Einer der lustigsten Hindernisläufe im Fernsehen. Das ist ja brutal. Guck dir das an. Also oh, Alter, ey. Guck mal, wie die den da durchziehen. Ganz klar auf Platz 2, aber hallo. Aber hallo, die Frank-Elstner-Show. So geht das. Hallo, liebe Zuschauer, hier sind wir wieder unter Wasser. Hier meldet sich Ihr tiefgesunkener Moderator. Die vielleicht verrückteste Spielshow aller Zeiten bei RTL mit den unglaublichsten Wettbewerben. Aber hallo! Die Momente, wo mein Wunsch entstanden ist, auch im Fernsehen mitzumachen, das ist natürlich diese Zeit. Bobfahren macht Spaß, Leute, glaubt mir das, auch wenn's nicht so klingt. Ja, damals wurde den Moderatoren alles abverlangt, wirklich alles. Streng nach dem Motto... Ein Moderator, der nicht taucht, der taucht nichts. Ich möchte an der Stelle jetzt nochmal sagen, falls da draußen ein Sender ist, der Lust hätte, aber hallo zu machen, ich würde sofort moderieren. Der ultimative Platz 1 der schönsten Spielshows, natürlich Wetten, dass. Okay. Jetzt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wetten, dass ist Frank Elstners Meisterwerk. Er moderiert es von 1981 bis 87. Top, die Wette gilt. Es gab keinen schöneren Moment, als festzustellen, heute ist Samstag und es kommt Wetten, dass. Höher, schneller, weiter, unglaublicher. Damit wird Wetten, dass zur unangefochtenen Nummer 1 unter den Spielshows. Jetzt ist aber Schluss, aus, fertig. Und wenn es zwei gibt, die diese Grundidee der Spielshows noch mal auf ein ganz neues Level gehoben haben, dann sind es die beiden. Herzlich willkommen, jetzt sind Joko und Klaas. Guten Abend. Ja. Ich finde das so schön, dass ihr kommt. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich wieder bleiben dürfen, ist ja selten. Kommt rein. Oh, kommt rein. Können wir Schuhe ausziehen oder können wir so? Nee, es ist guten Tag, alles. Hallo, Herr Pflaume. Gereinigt. Abend. Ja. Servus. Hey. Ja. Hallo. Du, ihr müsst euch keine Sorgen um den Teppich machen. Wir sind hier am ersten, der wird nur einmal verwendet. Ja. Wir haben uns gar keine Sorgen um den Teppich gemacht. Okay, das ist gut. Frank, du hast ja im Vorfeld gesagt, eine solche Sendung zu deinem 75. Geburtstag ist ohne Joko und Klaas nicht denkbar. Du bist ein großer, was muss man sagen? Bist du ein Bewunderer? Bist du ein Fan?
Was ich bin ein Fan, ich bin ein Bewunderer, ich bin ein Mitglied Ihrer Sendung gewesen. Ich war im Zirkus Halligalli. Ich würde mit denen um die Welt reisen und mit denen die verrücktesten Sachen machen. Wirklich? Und es hat mir einfach Spaß gemacht, euch anzugucken und zu sehen, wie ehrlich ihr euch auch anstrengt. Das ist ja nicht irgendein Theater, was ihr inszeniert. Ihr geht ja da wirklich bis an die Leistungsgrenze. Und in mir habt ihr einen alten, aber treuen Fan. Oh, das ist schön. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir ja von euch schon gehört, ihr habt gesagt, eigentlich waren die Shows von und mit und Frank Elstner für euch die große Inspiration. Durftet ihr denn automatisch dann immer abends gucken oder musstet ihr euch das heimlich erschleichen oder durch besondere Leistung, Haushaltshilfe oder was auch immer? Wie war das bei euch zu Hause? Ich war auch froh, wenn ich einfach mal geguckt habe und dann mal nichts gesagt habe. Also es war teilweise auch so, wenn man den ganzen Tag genervt hat, dann war man auch froh, wenn man 2 Stunden Fernsehen geguckt hat. Ne? Also es ging auch andersrum, ja? Nicht nur durch das Leistungsprinzip, aber... Es war natürlich so, dass das die Zeit war, in der man natürlich irgendwie in gewissermaßen geprägt wird. Ja, da schaue ich mir das an, sehe diesen bunten Kasten und sehe diese für mich sehr spannenden und sehr unterhaltsamen Dinge und denke mir, ja, da möchte ich auch irgendwie mitmachen. Man kapiert natürlich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, wie das geht, aber das, ich habe das mit 11 Jahren habe ich das aus Lego nachgebaut. Wirklich? Ja, mit 14, 15 teilweise auch noch. Du überraschst mich immer wieder. Du hast ja gerade gesagt, aber hallo, würdest du sofort, wenn einer wollte? Ja, ich habe einen Vertrag hinten von der ARD liegen. Ich muss das immer mit ProSieben klären, aber... aber es läuft. Da sind wir, schnell. Sehr also ich kann euch beruhigen. Die Rechte von aber hallo gehören mir. Ja. Also wir können gerne sofort darüber verhandeln. Ja. Aber hallo, hast du in einer Zeit gemacht, da warst du bei RTL, was ja im Grunde irgendwie eine logische Konsequenz war nach deiner ganzen Radio-Vergangenheit. Und das war ja auch eine tolle Zeit, weil da war alles möglich. Ich habe immer diesen Spagat gemacht zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Funk. Und einer der großen privaten Funkförderer sitzt heute hier. Ich habe ihn vorhin gesehen im Vorbeigehen. Da oben sitzt er, Helmut Thoma. Ne? Muss es unbedingt nachher noch ein Bier geben. Professor Helmut Thoma, so viel Zeit muss sein. Der war immer sehr streng zu mir. Der hat bei Jeopardy zum Beispiel zu mir gesagt, Frank, färb dir die Haare. Weil dem war ich zu früh grau. Und dann ist er einer meiner treuesten Begleiter gewesen. Über 800 Sendungen durfte ich für ihn dort machen und aber hallo auch. Und das werde ich ihm nicht verdenken. Und ich freue mich, dass wir auch über RTL was Nettes hier im öffentlich-rechtlichen Funk im ersten Programm sagen dürfen. Na immer, absolut. An jeder Zeit. Das Schöne an euch, wenn ich mal ein Kompliment noch loswerden darf, ist, dass ihr so natürlich seid. Es gibt so viele Präsentatoren, die fallen auf durch eine besondere Frisur oder durch besondere Klamotten. Ich meine nicht dich. Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt er. Moment. Sind wir. Das ist der. Gerade gesagt, keiner ist so nett wie der Frank, aber man kann es auch übertreiben. Ihr seid so selbstverständlich in eurer Art zu präsentieren, dass man denkt, man wohnt mit euch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man an das Publikum denkt. Wie kommt man ins Wohnzimmer rein? Die Lagerfeuersituation haben wir nicht mehr. Heute gucken nicht mehr Oma, Opa, Kind und Kegel und Heute Abend Kinder vielleicht zusammen. Schon. Heute Abend? Vielleicht mal ausnahmsweise eine Viertelstunde. Aber die ganze Fernsehsituation hat sich verändert. Und ihr werdet eine ganz große Rolle spielen in der neuen Entwicklung der Bewegtbilder. Ich bin gespannt, welche Überraschungen noch alle auf uns zukommen. Ja, und ich bin jetzt 100-mal gefragt worden zu dieser Sendung. Ja. Glauben Sie denn, dass es noch mal so einen großen Erfolg gibt wie Wetten, dass? Und ich habe gesagt, den kann es eigentlich rein rechnerisch schon gar nicht geben. Aber ich schließe nicht aus, dass irgendjemand noch mal eine Idee hat, die so zündet. Und die traue ich euch zu. Wenn ich dafür, damit wir gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Also A, hätte ich das gerne, dass irgendjemand jetzt vielleicht mal vom Fernseher mitschreibt, mir das Ganze zusendet, dass ich das beim nächsten Gespräch mit irgendwie Fernsehverantwortlichem einfach zeigen kann. Ja, dieses Gütesiegel von Frank Elstner, das hätte ich gerne. Und darüber hinaus muss man ja auch mal sagen, dass wir uns ja sehr freuen, dass wir überhaupt hier sein dürfen, dass wir heute an so einem sehr besonderen Tag hier sind. Ich hatte schon den Pyjama annehmen, ich habe mich wieder ausgezogen. Genau, dass wir überhaupt so lange wach sein dürfen, ist für uns ja schon was ganz Besonderes. Joko hat ganz viel Cola getrunken. Ja, damit ich wach bleiben kann überhaupt. Ich bisschen drängelig, aber dass wir auf dieser Couch, in dieser Reihe hier sitzen dürfen, das hätte so vor ein paar Jahren auch keiner gedacht. Das ist eine sehr große Freude, euch heute Abend da zu haben. Thomas, du warst ja auch gerade vor kurzem, du warst auch gerade bei Ihnen zu Gast in Zirkus Halligalli.
Ja, kannst du mit dem Humor was anfangen oder absolut, musst du nicht wirklich? Aber die Witze sind ja von anderen. Die erste Frage, die sie mir gesagt haben: Frank Elster schickt dich in den Dschungel, was machst du jetzt? Ja, das stand in der Zeitung. Das war. Oh, da muss ich übrigens was zu sagen. Ja. Da bin ich richtig froh, dass ich diese Gelegenheit habe. Ich erkläre dir, wie das Ganze zustande kam. Ich bin gefragt worden, was hältst du von der Dschungelidee? Da habe ich gesagt, die hätte ich auch gerne gehabt. Weil ich finde es letzten Endes spannend, was da passiert. Ich hätte nur andere Leute hingeschickt. Ich hätte Leute hingeschickt, die intelligent sind, schlagfertig sind. Gut aussehen. Ja. Genau so haben wir das dann aber auch besprochen. Ah, dann bin ich zufrieden. Ich habe gesagt, ich weiß, was der Frank gemeint hat. Ja, ich dachte, dann habe ich das genauso gesagt. Ich habe mir schon gedacht, dass nicht Herr Elsner jetzt einen öffentlichen Streit anzetteln will, um diese Sendung zu promoten. Ich dachte mir schon, aber dass da wahrscheinlich ein weiterer Gedanke noch dahinter steht. Aber auch nochmal zum Thema gefährliche Sachen im Fernsehen. Also auch da bin ich heute eines Besseren belehrt worden. Nach dem Auftritt von Herrn Lippert hier, glaube ich, haben wir einiges nachzuholen. Das war ein Stunt. Thomas würde sich ja alleine im Dschungel, würde sich ja langweilen. Wen würdest du denn da noch gerne sehen? Die beiden. Ja, wenn er die beiden mitnimmt, dann komme ich mit und mache die Fotostory. Ja. Okay, ich verstehe schon, in welche Richtung das geht. Wir haben euch ja nicht nur hier, um mit euch nett zu reden, sondern wir wollen ja mit euch auch was spielen. Schauen Sie mal, meine Damen und Herren, wir haben hier Folgendes im Angebot. Eier im Glas, Streichhölzer und ein Jojo wird da eine Rolle spielen und Wasserbecken, in die gleich Nasen getaucht werden. Den aufmerksamen Zuschauern wird das ein bisschen bekannt vorkommen, denn die Eiergeschichte ist aus Aber Hallo und die anderen beiden Sachen kommen natürlich aus Wetten, dass Sendung mit dir. Aber wir haben auch die drei eingeladen, die mit diesen besonderen Fähigkeiten und Begabungen bei dir zu Gast waren. Wir freuen uns sehr. Hier ist Thomas Florin aus Berlin. Kommt wieder mit. Herzlich willkommen. Hier ist Enno Ehlers. Der Jojo-Mann. Und einen haben wir noch. Dr. Samuel Stutz aus Ascona in der Schweiz. Guten Abend. Ah, Herr Dr. Stutz. Freut mich sehr. Hallo! Guten Morgen! Herr Elsner! Die Musik ist schon gut, ne? 30 Jahre sind das her. Aber wir sind nicht älter geworden. Thomas, ich grüße euch. So, ihr drei seid insofern fernseherfahren, dass ihr Frank Elsner schon mal kennengelernt habt, dass ihr schon mal gezeigt habt, was ihr so drauf habt. Und für viele war das ja dann auch ein Beginn einer großen Fernsehkarriere. Denn wenn man einmal bei Frank Elsner in einer Sendung war, da haben natürlich auch andere Länder, große Fernsehstationen hingeschaut. Und in deinem Fall hat es dich dann zum Beispiel nach China gebracht. Du warst dort bei Wetten, dass zu Gast später. Und aber alles hat eben angefangen bei Aber Hallo 1994. Frank, du erinnerst dich sicherlich noch gut. Ich weiß, du hast es damals auch selber ausprobiert mit dem Eier umpusten. Meine Herren, mit Verlaub, ihr könnt euch noch einen kleinen Moment auf eure Aufgaben vorbereiten. Wir starten erstmal mit Thomas und mit Joko und mit Glas. Weißt du noch, wie es geht? Hast du es damals überhaupt einmal geschafft? Ja, man muss da so reinblasen, dass sich das Ei dreht und mit der anderen Seite auf dem Kopf steht. Mhm. Ja, ich habe das auch einmal geschafft, aber ich schaffe das nie wieder. Herr Florin, wo sind Sie? Hier. Geben Sie mir noch einen kleinen Hinweis, was man machen muss. Also, blase ich knapp drüber, blase ich direkt hinein oder? Also, Sie beugen sich mit dem Körper nach vorne und dann pusten. Pressen. Puste hey, nicht. Es hat sich bewegt. So, wie wird die Wette formuliert? Wir werden jetzt hier über Folgendes reden. Thomas Florin aus Berlin behauptet, dass er in einer Minute durch Pusten mehr rohe Eier in einem Glas wenden kann, als Joko und Glas zusammen. Hast du das Lachen gehört? Wer startet wo? Thomas startet auf diese Seite. Joko und Glas dürfen nach drüben gehen und sich das aus sicherer Entfernung noch mal gut anschauen. Thomas Florin legt vor. Die Frage ist, was macht ihr, wenn er gewinnt? Ja, also ich habe gehört. Was machst du beruflich? Ich spiele Poker. Genau, das haben wir mitbekommen. Wir haben nämlich eine Pokersendung, die heißt Duell um die Geld. Ja? Mhm. Duell um die Welt ist die eine Show, Duell um die Geld ist unsere andere Show. Und da geht es auch um Pokern, aber da pokert man nicht mit Karten, sondern mit seinem Wissen. Ja, es gibt normale Pokerregeln, man muss pokern können, man muss bluffen und so weiter. Aber es geht um die richtige Antwort auf eine Frage. Es ist eine Show, die wir machen, da gibt es eine Wildcard. Ich verstehe richtig, Thomas, für den Fall, dass du gewinnst,
bieten sie dir an, in ihrer Show Duell um die Geld dabei zu sein und die Wildcard für die Sendung zu bekommen. So. Haben wir festgehalten. Gut. Wir gehen auf Anfang. Also, Herr Florin, es geht los. Wie viel Zeit hat er? Er hat eine Minute Zeit. Okay. Ja. Eine Minute. Ach, ja. Und wer in einer Minute mehr Eier durch... Nee, ihr aber nicht, dass ihr warten. Schon anfangt, da zu blasen hier. Wisst ihr, habe ich doch richtig Joko. Verstanden. Nacheinander. Genau, nacheinander. Danke, Kai. Ja. Pass auf, ja, ich nehme euch jetzt hier... Ja, halt uns fest. Herr Florin. Da guckt ihr jetzt dem Herrn Florin zu, wie er es macht. Dann hast du und dann macht ihr es nachher einfach besser. Ja. So. So, hier geht's los. Ich sage aber hallo, denn aus der Sendung kommt es. Und ich fange an. Du fängst an, ja. Und wenn du pustest, läuft die Zeit. Dann starten wir mit aber hallo. Oha. Beim ersten war noch ein bisschen viel Schmackes drauf. Aber jetzt hat er einen Lauf. Da braucht es natürlich nicht nur die richtige Technik, sondern auch Kondition. Da muss man gut bei Puste sein. Sehr gut, noch 30. Thomas, du bist auf einem guten Weg. Ich glaube, Joko sieht jetzt schon, dass du ein Siegertyp bist. Noch 5. Und noch 5. Und aus! Die Zeit ist aus! Super. Sensationell! Thomas, sensationell. Super. Wir zählen mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81! Ja. 81 Eier, 81. Thomas. So. Du kennst das ja, ne? Eier im Glas. Morgens. Bitte? Morgens, ja, aber ich bin ja Bodybuilder, wie man sieht, und da macht man das oft. Ja. Und was man einfach Eiweiß, Proteinshakes, das ernähre ich mich praktisch nur noch von. So, ja, geil. So, Joko? Ja, ich bin. Sehr gut. Sakko bleibt zu? Nee, es bleibt zu. Okay. Ich habe so einen Spannexgurter und einen dicken Bauch. Wenn ihr bereit seid. Aber. Hallo! Zeit läuft! Gut. Ah! Gut. Ja. Oha, gut. Joko. Einmal mehr. Oh ja, guck mal da. Da kommt ein Schwindelig davon. Das ist schon ein Stuhl. Ja. Sehr gut. Kommt, noch 30 Sekunden. So, noch mal Gas geben. Kommt. Nicht die Eier raussaugen. Pusten. Oh, der Joko funktioniert unter Druck einfach richtig gut. Ja, ja, ja. Oder als Nächste. Komm, Joko, noch mal. Ja. 3, 2, 1. Und aus. 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 Ui, 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 ui. Ja? Komm her. Komm, setz dich hin. Komm. Alter. Komm her. Also, ich hab vielleicht nicht gewonnen, aber setz es ist schnell hin. Setz dich hin, setz dich hin. Is this real life? Ich glaube, an eurer, ich an eurer Belastungsfähigkeit müsst ihr noch ein bisschen arbeiten.
Ich glaube, für solche Erfahrungen seid ihr früher immer nach Südamerika gereist. Das könnt ihr auch in Berlin. Normalerweise müssen wir dafür beim Duell um die Welt an irgendwelchen Fröschen lecken. Deswegen und jetzt habe ich das. Ja? Also, wir gucken mal, wie viele Eier es geworden sind, die ihr gewendet habt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Respekt. Die Wildcard steht und die Verhandlungen gehen weiter. Für eure interne Wertung, Lars hat tatsächlich mehr Eier als du. Ja, absolut. Das ist natürlich schön, dass du das nochmal rausgearbeitet hast. Ich hätte es nicht bemerkt. Ich wollte nochmal wirklich da ins Detail gehen. Lieber Thomas Florin, herzlichen Glückwunsch. 81 Eier ist eine sensationelle Leistung. Ja. Ist es eine neue Bestleistung oder ist es knapp dran? Nee, es ist eine neue Bestleistung. Eine neue Bestleistung. Also, du hast alles gegeben, dir alles für heute Abend aufgehoben. Vielen Dank. Alles Gute. Thomas Florin, meine Damen und Herren. So, Bernhard, ich darf dich bitten. Frank, guck mal, es gibt so wunderbare Sachen, die heute technisch möglich sind. Du wirst dich erinnern, Onno Ehlers war ja damals nicht allein. Ja, es waren die Freunde mit dabei, Jan war mit dabei, Markus war mit dabei und Joachim war mit dabei. Und es gibt noch ein wunderbares Foto von dir mit den Vieren. Und da wollen wir jetzt mal drauf gucken. Da sehen wir nämlich auch, wie so langsam die Zeit vergeht. So sahen die Jungs früher aus. Guckt euch das mal an. Onno, war das Mini-Pli? Waren das künstliche Locken oder? Es war nicht ganz echt. Es war nicht ganz. Das war die Mode zu der Zeit. Also herzlich willkommen euch. Danke. Ja, das war eine verrückte Idee. Ich glaube, du warst der die Idee hatte. Ne? Jojo verrückt wart ihr alle. Aber du hast als Erster dir Gedanken darüber gemacht. Ja, also das ist einfach so entstanden. Wir haben Tag und Nacht Jojo gespielt, früher in der Gruppe. Und ja, dann ist es einfach die Physik des Geräts. Also Rotation, dann die Reibefläche, wir haben die Dinger präpariert und durch Rotation wird Hitze erzeugt. Und dadurch haben wir das Ganze zum Feuer erfacht. Wie waren die Reaktionen damals nach der Sendung? Das war gigantisch, muss ich sagen. Das ging auf der Rückfahrt im Zug schon los, dass die Leute uns sofort erkannt haben. Wetten, das war natürlich ein Straßenfeger, ganz klar. Wie viele Leute haben damals zugeguckt? Ich glaube, bei Wetten, das waren 27 Millionen. Boah. Schaffen wir heute auch, oder? Ja, ungefähr. Also, ungefähr. Denke, das ist ja, da waren aber auch die Österreicher und die Schweizer mit dabei. Also die Österreicher, wir haben natürlich heute auch sehr viele Zuschauer in Österreich. Das läuft ja auch im ORF 2. Also freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass die heute wieder mit dabei sind. So, jetzt kommen wir aber zu dem, was wir vorhaben. Der Onno wird euch ja heute hier vertreten, weil es ein Duell Mann gegen Mann ist. Die vier behaupten nämlich, dass sie zu viert mehr schaffen, als du allein hast. Ja, bei dem Gegner. Okay, toll. Mach ich. Jetzt weißt du, wie es läuft. Onno Ehlers aus Hamburg wettet, dass er in einer Minute mit Hilfe eines Jojos mehr Streichhölzer anzünden kann als Bernhard Hohecker. Locker. Da ist eine Reibefläche drauf. Ja, klar. Na, an der Seite des Jojos. Und da geht man dann so an der Seite der Streichhölzer lang und dann werden die entzündet. Das ist der Plan. Bin ich sehr froh, dass du mich für eine Jojo-Wette genommen hast und nicht den Elton, der kennt sich aus mit dem Jojo-Effekt. Der weiß, was das ist. Ja, den hätten wir heute. Stimmt. Es wäre allerdings, habe ich mir auch gerade gedacht, es wäre auch eine schöne Wette für Jojo und Klaas gewesen. Sehr guter Gag. Sehr so. Guter Gag. Den dürft ihr gerne noch mal wiederverwenden. Danke. Ja? Dankeschön. Danke. Okay, Onno, dann legen wir los. Du legst vor. Bernhard, was machst du denn? Hast du den beiden was anzubieten? Also ich würde natürlich persönliche Dienstleistungen anbieten. Ich hasse Fensterputzen und ich würde dir... Da bist du sehr willkommen bei uns. Hast du viele Fenster? Nein. Ich putze welche bei dir? Etage? Ganz oben, fünfter Stock. Ohne Aufzug? Und ohne Aufzug natürlich, ja. Altbau. Okay. Und lass sie auch von außen putzen, okay? Frag doch mal, ob er Kellerfenster hat. Hast du Kellerfenster? Dann mach ich's mit das Füßen. Tut mir leid, nein. Okay. Nee, also ganz schön Terrassenzugang. Ich putz bei dir Fenster, aber klassisch mit einer Zeitung. Sind es hohe Fenster? Natürlich. Ja? Okay. Ja. Wir haben eine nein, ich frage nur, weil Bernhard Höhenangst hat. Das ist völlig okay. So, jetzt kommen wir aber zum Spiel. Hier gucken wir uns das gut an. Und
Damit du Lass dich auch dir richtig, Zeit. Damit du dich auch richtig zu Hause fühlst, Onno, ne? Sage ich in diesem Falle natürlich, Zeit läuft erst, wenn das erste Streichholz brennt. Aber für dich heißt es top, die Wette gilt. So, man muss natürlich vor allen Dingen das Jojo in Schwung halten. Das ist ganz entscheidend. So, eine Minute ist Zeit. Da brennt schon ordentlich was. Ja, insgesamt, meinte ich, ist eine Minute Zeit. Noch 40 Sekunden. Oh Gott. So, die Hälfte der Zeit ist um. Onno? Meine Hose brennt auch schon. Es läuft. Noch 20. Jetzt kannst du noch mal ein bisschen Gas geben. Wird das Jojo eigentlich heiß oder? Ein bisschen. Ein bisschen. In der Probe ist es weggebrannt. Oh, komm, die letzte. Noch 6 Sekunden. Voll aus. Die letzten. Einer war danach. Zwei waren danach. Ich hab genau geguckt. Da muss ich. So, ich habe zwei ausgepustet, das eine bleibt an. Ah, das gelten nur die brennen. 1, 2, 3, 4. Ich Nein, bin es, dran. Es gelten auch die gebrannt haben. Ja? So, wir gucken, wie viele es geworden sind. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 Streichhölzer. Ja. Das wird knapp. Frank, falls du... Wie würdet ihr denn diese Leistung einordnen? Ist das eine Spitzenleistung gewesen oder mehr? Frag erst mal ihn. Onno findet sich gut, aber die Frage ist, was sagt ihr dazu? Ich glaube, da würde noch was gehen, ja. Mit ein bisschen mehr Übung und jüngeren Jahren vielleicht schon. Ich bin gespannt. Auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Also, 30 Jahre Zeit. Bernhard, gehst du mal auf Anfangsposition, ja. Falls du mal irgendeine Idee hast für eine Fernsehshow, wo man viel zählen muss. Das würde ich sehr gerne machen. Also ich glaube, da bin ich wirklich hochqualifiziert. Ja, ist auch schön, dass du die Zahlen alle richtig nacheinander nennst. Ja. Wäre es dir in Zehnerblöcken lieber? Auch da muss man heutzutage mal jemanden finden, ne? So, das letzte Mal Jojo habe ich gespielt, 83. Da war bei Octopussy war doch dieser Böse mit dieser Jojo-Säge. Mhm. Und ich habe das auch immer versucht, aber mehr als so Käfer oder so habe ich nie hingekriegt. Das okay. Aber das macht mir Hoffnung, was ich hier sehe. Bernhard, konzentrier dich jetzt. Ja, er meinte die ganze Zeit, währenddem er da Einnahmen anhand, meinte er so, pass auf, du musst total ruhig bleiben. Es ist völlig egal, wenn etwas schief geht, das ist alles in Ordnung. Einfach durchatmen. Das habe ich da gekonnt, das ist jetzt hier vorbei. Bernhard, bereit? Nein. Dann auch für dich. Ich habe Nein gesagt. Ja, es ist egal, es muss. Ja? Top, die Wette gilt. Oha, hier. Oh, der. Oh, hier, der feine Herr Hohe. Moment. Jetzt geht's los. So, die brauchen immer lange und sehen scheiße aus. So. Einmal noch, damit er wieder gerade ist. Komm, Bernhard. Es hat gut angefangen. Das kenne ich aber aus, wer weiß denn sowas. Das ist oft so auch bei Bernhards Erklärung. Am Anfang hört sich das alles sehr gut und sehr logisch an. Ja, das ist... Bernhard, es geht nicht um Jojo-Spielen, so. Ne? Ja, aber es muss gerade sein. Die Aufgabe ist immer noch, die Streichhölzer anzuzünden. Aber wenn es dann bei ihm läuft, dann läuft's, ne? Ach, bist halt auch ein heißer Typ, ne? Das ist dein Ding. Ja, das... Komm! Ja, also, ich verschaffe mir mal einen Überblick. 10, 20, 25, 28. Ich bin lernfähig, Frank. 28 waren das für dich. Und damit, Onno, herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch. Danke. Darfst du dich nicht nur über diesen Sieg freuen, sondern du darfst dich auch darauf freuen, Bernhard demnächst bei dir zu Hause begrüßen zu dürfen, wenn er zum Fensterputzen kommt. Ja, Leiter hast du. Ja, das klappt. Bernhard, bis nachher. Vielen Dank. Du bleibst bei uns. Nachher. Na? Nachher. Und lieber Frank, wir gehen gleich einen weiter, weil ich glaube, den kennst du noch gut. Und Barbara und Michelle, ihr kommt zu mir. Dr. Ja, Samuel Stutz. Ein Freund von mir aus der letzten Sendung. Ja. Aus der letzten Sendung, genau vor 30 Jahren hier in Berlin. Ja, das ist doch toll, das bringt Glück. Richtig. Ja, und ich werde seine Wette nie vergessen. Wir haben uns so amüsiert, weil er hat das so toll gemacht und trotzdem hat er verloren. Und heute Abend will er die Gelegenheit haben, uns allen zu zeigen, er kann es. Und wenn Sie das heute können, dann komme ich bei Ihnen die Fenster putzen. Oh. Ich habe viele. Ja? Na, die beiden würden ja mitkommen. Ja. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Ja? Michelle, Barbara. Hallo. Ich dachte, ich muss dem Hohecker assistieren, ehrlich gesagt. Ja, da können wir drüber reden. Ja. Ne? Aber jetzt gucken wir erstmal, damit Sie eine ungefähre Vorstellung haben, was jetzt auf uns zukommt, meine Damen und Herren. Legen Sie sich Taschentücher bereit. Es könnte Tränen geben bei dem, was Sie gleich erleben werden. Ja, schauen wir noch mal zurück. Die letzte Sendung von Frank Elstner 1987 hier in Berlin und Dr. Samuel Stutz mit der legendären Nasenwette. Top, die Wette gilt. Oh. 38,0. Drücken Sie die Daumen. 38,0. 37,4, das ist richtig innerhalb der Toleranzgrenze. Bravo! Oh. Nächster Tauchversuch. Ich muss noch mal rasch hier rein. Ja, ja. Wie gut, dass Sie so nicht Fieber messen. Dreiunddreißig Komma neun. 31. Oh. Das waren 2 Grad daneben. Es tut mir furchtbar leid. Es tut mir furchtbar leid. Lieber Frank, ich glaube, jetzt wissen wir alle, warum du diese Wette nie vergessen hast. Sag mal, ist das ein Trauma, eine Wette bei Wetten, das zu verlieren? Nein, das war ein Riesen-Gaudi. Ich habe das eines der schönsten Erlebnisse überhaupt. Und das hat mich dann selbst ein bisschen in der Schweiz zum Fernsehen geführt. Sogar. Ja, also es hat natürlich auch was mit deinem medizinischen Beruf zu tun. Ja, du hast eine Ratgebersendung in der Schweiz, im Schweizer Fernsehen dann gehabt. Ja, 15 Jahre lang. Und das war eine erste Schlüsselerfahrung. Also ich habe noch nie so lachend verloren wie bei Frank Elstner. Ja. Wie ist das, wie kommt man auf so eine Idee? Also wie merkt man, dass man eine besonders, dass du, wie kommt man auf so eine Idee, die Nase im Wasser zu hängen und zu sagen, wie warm es ist? Ich sah immer die Wetten-Das-Sendung, ich sah alle verrückten Wetten mit Bagger, mit Traktoren, mit Eiern und ich dachte, ich müsste was ganz Einfaches vorschlagen und rechnete gar nicht damit, dass das angenommen würde. Es hat sich ja auch fast ausgezahlt, aber eben nur fast. Und wir wollen versuchen, diese Niederlage von damals heute gerade zurück. Wir haben ja alles so vorbereitet, dass heute die Voraussetzungen perfekt sind. Ich sage erst mal, worum es ganz genau geht. Und ja, ihr beide könnt euch schon mal überlegen, was ihr für ihn tun wollt. Wir haben noch einen Wetteinsatz. Ach so, ihr beide müsst ja schon. Aber für ihn was Kleines. Was Kleines. Es ist ja nur für ihn. Für ihn was Kleines? Wir sehen euch nachher natürlich mit Thomas und Günther. Ja, wir haben uns auch was Großes eigentlich jetzt eingestellt. Ja, da sehen wir aber. Ja. Ich lese jetzt mal vor, worum es geht. Dr. Samuel Stutz aus Ascona in der Schweiz wettet, dass er nur mit seiner Nase Wassertemperaturen genau bestimmen kann und das besser als Michelle und Barbara. Das glaube ich übrigens auch. Ja. Mensch, du! Haben wir da also eine so minus ein Grad? Also ich kann dir eins versprechen, im Minusbereich wird es sich nicht bewegen.
Und, nein, meine, und wenn ja, wirst du es beim Eintauchen merken. Okay, okay. Toleranz, Toleranz, die wie Toleranz, viel Toleranz? Meine ich, ja. Ein Grad hoch, tief. Darf ich euch mitnehmen? Dann erkläre ich euch genau, was wir spielen. Also wir fangen an, oder? Ich wollte gerade sagen, wo ist Frank? Ich hatte gerade Sorge. Aber der taucht schon, der hat ja auch früher, der hat ja auch bei Aber Hallo schon gern getaucht. Ne? Also pass auf, noch mal ganz kurz zur Erklärung. Ja, ja. Diese Wasserbecken sind konstant immer auf gleiche Temperatur. Okay. Ne? Die haben Heizstäbe drin, die haben Temperaturfühler drin. Okay. Das ist hochsensible, sehr moderne Technik. Und, die aber Temperatur, sie sind nicht elektrisch. Nein, verändert sich maximal um 0,1 bis 0,2 Grad, während die Becken hier stehen. Und hat jeder ein Tuch? Bitte schön, die Damen. Danke. Ihr dürft jeder in ein eigenes Tuch schneuzen. Das ist wunderschön. Wir müssen aber auch so... Also so. Ja, das muss richtig alles raus. Pass auf. Alles es gibt einmal zuhören. Ja. Ne? Das Referenzbecken hat genau 37 Grad. Und hier haben wir Becken, die sind so, ich sag mal, von theoretisch, ne? Ja. So von 20, zwischen 20 Grad und maximal vielleicht 39. Okay. Ne? Ihr seht ja auch, es blubbert ja auch nichts und so. Und, ja. Und Dr. Stutz beginnt. Ach so. Mhm. Referenzbecken, erstes Becken. Ja. Wer näher, ach, man darf nicht alle. Hör doch einmal zu, bitte. Wer näher an der richtigen Temperatur dran ist, Dr. Stutz sagt vor, dann seid ihr dran. Wer näher an der richtigen Temperatur an ist, gewinnt das Becken und einen Punkt. Wer zuerst zwei Punkte. Aber. Ja? Also, wer näher an der tatsächlichen Temperatur des Wassers dran ist, gewinnt einen Punkt. Wer zuerst zwei Punkte hat, gewinnt. Sie müssen schneller sprechen. Also, rein, sagen. Genau. Oder rein, nein. Sagen. Rein, 37 Grad. Dann hier weißt du schon mal, und dann hier messen. Ist es kälter wärmer. Oder ist es wärmer? Zum Beispiel. Kälter, okay. Genau. Okay. So. Und damit es nicht zu einfach wird, ja, ne, und ihr hört, klar, was der Dr. Stutz sagt, ja, kommt ihr beide bitte mit nach vorne. Ah, okay. Da haben wir zwei Stühle mit Kopfhörern. Ach, jetzt habe ich auch endlich mal Kopfhörer. Lass mich mal dahin mit. Das machen sonst immer nur Gottschalk und Jauch. Ja? So, Michelle. Okay, wir drehen uns auch um. Ihr dreht am besten mit dem Rücken zu Dr. Stutz. Habt ihr beide die gleiche Musik? Habt ihr beide die gleiche Musik? Du musst von meinen Lippen ablesen, du hast Kopfhörer auf. Habt ihr beide die gleiche Musik? Das weiß ich nicht, Kai. Warum schreist du denn so? So, Herr Dr. Stutz, würden... Macht denn hier jeder, was er will. Würden Sie mir die Freude machen? Mhm. Ja? Wir würden jetzt ganz offiziell beginnen. Und damals wie heute startet es erst, wenn ich top die Wette gilt gesagt habe. Ne? Bevor Sie es aufgesogen haben, das ganze Wasser, was wir eigentlich noch zum Spielen brauchen. Ne? Bereit? Ja. Gut, dann starten wir mit dem ersten Becken. Und ich sage top, die Wette gilt. Jetzt dürfen Sie. Weiß schon. Bitte. Nein, jetzt müssen Sie ja offiziell, jetzt müssen Sie wirklich nochmal. Wir Schweizer brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ja, ja. 25,7. Okay. Gut, dann notieren wir das. 25,7 sagt Dr. Samuel Stutz. Jetzt weiß ich endlich auch mal, was gefühlte Temperatur heißt, ja, weil genau, das lese ich immer. Na, jetzt weiß ich das auch. Okay, wir haben das notiert. Herr Dr. Stutz, darf ich Sie nach unten bitten? Dann hole ich jetzt zum ersten Mal Barbara und Michelle. Nicht erschrecken, ich nehme euch jetzt die Kopfhörer ab. Barbara, bitte? Kommt mit. Okay. Ich habe bereits mit dem Leben abgeschlossen bei dieser Musik. Grauenvoll. Was war das? Das war Heavy Metal. Grauenvoll. Meine Nase hat sich zugezogen. Wir geben dir gleich was anderes. Hast du einen Musikwunsch? Nee. Gott. Jetzt nicht mehr. Also, alles gut. Kannst du dich noch erinnern, was ich vorhin erklärt habe? Ja, erst da rein, dann sagen, ob das kälter, wärmer oder was auch immer ist. Und dann soll man ziemlich genau treffen. Wie viel Toleranz haben wir? Das muss ich wissen für meine... Es geht ja nur darum, ach, dass so nah ihr wie möglich. Oh, okay, verstehe. Gut. Können wir gleichzeitig auch? Brauchen wir... Ich halte dir die Haare halten. Thomas, hast du ein Haargummi? Das ist angenehm. Ja, weil es deine Körpertemperatur hat, natürlich. Also wie in der Gebärmutter. Ja. Ja, 37 Grad. Das ist 37 Grad.
Jetzt sollten wir sofort da. Ja, genau, jetzt. Das macht Sinn. Ich will es genau so gelernt. We learn from the best. So eine kleine Nase. Ist es wärmer oder kälter? Natürlich kälter. Du kannst schon mal ins Referenzbecken schreiten. Gerne, Barbara. Sehr gerne. Wir sind hier, glaube ich. Frank, wir sehen heute 30 Jahre später um eine Kameraperspektive reicher, weil wir haben hier unten im Becken kleine Kameras eingebaut. Ich glaube, wir sind hier ungefähr auf die 27, 28 Grad. Okay, dann wir gucken mal, was Barbara sagt. Dann könnt ihr euch ja gleich noch mal beraten, was ihr dann tippen wollt. Du bist aber, ich mache eine ganz andere Technik, weißt du? Ihr macht hier die Schnauztechnik und ich mache die Tupftechnik. Du bist mehr auf. Für dich ist es. Ich weiß nicht. Ich hätte das nie gemacht. Also du musst dich ja festhalten. Nee, wir sind zusammen, ne? Wir sind ja ein Team. Wir sind ein Team, hast du das vergessen? Ja, okay. Das hätten Männer nie miteinander gemacht, Frank, ne? Ja, also doch. Ja? Auch, oder? 27, ja, aber eher 26,9. Okay. Können wir uns einigen? Ja, bitte darum. Okay, 26,9. Ja. 26,9. Herr Dr. Stutz, kommen Sie zu uns. Wir schauen mal auf das erste Ergebnis. Super. So, Dr. Stutz hat getippt 25,7. Ihr sagt 26,9. Da muss ich schon mal sagen, Respekt. Ja. Ja, weil wenn es sich irgendwo in der Mitte bewegt, dann seid ihr ja gar nicht schlecht. Es sind 25,1. Also da wart ihr ein Stück weg. Und damit geht der erste Punkt. Aber wir waren nicht schlecht. Ihr habt ja noch einen. Sensationell. Ihr geht noch mal nach vorne. Der Frank betreut euch. Danke. Frank, komm nach oben, wenn du zuschauen willst. So. Bitte. Extrem nahe zum Becken 1. Das ist 1,5 Grad wärmer. Puh, das heißt? 38,3. 38,3. Wir notieren für Herrn Dr. Stutz 38,3. Gut, dann holen wir jetzt noch einmal, vielleicht auch noch zweimal, Barbara und Michelle. Okay, gut. Kannst dich ja jetzt revanchieren. Nein, ich hab's gehört. Aber die Michelle, die kannst du ja überhaupt nicht schädigen durch Wasser im Gesicht. Sieht die am Ende noch besser aus. Ach. Ich mach nichts, das würde ich niemals machen. Das meine ich wirklich im Ernst. Aber ich würde gern zuschauen. Nee, hör auf. Das macht man nicht. Ach, das kommt jetzt. Das macht man nicht. Okay, wir machen es jetzt ein bisschen schneller. Ja. Und für das Spiel ist eine halbe Stunde eingeplant. Das ist einer der vielen Höhepunkte der Sendung. Oh, ei. Darf ich noch mal da rein? Ja. Nicht einfach. So lustvoll, wie er da eintaucht, muss ich mal überprüfen, ob da wirklich Wasser drin ist. Du hast aber jetzt reingespuckt. Aber nur kurz. Und ich habe vorher gespült. Also das ganz ehrlich, das ist nicht so warm, wie ich dusche. Und ich dusche immer unter 40 Grad. Und das ist richtig warm ist es nicht. Wärmer als das? 38? Oder? Nee, ach, es ist mehr als nur ein paar Grad. Ich würde sagen, da lass es 38,5 sein, aber 38,3. Aber 38,5 ist schon erhöhte Temperatur. Reicht 39. Ja, aber ist eben auch nicht so wie. Also wenn dein Kind jetzt so eine Temperatur auf der Stirn hätte. Ja. Dann sagen wir 38,5. Oh Gott, die Mutter! Das gilt nicht! Die Mutter! Also. Bist du auch immer noch mit dem Ellenbogen? Ja. Die ganz alte Methode. Ja. Ja, nee, also 38,5. Okay. Kommen Sie zu uns, Herr Dr. Stutz. Also, ihr sagt 38,5 ist euer letztes Angebot.
Dann, Frank, komm auch zu uns. Wir gucken, vielleicht ist es ja schon die Entscheidung. Das ist ja ein großer Moment. Falls er jetzt schon gewinnt, möchtest du den ja sicherlich nicht verpassen. Also, Herr Dr. Stutz hat 38,3 gesagt und ihr habt 38,5 gesagt. Es sind tatsächlich 38,2. Oh nein! Und damit ist Dr. Stutz wirklich fast. Und ich muss Fenster putzen. Aber wir sind super. Das ist genial. Super. Und da wir ja Best of Three gespielt haben, heißt das, Dr. Samuel Stutz ganz offiziell Wette gewonnen. Und endlich nach 30 Jahren. Und er hat einen Fensterputzer. Interessant. Super. Extrem neu. Vorsichtig. Extrem nah, ja. Wo sind wir denn so ungefähr nasenmäßig? Nicht nur nasenmäßig. Ich glaube, in jedem. Warum ist Gottschalk nicht involviert in diesem Spiel? Kommt. Kommt. Kommt einmal nach vorne. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Kommt einmal nach vorne. Wir wollen es nochmal mit einem ganz offiziellen Schlussbild beenden, diese Nasenwette. Habt ihr schön gemacht. Ihr habt das toll gemacht. Muss ich wirklich sagen, meinen gesamten kollegialen, freundschaftlichen Respekt. Ihr wart super, aber er war ein kleines bisschen besser. Also, großer Applaus für Dr. Samuel Stutz aus der Schweiz. Ja? Sie veräppelt mich wieder. So, und ihr beide geht jetzt mal ganz flink zum Umziehen. Denn jetzt wird's Günther, Thomas. Ist schon soweit. Oh Gott. Aufwachen. Ja. Es wird ernst. Ja. Wohin? Es wird ernst. Aber. Wir warten auf Frühstück hier. Ja? Ihr kriegt Frühstück. Natürlich kriegt ihr Frühstück. Agneta und Frieda sind bereit. Also nochmal viel Spaß. Ja. Sie waren du kannst sie aber auch nicht losreißen, Michelle. Ne? Die Michelle hat ja noch Zeit. Ich muss ja in den langen. Und sie hat ja die Laufschuhe an. Das wird schon. Ja? Also wir sehen die vier gleich wieder. Dann das große ABBA-Revival hier heute Abend im ersten bei Top. Die Wette gilt. Du wirst bei ihm Fenster putzen. Ja. Wie viele Fenster haben Sie? 80. 80. Ja? Ja, das übt. Ja, das übt zwei mit Sicherheit. So, und wir kommen ja jetzt gleich zur wirklich spektakulären Wetteinlösung. Michel Hunziker, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch als ABBA hier bei uns bei Top die Wette gilt. Das sehen wir gleich hier bei uns auf der Bühne. Aber vorher habe ich mich auch noch mal umgeschaut, weil ich wollte ja auch noch was beizutragen zu der Sendung. Ich habe gesagt, meine Top 10 der schönsten Wetteinlösungen bei Wetten, das. Bitte schön. Auf Platz 10 meiner Highlights ist der Wetten-Das-Chef persönlich. Nein, nein, nicht der, sondern... Bis vor kurzem war er Frank, hier ist Punk Elstner. Hey! Ja! Wette verloren, Kunstlederkutte an. Und man sieht, Frank kann einfach alles tragen. Ja! Platz 9. Top! Die Wette gilt. Ja, wenn man als Wettpate nicht an seine Kandidaten glaubt, muss man selbst dran glauben. Wladimir Klitschko als Pömpel-Dartscheibe. Platz 8. In der 100. Sendung lassen sich drei mutige Wetten-Das-Moderatoren Blut für den guten Zweck abzapfen. Gut, einer hat doch Schiss. Kann ich kurzfristig umsteigen auf Samenspende oder ist das jetzt zu spät? Alles in Ordnung. Ja. Sie haben das schon mal gemacht vorher, ja? Ja, ja. Ah, das ist schön. Oh Gott, das ist eine Stricknadel. Oh, oh Gott, zeig mal her. Zeig. Oh. Bei mir läuft's, du. Ehrlich. Frank führt. Oh Mann. Auf Platz 7 ein ganz besonderes Glanzlicht. Silberpfeil Harald Schmidt. Aus. Aus. Als hätte er nie etwas anderes gemacht. Es ist wahnsinnig heiß hier. Man schwitzt sehr. Mein Platz 6. Eine Wetteinlösung, die exakt auf den Kandidaten zugeschnitten ist. Günther.
Er ist ja berühmt für seine geschmeidigen Bewegungen. Er hat ja sowas Katzenartiges. Wenn du verlierst, wirst du unter professioneller Anleitung aus der rhythmischen Sportgymnastik eine kleine Kür mit Band vortun. Doch Turnschläppchen in Größe 47, ein unbekanntes Flugobjekt und eine charmante Partnerin. Erstmal raus damit. Los geht's. Das. Bitte. Das sieht schon sehr elegant aus. Wie sieht's aus mit Spagat? Spagat? Kein Problem. Ja. Wunderschön. Platz 5. 1983 überreicht Frank Dieter Thomas Heck ein Geschenk. Wir haben dir hier ein Wetten-Das-Kissen herstellen lassen, damit du den Rest des Abends hier besser überstehst. Das ist zauberhaft. Denn zu dieser Sendung musste Mr. Hitparade als Wetteinlösung mit dem Fahrrad anreisen. Von Saarbrücken nach Berlin. Hut ab, Herr Heck. Auf Platz 4 sieht man, dass auch Hollywood-Stars nicht verschont werden. Beauty-Programm für Hugh Grant. Blitzschnell und flach gegen die Haarwuchsrichtung. Das ist ergänzend. Achtung, und... Platz 3, ohne Worte. Armin Rohde flitzt nachts. Los! Wo ist er? Auf Platz 2 eine Wetteinlösung mit noch weniger Stoff. Thomas Gottschalk im Borat-Einteiler auf dem Weg in den Bodensee. Absolut sehenswert. Acht Kilometer bis zum Knie. Und. So, aus. Und mein Platz 1. 1983 wollen diese Männer mit einem Gabelstapler Sektgläser aufeinander stapeln. Wettpate ist Joachim Fuchsberger. Was machst du denn, wenn du verlierst? Ja. Dann werde ich heute Abend in 8 Tagen, also am nächsten Samstag, bei Auf Los geht's los, im Nachthemd auftreten. Langsam. Etwas ab. Zurück, langsam fahren wir. Die Kandidaten zurück. Geben sich große Mühe, zurück. Aber. Wette verloren, schlecht für Blacky, aber gut für uns. Wetten das? Hier sehen Sie das Peinlichste, was je über den deutschen Bildschirm geflimmert ist. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Das war ein großes Stück deutsche Fernsehgeschichte. Und hier folgt auf einen unvergesslichen Fernsehmoment gleich ein nächster. Liebe Zuschauer zu Hause in Deutschland und Österreich, Sie müssen jetzt sehr stark sein. Auch unser Publikum hier im Studio und auch ihr, liebe Gäste, denn das lange Warten hat sich mit Sicherheit gelohnt. Seit vielen Jahren fiebern ihre Fans weltweit auf eine Reunion. Und heute Abend findet sie hier bei uns in Berlin bei Top, die Wette gilt statt. Meine Damen und Herren, das erste Mal wieder gemeinsam auf einer Bühne. Hier sind ABBA! Also optisch ist es schon mal eine Sensation. Jetzt werden wir sehen, was sie musikalisch zu bieten haben.
Es darf gerne mitgetanzt werden, wenn Sie die Schockstarre überwunden haben, meine Damen und Herren. Süße Idee. Hier sind Michelle, Barbara, Thomas und Günther als Aber und Mama Mia! Sensationell! Komm zu uns! Komm rüber! Komm rüber! Ganz toll! Dass ich das noch erlebe! Ganz toll! Ich kann Ihre Begeisterung verstehen und teile diese auch. Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, die vier werden nach dem großen Erfolg heute Abend natürlich auf Tour gehen und demnächst garantiert auch bei Ihnen in der Nähe irgendwo in einer großen Halle. Ich kann uns einen Auftritt beim Segmüller besorgen. Ja. Und ich muss sagen, mit so einer gescheiten Frisur bist du richtig ein Geschmeidiger. Ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Ich hab die beide kurz vor dem Auftritt gesehen. Man konnte gar nicht mehr singen. Wie kann man das? Ja, ich glaube, so männlich bist du im deutschen Fernsehen auch noch nie. Als sie mir die Perücke aufgesetzt haben, dachte ich, ich bin der Benny. Aber als ich dann die Klamotte gesehen habe, dann dachte ich, okay, ich bin doch. Liebe Frau, aber ich glaube, wir müssen noch ein großes Kompliment machen an die Kostümbildner und an die, die die Haare gemacht haben. Ihr seht toll aus, toll. Also wirklich eine Sensation, ein absolutes Highlight des heutigen Abends. Und Frank, ich meine, das bringst wirklich nur du zustande. Ja, und die vier haben es, glaube ich, für dich gerne gemacht. Wir sehen euch gleich im Finale wieder, dann wieder komplett in Zivil. Ach ja? Ja? Nein. Wir bleiben das nächste Jahr. Wenn du es einmal anhast, willst du es nicht mehr ausziehen und kannst es auch nicht mehr ausziehen. Das wird keine zweite Haut. Dann machen wir das so. Dann bleibt ihr einfach so, wie ihr seid. Dann darf ich euch zu den anderen Gästen rüber bitten. Wo ist das? Ah, das Papier ist schon weg. Nein, nimm's einfach mit. Thomas, das alte Problem, alle ignorieren dich. Lieber Frank. Die richtigen Schüler. Lieber Kai. Sag ganz, wir wollen jetzt gar kein, an dieser Stelle noch gar kein Resümee ziehen. Das müssen wir uns nur ganz kurz noch angucken. Die machen gerade Werbung für Klein gegen Groß. So, lieber Frank. Hat es dir denn gefallen bis hierher? War es alles nett? War es so, wie du es dir gewünscht hast, wie du es dir vorgestellt hast? Also ich bin beeindruckt für so viel Wertschätzung meiner Person und ich bin sehr dankbar und ich finde, du hast es so toll gemacht, dass ich dir das als Sendung wünschen würde. Das wäre es doch überhaupt. So eine 75 Jahre Frank Elstner Geburtstagsshow regelmäßig. Regelmäßig, ja. Jedes Jahr, aber für andere Kollegen. Top, die Wette geht. Also, das ehrt mich sehr, herzlichen Dank. Ich wollte mit dir gemeinsam jetzt gerne noch mal auf deine letzte Wetten-Das-Sendung zu sprechen kommen. Ja. Weißt du denn noch, erinnerst du dich noch, wer alles zu Gast war? Also ich weiß, dass Trio mit drin war. Ja, Stefan Remmler. Die haben dann ein sehr schönes Lied für mich gesungen. Alles hat ein Ende, nur Wetten-Das hat keins, so ähnlich. Ja, ja, ja. Ja, das dann sehen wir ihn. Guck mal, ein Foto da von Stefan Remmler, sehen wir da, ja. Dann war mit dabei diese wunderbare Nasenwette. Mhm.
Dann war mit dabei, ich glaube, ein Hollywood-Star aus Dallas. Oh. Audrey Landers. Richtig. Und ihre Schwester waren gemeinsam, ne? Genau, die haben ein Duett gesungen. Ich war ja auch groß in Dallas. Ich war auch ein Dallas-Fan und ich habe ja Larry Hagman selber kennengelernt. Der hatte mir sogar seinen Hut geschenkt. Mhm. Später habe ich erfahren, er hatte davon 50. Mhm. Dallas, schauen wir doch noch mal. J.R., Bobby und Co. Dallas fesselte die Menschen vor dem Bildschirm. Und sie war einer der Stars, Audrey Landers. Hallo, Efton. Hallo, Cliff. Du warst sensationell. Darf ich dich zu einem Drink einladen? Danke, ich muss mich umziehen für den nächsten Song. Ich werde warten. Bis zum Ende der Show. In A Chorus Line spielte sie an der Seite von Michael Douglas und mit ihren Hits räumte sie auch in Deutschland ab. Playa Blanca kletterte in die Charts. Und mit dem Superhit Manuel Goodbye erreichte das Album Gold. Teach me how to rock mit Audrey und Judy Landers. Im April 1987, vor genau 30 Jahren, war sie der Stargast in Frank Elstners letzter Wetten, dass Show. Audrey Landers. Oh! Ich muss ja sagen, ich war ein bisschen verliebt in Audrey Landers. Ja? Ich glaube, das waren die Männer damals alle. Alle waren verliebt in Audrey Landers. Ich habe jetzt eine kleine Überraschung für dich. Eine kleine, tolle, große Überraschung für dich. Denn Audrey Landers ist heute Abend noch mal nach Berlin gekommen. 30 Jahre später. Audrey, thank you very much for coming. It's great. Thank you very much. I'm so happy. Thank you. Ich kann ja mit dir Deutsch sprechen. Du sprichst ja gut Deutsch. Und ich habe ein Lied. Ein Lied? Ein Lied. Für mich? Ja, lieber Frank. Ja, lieber ich habe ein Lied. Okay. Die ganze Begrüßung, das Küssen und so, das war eigentlich alles erst für gleich vorgesehen. Aber da bist du auch manchmal nicht zu halten. Ne? So, jetzt kommen wir zu einem ganz speziellen Lied. Ja, der große Hit Manuel Goodbye. Ja. Der wird nämlich jetzt neu aufgelegt und sicherlich bald wieder in den Charts. Denn er heißt jetzt Lass dich feiern, Frank. Hier ist Audrey Landers. Charming and so sweet, sweeter
Kommt alle mit. Alles klar. Audrey! Ah. That's really a big surprise. Thank you very much. Das ist meine Familie und freut sich auch. So ein besonderes Lied und so viele Fans hier natürlich. Kommt ein Stück in die Mitte. In die Mitte. Und nennen Sie in die Mitte. Ja, komm zwischen uns, Olli. So ist es. Audreys Mama ist ja in Deutschland geboren. Ja. Das heißt, sie spricht auch ein bisschen Deutsch. Sie spricht gut Deutsch. Nein. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ja. I will try to speak a little in German. Ich probiere ein bisschen. Das erste Mal nach 30 Jahren, nach der letzten Wetten, das Sendung, wieder in Deutschland. Ja, es ist wunderbar, dass ich bin wieder hier in Deutschland und Berlin und Frank, es freut mich sehr, zu wiedersehen. Ich freue mich auch. Guck mal weg. Ja. Und Audrey hat etwas ganz Besonderes mitgebracht. Ja, ein Geschenk. Ein kleines Geschenk. Ja. Schau dir das mal an, Frank. All die Jahre hat sie das aufgehoben. Ja? Wo war dieses Bild all die Jahre? Ach. In meinem Schlafzimmer natürlich. Wo sonst? Also ich glaube. Und jetzt ist sie der Meinung, es soll in Mainz. Ja, das wirst du wohl noch verhandeln müssen, glaube ich. Ja, ob daraus etwas wird. Also es ist ein ganz besonderer Moment. Vielen Dank, Audrey Landes. Ich finde das eine ganz große Ehre für mich, dass du nach so langer Zeit nach Deutschland gekommen bist und für mich extra noch ein Lied auch noch lernst. Und es singst. Und ich danke dir ganz herzlich. Ich glaube auch. Ja. Schon morgen in den deutschen Charts. Lass dich feiern, Frank. Aber lieber Frank, ich komm mal. Joko, ich gebe dir das mal. Du darfst das jetzt mal halten. Denn wir sind jetzt an dem Punkt in der Sendung angekommen, wo ich einfach nur noch eines sagen kann. Danke, Frank. Danke, dass es diesen Abend heute. Darf ich auch noch was sagen? Du darfst gleich auch noch was sagen, aber vorher darfst du. Zu sagen, ich wünsche dir einen tollen Geburtstag am 19. April. Ich wünsche dir alles Glück und alle Gesundheit der Welt. Danke, dass wir heute Abend deine Gäste sein durften. Danke für alle tollen Momente, die du uns allen beschert hast. Und danke für deine Freundschaft. Und die letzten Worte, die gehören natürlich und gebühren natürlich dir. Ja, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es sind natürlich nicht meine letzten Worte, sondern es ist meine letzten Worte hier heute in der Sendung. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei der ARD, die meiner Zeit eine solche Würdigung gibt. Ich glaube, eine solche Sendung hat es noch nicht gegeben. Und deswegen sage ich Dankeschön an die verantwortlichen Intendanten, an die Verantwortlichen, die mir geholfen haben, über Jahre hinweg meine Arbeit abzugeben. Dann können Sie sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, diese wunderbaren Kollegen alle hier zu begrüßen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und dass ich auch alte Kandidaten wieder begrüßen durfte, die mir mal dazu verholfen haben, dass Sie sich meine Sendungen gerne angeguckt haben, das finde ich ganz großartig. Ein Dank geht hinter die Kulissen, hinter all die Menschen, die aufbauen, die für den Ton sorgen, für das Licht sorgen, die für die Maske sorgen,
die als Unbekannte oft hinter uns stehen, ohne die nichts möglich wäre. Und ein weiterer Dank geht an all die Redakteure und Mitarbeiter, die mich über die Jahre hin begleitet haben. Einer, das ist vorhin ein bisschen untergegangen, hat mir sogar noch das Interview mit Mr. Trump geschickt. Das war damals für uns vor 20 Jahren eine Sensation. Teve Panier muss hier irgendwo sitzen, ist nach New York geflogen, hat mir das mitgebracht und hat das aufgenommen, bevor der gelogen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es für mich eine große Ehre ist, für Sie gearbeitet zu haben. Ich habe heute Mittag von meinem Sender, dem SWR, erfahren, dass ich meine Tier- und Reisefilme weitermachen darf. Ich werde in diesem Jahr noch nach Kenia fahren und sage Ihnen dazu viel Vergnügen. Und ich wünsche mir jetzt, dass Sie gesund bleiben, dass meine Freunde gesund bleiben, dass Sie erzählt, Deutschland ist ein wunderbares Land. Und ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Und jetzt, weil ich zum Schluss bin, spreche ich einfach das Wort zum Sonntag. Lieber Gott, vielen Dank. Tschüss. Halt, noch was hier. Halt, ich habe was Wichtiges vergessen. Ich habe noch einen Herzenswunsch. Ich finde, der Kai hat eine so wunderschöne Sendung zusammengestellt und gemacht. Ich wünsche mir, dass du Top die Wette gilt in Zukunft als regelmäßige Sendung machst. Ich danke dir. Eine große Ehre. Danke dir. Wo ist meine Audrey? Passen die auch farblich? Du bist nicht die Letzte. Mann! Was? Oh! Vielen Dank, Mann. Sehr gerne. Vielen Dank. Ah, da gehe ich auch rein. Dann will ich aber auch hin. Mein Norbert. Dann will ich auch zu meiner Frau. Wo ist sie denn? Das machen doch die großen Tennisspieler immer nach einem Stück. So, ich muss noch mal da runter. Ja. Solange ich noch gerade gehen kann. Euch allen danke. Vielen Dank. Ich habe immer noch kalte Hände, wie du merkst. Mein Wolfgang. Mein Lieber. Mein Bernhard. Meine Paola. Unser Felix hat uns zugeguckt. Danke dir für alles. Dreimal. Ja, ist gut. Dich küsse ich auch dreimal. Auf deine drei Kinder. Danke. Also ich krieg mich überhaupt nicht ein mit den Klamotten. Das ist wirklich toll. Wirklich toll. Und vielen Dank für eure Liebe und Freundlichkeit. Das ist nicht selbstverständlich. Das war unser Rückblick auf die einzigartige Karriere von Frank Elstner. Nächste Woche wird's ebenso unterhaltsam. Mit Guido Kanz und Verstehen Sie Spaß, der Sendung, die er von Frank Elstner übernommen hat. Verstehen Sie Spaß, nächsten Samstag um 20:15 Uhr hier im SWR Fernsehen.